Fakten seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum PeteCast Folge 104. Heute aktuell mit dem Dennis Brammen, dem Sebastian Lenzen. Hallo. Und mir, dem Peter. Wir danken wie immer Nitrado vielmals fürs Hosten unseres wunderschönen, kleinen, süßen, kuscheligen friedlichen Podcasts und generell für ihre tolle Arbeit und können wie immer nur sagen, Leute, schaut doch mal auf deren Webseite vorbei. Da kriegt ihr geile Game-Server. Vor allem geht das voll einfach. Ich habe letztens das mal gemacht, das ist echt erstaunlich einfach, leider. Ich finde die Befriedigung, die du erhältst, viel cooler. Was denn? Was denn für eine Befriedigung? Ja, weil die Eiche lecker sind. Okay, ich verstehe, ja. Wir haben heute eine ganz entspannte Runde. Ja. Jonathan ist nicht da. Er war gerade kacken, deshalb ist er so entspannt. Ja, stimmt, war ich gerade wirklich. Ja, siehst du? Es war sehr, sehr angenehm. Geil. Kommt jetzt noch eine detaillierte Analyse über Konsistenz und Farbe? Oder sparen wir uns das? Ach, nö. Nee, das ist aber ja gestern waren wir ja für den Livestream in Berlin und dann ist mein Zug halt hier um 8 Uhr los und ich bin um 1 Uhr wieder angekommen, also war halt echt einige Stunden unterwegs und war in dieser ganzen Zeit nicht einmal groß. Oh, nee. Ja, in der Bahn ist es sowieso total kacken zu gehen. Weil ja, entweder das sowieso, sind die Klos aber ich war ja nicht durchgehend in der Bahn. War ja beispielsweise dann. Aber fast 8 Stunden in der Bahn insgesamt, war? Insgesamt war ich fast, 7 Stunden war es insgesamt. Berlin ist irgendwie eine Scheißstadt. Oh shit. Ich mag Berlin total gerne. Ich fahre da auch gerne hin tatsächlich, weil es Bahnfahren, sobald es funktioniert, und gestern hat es funktioniert, ist tiefenentspannt eigentlich, weil ich konnte halt sehr viel Zelda zocken gestern und das hat mir Spaß gemacht. Das glaube ich. Okay. Ich hasse so wie Reisen. Zu Hause halt spielen, ne? Also im Endeffekt. Ja, also, wenn du unterwegs bist, nicht zu Hause bist und die ganze Zeit am Wackeln ist. Aber sonst ist es wie zu Hause. Ja, und vor allen Dingen, da überall noch andere Menschen sind. Das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt am Reisen oder das, was ich am wenigsten mag, ist, dass ich halt nicht wie im Auto in meiner eigenen kleinen Blase sitze, sondern gezwungen bin, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil die anderen Menschen jetzt so scheiße sind oder so. Aber hauptsächlich, sondern, weil die scheiße sind. Nee, weil das auch was an meinem eigenen Verhalten verändert. Weil sobald du halt mit anderen Menschen im Kontakt bist, kannst du halt, keine Ahnung, allein die Tatsache, dass ich halt nicht Luft ablassen kann, wenn ich will, ist ja schon eine Einschränkung meiner Freiheit und damit auch meines Glücks. Und schreit ja, einfach, aber manchmal muss ich so pupsen. Wobei oder? Ich ganz ehrlich bin, in der Öffentlichkeit, wenn ich die Leute nicht kenne, lasse ich einfach hart Gas einstehen. Ja, was willst du sonst machen? Ja, du kannst doch nicht explodieren. Ja, warum? Warum sollte ich? Stunden? Erkennt doch sowieso keiner, ob ich das war. Ja, vor allem machen die anderen das doch auch. Wenn du im Aufzug bist mit 10 Mann und du bist der entstehen lässt, weiß der, wer war. Das kann aber doch, okay, also theoretisch kann man es hören. Also wenn du halt nur so Schleicher ablässt, dann ist das natürlich klar. Aber wenn du halt dich nach rechts beugst und dann so richtig so schön das Bein noch heben. Ja, genau. Und dann so, ich war's nicht. Ich glaube, dann käme ich mit diesen angewiderten Blicken der Leute nicht so gut klar. Die würden mich dann in der Nacht verfolgen. Ja, und dann gehen die Leute aus dem Aufzug raus, du bist erleichtert und du siehst die Leute nie wieder. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Man hat gestern gemerkt, wie der Typ im Flugzeug neben uns, Bram, genau so dachte wie Peter. Er musste sich mit uns auseinandersetzen, hat nicht sehr viel Spaß gehabt. Ohne Spaß, was dachte der auch bitte, was der Flieger ist? Keine Ahnung. Ein Silenced-Gerät oder was? Ohne Spaß, was sitzen wir da und dann meckert er uns einfach so ein bisschen die Klappe halten, weil er lesen will, ja? Ey, das ist nicht, das passiert dir nicht das erste Mal, Bram. Vor allem hat er saß neben mir. Und wir haben uns eigentlich ganz normal unterhalten, sogar relativ ruhig, weil der Flug eigentlich ganz ruhig war, entspannt und alles. Und er hat dann irgendwie die ganze Zeit schon rumgehampelt, hat die Lehne für sich so eiskalt beansprucht auf meiner Seite. Weißt du, nicht so, ah ja, sorry, weißt du, dass er mich so angestupst hat. Nee, erstmal halb mit dem Ellenbogen noch in meine Rippen rein, wo ich gedacht habe, hallo, geht's doch, bist du bei dir zu Hause oder was? Warte mal kurz, Lehnen, also finde ich mal ganz klar, bei Dreiersitzen, ja. Ja. Haben die außen sitzen, die lehnen außen. Ja, und er die meinte, in der Mitte hat die Lehne. Gehören beide dem Typen, der die Arschkarte gezogen hat und in der Mitte sitzen muss. Und er meinte, ach komm, er ist. Vor allem, der war noch relativ schmal, weißt du, der hätte ihn nicht mal gebraucht. Aber nee, musste noch seinen Ellenbogen halb in mich reindrücken. Und dann meinte er dann halt, nachdem Bram und ich uns halt die ganze Zeit irgendwie unterhalten haben, über normale Themen, weißt du, nicht so, keine Ahnung, so wie wir uns in den LPs geben. Und dann irgendwann meinte er, ja, ob wir nicht einfach mal leise sein können, weil wir wollen ja nicht das ganze Flugzeug unterhalten. Wir reden zwar vielleicht über für uns ganz interessante Dinge, aber das interessiert ja sonst keinen im Flugzeug.
Das ist aber nicht nett. Wo ich dann so dachte, Alter, ey. Da haben wir uns einfach weiter unterhalten. Weil im Flugzeug gibt es nirgendwo, das ist ja kein Ruheabteil, wie ein Ruheabteil gibt im Zug für laut und leise, ja? Ja, richtig. Sondern das ist einfach Das waren wir gar nicht laut, ey. Ja, das ist halt das Schlimmste, tatsächlich. Das war nicht mal so, als wenn wir laut gewesen wären. Weil beim letzten Mal, als wir bei dem Flieger saßen, Peter, könnte ich das ja noch verstehen. Als uns köstlich amüsiert haben. Also wirklich, ja, das stimmt. Ja, weißt du, da kann ich das noch verstehen. Aber Sepp und ich saßen da wirklich so. Und wir saßen auch die ganze Zeit so Kopf an Kopf, so mega sneaky. Ja. Quatschen. Weißt du? Naja. Und, Der hasste dann, auf jeden Fall auch alle Leute, die da waren. Ja, wobei ich hab halt noch nie in meinem Leben jemanden, der jetzt irgendwie sich unterhalten hätte oder so, gesagt, haltet mal die Schnauze. Weil sowas interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe Kopfhörer. Die Leute sollen sich unterhalten, wie sie sollen. Er hatte keine Kopfhörer. Ja, vielleicht sollte da mal Kopfhörer sich besorgen, wenn man sich darüber anpisst, wenn sich jemand unterhält in einem Flugzeug. Weißt du, der Flug, der geht 45 Minuten, oder? Ja. Von Berlin nach Köln. 52. Oder von mir aus 52, ja, okay. Sollen dann alle die Schnauze halten für 52 Minuten oder was, damit der feine Herr lesen kann. Alter, also wenn ich sowas schon höre, finde ich nicht in Ordnung. Ja, haben wir uns auch gedacht und drauf geschissen. Ja, richtig so. Also tatsächlich habe ich habe nichts Interessantes zu meiner Reise gestern nach Berlin oder davon zurück zu erzählen, außer, dass ich halt wirklich dieses Glücksspiel gestartet habe und gesagt hat, okay, ich nehme tatsächlich den letzten Zug, der noch nach Osnabrück fährt. Ui, und ja. Wenn ich den jetzt nicht bekommen hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt, weil dann hätte ich in Hannover festgesessen und das ist dann nochmal ein ganzes Stück von Osnabrück weit weg. Aber jeder einzelne Zug, mit dem ich gestern gefahren bin, war nahezu auf die Minute perfekt. Okay, der Hinzug hatte, glaube ich, 7 Minuten Verspätung. Okay, ja, ist vollkommen okay für mich. Und die Rückfahrt war wirklich auf die Sekunde quasi perfekt. Und dann denke ich mir, wieso nicht immer so? Das wäre doch ganz geil. Tja, manchmal. Wobei manchmal, also die Strecke sowieso zwischen Osnabrück und Berlin, eigentlich ist die meistens pünktlich, außer da wirft sich jemand vor den Zug. Nee. Also bei mir war der zweimal verspätet. Einmal. Ja, letztes Mal hat sich wirklich jemand vor den Zug geworfen, als ich zurückgefahren bin von Berlin. Da mussten wir dann halt relativ lange stehen einfach, weil dann halt darauf erst gewartet werden musste, dass halt die Staatsanwaltschaft auch taucht und dann halt die Polizei, Kripo oder wie auch immer. Und dann musste erstmal gesichert werden und dann musste der Staatsanwalt entscheiden, ab wann es denn weitergeht, ob man auf andere Gleise umsteigen kann, beispielsweise sobald Sichtschutz bei der Unfallstelle gewährleistet wird. Also das war auch ganz cool, dass dann der Zugführer immer relativ klar gesagt hat, was Sache ist. Also der hat halt... Oh, das ist echt gut. Also der hat halt nicht gesagt, ey, da hat sich jemand von Zug geworfen, sondern er hat halt gesagt, ich weiß, es sind noch Kinder an Bord, deswegen werde ich es halt relativ vernünftig ausdrücken. Aber wir müssen jetzt noch auf Polizei und Staatsanwaltschaft warten. Aktuell dürfen wir nicht weiterfahren. Da muss noch entschieden werden, es gibt einen Notarzteinsatz. So. Stimmt, am Anfang musste noch auf den Notarzt gewartet werden. Ja, also ich weiß auch nicht, wie dann die Lage, ob der wirklich dann draufgegangen ist oder so. Ich finde das halt generell nicht so cool, wenn man diesen Ausweg wählt. Für nicht nur jetzt für mich, der dann halt die Minuten warten muss oder Stunden in dem Fall, sondern Alter, halt vor allen Dingen für den Zugführer. Ey, das ja, ist ja so genau. Krass. Das ist halt immer blöd, wenn man dann die Leute mit reinreißt in sein Leid. Aber das war, also die Informationen, die wir bekommen haben, waren alle vernünftig. Und dann sind wir halt zwischendurch dann auf einen anderen, konnten wir auf einen Bahnsteig zwischenparken, wo dann Leute auch mal den Zug verlassen konnten, falls sie irgendwie frische Luft brauchten oder keine Ahnung, einen rauchen wollten oder sowas. Haben dann halt noch kurz vorher, haben dann halt gesagt, okay, wir haben jetzt neue Informationen, haben das auch dann am Bahnsteig durchgesagt, bitte steigen Sie wieder ein, wir fahren jetzt gleich weiter zum nächsten Bahnhof, wir können zumindest einen weitergehen. Und immer wenn dann ein Zug von vorne kam, hat er erklärt, warum der denn jetzt fährt und wir nicht, denn das hatte dann immer den Grund und den Grund. Und das war alles sehr verständlich und eigentlich konnte sich da wirklich niemand aufregen, muss ich sagen. Das hast du sehr war, selten, das war, ist schon ziemlich gut. Ja, fand ich auch tatsächlich sehr gut. Ist diese Informationspsychologie, finde ich, die dahinter steht, extrem wichtig. Wenn die Leute wissen, warum die warum die warten müssen, sind die irgendwie viel entspannter, als wenn du einfach sagst so, yo, wir haben halt gerade ein Problem. Ja, vor allem, weil du dann immer denkst, boah, die scheiß Bahn, weißt du, ist wieder was kaputt, weil sie nicht gewartet haben oder weil, keine Ahnung, der Zugfahrer gerade ein Nickerchen machen will oder, weißt du, irgendwie sowas. Und so weißt du wenigstens, hey, die sind das nicht, da kann keiner was für, da müssen wir jetzt Rücksicht drauf nehmen und ich werde informiert und weiß wenigstens, wann es weitergeht ungefähr. Ja, oder du teilst halt die Unwissenheit mit deinem Zugführer, denn der Zugführer wusste halt dann logischerweise auch nicht, wann es weitergeht. Ja, aber sowas ist wenigstens ehrlich und alles. Das finde ich auch im Flugzeug immer super wichtig. Manchmal wartest du einfach eine Stunde da am Gate und es passiert einfach nichts.
Ja, finde ich auch richtig. Immer mega ätzend. Naja. Das hatte ich auch schon mal, wo sich dann immer die, das hatte ich glaube ich mit Bram, weiß ich gar nicht mehr, wo sich immer die Wartezeit immer dann erhöht hat. Ja, ja. So, ja, 15 Minuten später, denke ich mir so, ja, alles klar. 30 Minuten später. So, okay, und dann wird es ja irgendwann bis über eine Stunde später, wo ich denke, wie kann das denn sein, dass ich das immer, dass die immer jetzt so am Anfang dachten, okay, in 15 Minuten passt das schon und daraus dann sich so eine Zeit entwickelt und dann gab es halt auch keine Information, warum. Kann ja sein, dass irgendwas passiert ist. Ja. Weißt du, dann haben die am Anfang gesehen, okay, hier haben wir ein kleines technisches Problem, das kriegen wir in 15 Minuten gefixt und dann ist aber noch irgendwas anderes Schlimmes passiert und ich denke mir, ja, okay, aber dann sagt mir wenigstens, was Sache ist. Ja. Finde ich halt tatsächlich so. Eigentlich schon fast eine Frechheit. Ja, schon irgendwie. Also wenn du halt gar keine Informationen gibst. Also eigentlich hat man ja schon irgendwie so ein bisschen auch als Kunde, ich weiß gar nicht, hat man das Recht? Ich weiß es nicht. Das klingt immer so blöd. Aber das ist halt Kundenservice. Und ganz ehrlich, wenn die halt mir erzählen, ja, was gerade noch gemacht werden muss, dann habe ich irgendwie mal das Gefühl, okay, ich kann halt so, ja, die müssen halt noch dies oder jenes machen. Gut, okay, dann muss halt darauf warten. Dann ist halt okay. Weißt du, mich befriedigt das auch immer, zu wissen, was da passiert ist. Absolut. Sonst habe ich immer das Gefühl, ja, die haben eh keinen Bock oder so. Ja. Okay, also gestern hatten wir alle mit unseren Reisen eigentlich bis auf einen unfreundlichen Mitfahrer gar keine Schwierigkeiten. Ist ja auch mal gut. Ja. Kann man ja auch mal positiv anmerken. Soweit ich weiß, ist Jay immer noch im Zug. Der ist nämlich über Nacht da geblieben, weil er... Er fährt gerade noch. Ja, wir wollten halt, also das war gestern halt auch so übertrieben, ne, dieses, ja, wir müssen auf jeden Fall, ihr nehmt erst um 21 Euro Rückreise und so, und dann habe ich das gemacht und dann, ja, war ein bisschen unnötig, um 19 Uhr war fertig mit Abendessen. Ja. Außer Sepp, der musste dann sich noch so einen geilen Nachtisch holen. Nee, der kam einfach zu spät, weil die verpennt haben, den richtigen Nachtisch zu liefern. Tja, wir haben nämlich zweimal Schoko-Nachtisch geholt und ich wollte aber Mango-Nachtisch. Ja. Ach so, mit dem geilen Käse, Junge. Boah, Alter, der Käse, ich hatte nachher das Gefühl, mein Mund stinkt einfach so wie Simmys Klo. Weißt du, dass ich mir da einmal reingebissen habe? War mir ein bisschen, der war schon sehr, sehr grenzwertig. Cheesy. Cheesy, der war sehr, sehr cheesy. Ja, genau. Also generell, ihr Berliner, oder falls ihr mal, in Berlin unterwegs seid, wir können das Restaurant Meisterstück empfehlen. Die haben sehr leckere Biere und vor allen Dingen das Kotelett da ist das unwahrscheinlich lecker. Das Kotelett war ein Traum, ey. Das war echt lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein leckeres Kotelett gegessen. Ja. Ja. Gut. Das, wobei, ansonsten, wir haben halt gestern gestreamt. Den Stream könnt ihr euch immer noch angucken, auf Twitch beispielsweise. Wir haben halt gestreamt das Spiel One to Switch in Zusammenarbeit mit Nintendo. Also die haben das finanziert. Und uns dann halt auch die ganzen Sachen zur Verfügung gestellt. Und dafür waren wir in Berlin deswegen, weil dort ein Studio existiert, nämlich das Webedia Studio. Webedia ist ja die Firma, die vor einiger Zeit GameStar und so weiter und so fort aufgekauft hat und halt auch das YouTube-Netzwerk Alliance, früher noch GameStar and Friends, wo wir ja auch drin sind. Und die haben vor kurzem ein Studio eröffnet in ihren Büros in Berlin und bieten quasi ihren Partnern, ihren YouTube-Channels, die sie im Netzwerk haben, an, dieses Studio zu nutzen. Und da wir halt diesen Stream auf die Beine stellen wollten, halt mit 5 Leuten und so weiter und so fort, bietet sich das halt an, ein Studio zu nutzen, anstatt jetzt, wir haben hier gar keine richtige Live-Kameratechnik beispielsweise bei Pizmeet. Wir haben gar keine Kameras, die abgesehen von unseren Webcams Live-Video übertragen können, glaube ich. Die Mini Legria kann das. Ja, stimmt, die Mini Legria würde das hinkriegen, aber das wäre jetzt natürlich dann ziemlich katastrophal, wenn du nur diese Kamera hättest. Ja. Bei den anderen, ich weiß nicht, ob das die Profikameras können, die wir haben, also die Lumixes. Ich tippe erstmal nein, aber selbst wenn sie es könnten, bräuchten wir ja beispielsweise ein Mischpult. Also nicht für Sound, auch für Sound, aber auch für Bild beispielsweise. Mhm. Also das heißt dann nicht Mischpult, sondern das hat einen anderen Namen, das weiß ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall, sobald das halt in den Livestreaming-Bereich geht, mit mehr als einer Kamera sind wir komplett aufgeschmissen. Da brauchen wir dann schon ein Studio. Und ich glaube, bei so einem Spiel wie One to Switch hat sich das angeboten, da haben wir dieses Studio genommen. Ist halt auch günstig, wenn das zur Verfügung gestellt wird. Und dann haben wir da halt diesen Stream gemacht. Weil technisch leider trotzdem nicht ganz so geil. Also gerade der Sound war wohl ziemlich für den Sack. Also da müssen noch Erfahrungen gesammelt werden und da muss noch besser dran gearbeitet werden. Dieses Studio ist halt noch total fresh. Ja, diese Anklipp-Mikrofone sind nicht so geil wie Bügelmikrofone. Auch weil die ganze Zeit in die Klamotten reiben. Ja. Unter anderem, ja. Es gab da so einige Probleme.
müssen wir. Aber also sonst war es vom Stream eigentlich ziemlich, also für uns auf jeden Fall ziemlich gut. Das also Spiel und generell der Stream war halt super witzig. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Vor allem Bram in dem Kuhkostüm war einfach mega witzig. Oder was ich noch ein persönliches Highlight war, Peter beim Baseball spielen. Und Frau Bram dann irgendwie meinte, ey, Sepp, guck mal, wie der guckt hier im Stream. Und dann hat man aus der Kameraeinstellung einfach gesehen, wie böse, abartig böse Peter in die Kamera guckt. Ey, das war so geil. Das habe ich immer noch nicht gesehen. Ich hoffe, das sehe ich dann im Best-of, das noch kommt. Ja. Da könnte man einfach so Laserstrahlen aus den Augen schießen lassen und Jake explodiert. Ja, ich habe ihn auch so eingeschüchtert, dass er bei diesem Baseballspiel halt auch gar nichts geschissen bekommen hat. Ja, echt mal, hat er wirklich nicht. Ja. Generell, weil, also es gibt halt, also One to Switch, nur mal kurz zur Erklärung. Erstmal, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Switch offiziell released, ja. Juhu. Also das heißt, jetzt hat jeder die Möglichkeit, sich die zu kaufen. Naja, selbst ist mehr oder weniger. Ja, okay, theoretisch die Möglichkeit. Praktisch hat halt der ein oder andere Mediamarkt oder Saturn zu wenig von diesen Konsolen. Aber ich weiß nicht, ob du schon das Bild von Jay gesehen hast? Ja, das habe ich schon gesehen. Da war halt total viel, auch in dem anderen Mediamarkt in Kalk, in den Köln-Arkaden, die haben wohl 100 Stück, hatte ich mir sagen lassen. Ich war aber halt krass, das sind echt erst, viele. Erst in dem Saturn, halt bei mir hier um die Ecke. Und die hatten halt 10 Stück und davor standen so ungefähr 50 Leute. Und am Anfang habe ich so gedacht, sollst du rennen? Nee, komm, gibst du dir nicht. Und dann halt die Jungs alle unter dem Gitter, das Gitter fährt dann so langsam hoch. Und dann gucken sie sich alle an, okay, ist mir das jetzt peinlich, mich drunter herzubücken und loszurennen oder nicht? Und dann gucken sie sich alle an. Und dann hat es der Erste gemacht und dann machen es alle. Und dann rennt der Erste und alle rennen. Das war einfach so geil, wie so ein Werbespot oder so. Es war einfach so episch. Und dann rennen die, dann ist ja immer, Gaming ist ja am anderen Ende immer von dem Laden, dass du durch alles durch musst, um halt zu den Spielen zu kommen. Und dann siehst du einfach so wie bei Pac-Man, wie quasi die Leute alle unterschiedliche Wege nehmen. Hauptsache nicht bei dem anderen, weil der könnte ja dich blockieren von der Geschwindigkeit her. Und dann rennt sie zu dem Tisch und ich komme da an und gucke nur noch so in traurige Gesichter. In völlige Verzweiflung und denk so, haben die gar keine gehabt? Also sie hatten 10. Weißt du, und die anderen so, yeah, ich hab eine. Und die anderen so, Weißt du, suchen schon den Mitarbeiter, den sie anschnauzen können. Dann war einer in der Nähe und der hat alles abgekriegt, weißt du. Ja gut, aber ganz ehrlich, das war halt der erste Try. Da müssen die halt weiterfahren zum nächsten, also zum nächsten Ding. Ja. Ja, die haben wohl in dem Laden, der ist halt auch nicht so riesig. Aber die haben wohl insgesamt immer relativ wenig Exemplare, wenn neue Sachen rauskommen, weil der halt relativ klein ist und die Märkte halt so beliefert werden, wie sie quasi an Umsatz auch machen. Und wenn du wenig Umsatz machst, dann kriegst du halt auch wenig Exemplare. Und wenn dann bei sowas dann halt alle dahin gehen, dann guckst du halt immer in die Röhre. Und dann war halt einer, der sich richtig aufgeregt hat, dem ich dann halt noch den Tipp gegeben habe, er soll zu dem Mediamarkt da gehen. Die wahrscheinlich viel, viel mehr haben in den Arkaden, was halt ein großes Einkaufszentrum ist und da halt viel mehr zur Verfügung stehen. Ja, du hattest ja eh den Vorteil, dass du entspannt warst. Deine Switch war auf dem Weg per Post zu dir. Genau, das war ganz schön praktisch. Deswegen brauchtest du halt nur Spiele oder Accessoires. Ja, den Pro-Controller habe ich mir geholt, dann noch so eine Schutzhülle, so eine Tasche für, wenn du es unterwegs mal mitnimmst. Und halt noch das Zelda. Ja. Das war, aber davon hatten die auch total wenig, weißt du, so 10 Zelda-Spiele oder so, wo ich dann auch gedacht habe. Ja, das passt ja. Jeder, der eine Konsole kauft, kauft ein Zelda-Spiel und dann sind alle weg. Ja, aber was ist mit den Vorbestellern, also die vorbestellt haben noch, weil die gab es nämlich auch noch. Also die hätten online sich auch den Zelda vorbestellen müssen oder können es nachher im Shop machen, also in einem E-Shop. Das kann auch sein, dass sie es so gemacht haben, weil die waren nämlich auch super schnell weg. Da muss ich dann halt, ich habe gedacht, Spiele werden die bestimmt genug haben, weißt du, Spiele ist ja nicht so dramatisch, ne? Die Konsolen. Dramatisch. Aber der Spiele war auch sofort, habe ich doch das vorletzte Spiel so weggegriffelt. Und Bomberman hatten sie da liegen und Zelda Wars. Ja, heute ist dann ja auch endlich von der Switch. Ah ne, Quatsch, wir wollten ja erstmal One to Switch. So. One to Switch ist eine Minispielsammlung, ist ein Partygame. Mit unterschiedlichen Minispielen, wo du halt immer eins gegen eins, also nicht immer, aber fast immer eins gegen eins gegeneinander antrittst. Es gibt noch
ein Spiel, wo du mit allen Mann spielst, wo du so eine theoretisch so eine Flasche schüttelst, die dann halt irgendwann explodieren kann. Das war cool. Ja, das war auch witzig. Cool. Aber, ja? Nee, Entschuldigung, erklär es weiter. Ja, aber in der Regel ist es halt 1 gegen 1. Es gibt insgesamt 28 Spiele und du kannst dann entweder die Spiele direkt aussuchen, die sind dann so sortiert nach Anstrengung, sag ich jetzt mal. Da sind halt so Chilischoten, die sagen, okay, das Spiel ist jetzt mega anstrengend oder das Spiel ist mega entspannt. Oder du kannst halt ein Zeitspiel machen, das heißt, du gibst eine Zeit ein, die du jetzt spielen willst und dann gibt es halt zufällig ausgewählte Spiele. Oder du kannst halt Team-Battle machen, was wir gemacht haben, wo du da halt deine Gruppe in 2 Teams aufteilst, das ist auch egal, ob es eine ungerade Zahl ist, weil es ja eh immer 1 gegen 1 ist. Und ja, dann wird quasi ein virtuelles Spielfeld ausgelegt und es wird gewürfelt und dann kommst du halt auf ein Feld und dann wird ein Spiel gespielt und der Gewinner darf danach wieder würfeln, bis dann halt irgendeiner das Ziel erreicht hat. Und das Spiel hat so ein bisschen dieses Typische, was Partyspiele ganz gerne machen, dass halt ein bisschen dafür gesorgt wird, dass sich halt niemand schlecht fühlt. Indem dann beispielsweise, also wenn halt das Spiel merkt, dass das eine Team das andere Team mega krass abzockt, dann ändern sich die Würfel. Dann hat das eine Team auf einmal mehr Totenschädel statt Zahlen, die gewürfelt werden können. Und wenn ein Totenschädel gewürfelt wird, dann darf das andere Team würfeln, um nach vorne zu kommen. Alles und das random. Hat dann gar keinen Totenschädel mehr, weil es zu weit hinten ist, also kann nur nach vorne kommen. Und sobald du halt näher ans Ziel kommst, kriegst du halt auch wieder mehr Totenschädel, sodass die Chance erhöht wird, dass das Gegnerteam dann doch nachziehen kann. Und das Gegnerteam darf nicht auf das gleiche Feld fallen. Also wenn beispielsweise schon ein Feld bespielt wurde, wird das auch, wenn das Gegnerteam nachzieht, dann nicht mehr als eine Würfelzahl gezählt. Das heißt, wenn 3 Spiele schon gespielt wurden und jemand eine 5 würfelt, dann überspringt er die 3 und zählt mit der 5 erst weiter, nachdem die 3 übersprungen wurden. War das bei Mario Party auch so damals? Nein. Okay. Nee, auf keinen Fall. Ja, okay. Wobei ich halt sagen muss, ich habe gerade mal geguckt im Internet. One-Two-Switch kostet aktuell 35 Euro bei Amazon. Ja, im Switch-Store übrigens ich auch 50 nicht. Euro. Das sind im Switch-Store 9 Euro wenigstens und bei zu Amazon-Preisen immerhin 15 Euro weniger als ein normales Spiel. Ja. Finde ich zu teuer für das Spiel. Ja. Und ich finde, One-Two-Switch wäre eigentlich das perfekte Spiel, um als Beilage dabei gewesen zu sein. Absolut. Also das Launch-Ding, um einfach auch die Experience mit diesen Controllern zu erleben, weil das kriegst du ja, wenn du Zelda kaufst, kriegst du es nicht so mit, oder? Also dann hast du ja diese Funktion von diesen Controllern. Nein, gar nicht. Die Joy-Cons meinst du. Die ja, Joy-Cons, genau. Die haben ja sowas wie HD-Rumble oder sowas. Das passiert genau. In Zelda gar nicht. Das ist halt sehr schade, dass du dann im Endeffekt das coole Feature gar nicht richtig benutzen kannst, so gesehen. Ja, deswegen, also normalerweise, ich meine, Nintendo hat es ja schon einmal richtig gemacht mit Wii Sports. Da haben die ein Spiel beigelegt, was diese neue, interessante Technologie dieser neuen Konsole super erklärt hat. Was dafür gesorgt hat, dass viele sich diese Konsole gekauft haben. Meiner Meinung nach. Also ich glaube, Wii Sports ist einer der Hauptgründe und einer der Hauptverkaufsargumente überhaupt für eine Wii gewesen damals. Und mit dieser Erfahrung haben sie dann gelernt und es danach nicht mehr gemacht. Mit der Wii U war dieses Nintendo Land, was die neuen Features gut benutzt hat. Das hat Vollpreis quasi, haben sie daneben verkauft. Hat null funktioniert. Was denken sie sich dann für die Switch? Ja, machen wir das doch nochmal genauso, wie es null funktioniert hat. Und verkaufen die Konsole ohne einen Beilagetitel, der die Technologie erklärt. Und verkaufen die dann auch im eShop-Store für 50 Euro. Packe ich mir komplett an den Kopf. Und selbst die 35 bei Amazon finde ich schon zu viel. Ja, also es ist halt eine nette Minispielsammlung, die halt als Partygame echt viel Spaß macht, aber sie hätte beiliegen müssen. Ja, finde ich halt auch. Das finde ich irgendwie nicht optimal gemacht. Wobei, um da mal von dem One-Two-Switch an sich wegzukommen, ich finde halt faszinierend, wie unfassbar gut die Joy-Cons funktionieren, also die Controller. Ja. Wenn ich mir damals noch die Wii U angucke, wo du noch diese Leiste brauchtest und quasi jedes Mal auf die Leiste zeigen musstest, um irgendwie vernünftig zu kalibrieren und so Geschichten. Ja, und die Dinger funktionieren einfach. Also man merkt halt auch, dass Nintendo da mittlerweile einfach lange Erfahrung hat, die auch eiskalt ausspielen. Ja, absolut. Was ich jetzt auch gut finde natürlich. Aber ist halt schon krass, wie gut die Dinger funktionieren. Ja. Ja. Also, wie das finde ich auch, also die fühlen sich halt alles auch super wertig an, finde ich. Also die sind ja so leicht, die sind halt nicht übergummiert, aber die fühlen sich trotzdem irgendwie griffig an. Und die sind halt auch erstaunlich schwer tatsächlich, fand ich. Und die sind halt einfach gut. Das ist eine gute Technologie.
Die haben halt alles, was sie gelernt haben, da irgendwie in diese Mini-Controller gesteckt. Wobei ich tatsächlich, was ja auch ein Verkaufsargument sein soll, ich hätte keinen Bock, mit diesen Controllern so als normalen Controller zu spielen. Also wisst ihr, was ich meine? Dass, ja. dass du die halt so schräg in die Hand nimmst und dann ja. quasi Mario Kart nur mit einem dieser beiden Controller spielst. Ist auch viel zu klein. Also die sind halt, du kannst damit spielen, aber nicht, also diese Minispiele okay, aber weiß ich nicht, so ein Mario Kart, ich spiele eine Stunde mit euch Mario Kart und dann auf diesem Controller ist einfach, keine Ahnung, nicht gut genug. Ja, also da generell dieses, was sie beworben haben, du nimmst die Switch halt überall hin mit, stellst einfach nur den Bildschirm ja. auf und gibst den Leuten die Mini-Controller in die Hand, halte ich für nicht realistisch. Dafür ist der Bildschirm viel zu klein. Das kannst du halt bei diesem One-Two-Switch machen, wo du nicht auf dem Bildschirm gucken musst. Ja, aber selbst da funktioniert es nicht wirklich, meiner Meinung nach, weil da der Sound so unfassbar wichtig ist. Und da musst du erstmal eine Situation hervorrufen, wo du irgendwo bist, wo es nicht so laut ist, dass du den Sound hörst, und dann aber trotzdem du niemanden damit störst. Ja. Das klingt für mich wie so eine typische Wohnzimmersituation, wo du eh einen Fernseher stehen hast. Ja. Also im Zug könntest du One-Two-Switch ja nicht spielen. Erstens ist es da laut und zweitens gehst du den Leuten dann mega hart auf den Sack. Wobei, wäre schon geil, wenn sich zwei Leute da hinstellen und spielen irgendwie Tischtennis oder so ein Scheiß. Ja. Und wenn du eine Hausparty machst oder sowas, dann hast du einen Fernseher oder alternativ ist es zu laut, um das zu hören. Und teilweise ist es halt super wichtig, dass du die Sachen hörst. Wir mussten sehr, sehr ruhig sein teilweise. Ja. Deswegen, keine Ahnung, also das finde ich alles irgendwie strange. Das, was ich mir halt wirklich noch vorstellen könnte, wenn als ich noch in Köln gewohnt habe oder wenn ihr jetzt beispielsweise nach Berlin nochmal fliegt, ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass einer von euch einfach die Switch mitbringt, ihr die dann, wenn ihr nebeneinander sitzt, auf einem Tischchen stellt und dann vielleicht wirklich mal ein Ründchen Mario Kart gegeneinander zockt. Mhm. Also so just for fun, weil ist halt immer noch besser als nichts machen. Ja, genau. Das, weil da ist halt auch der Sound nicht so unfassbar wichtig, weil du kannst halt auch logischerweise bei dem Bildschirm jetzt nicht irgendwie zwei Kopfhörer anschließen, außer du hast so einen Splitter. Mhm. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt, wenn man das machen würde. GameStar ist down, was mich gerade mega aufregt. Ich wollte eigentlich gucken, ob die einen One-to-Switch-Test online haben, aber ich bin jetzt einfach auf Metacritic gegangen und habe gesehen, es gibt schon ganz viele One-to-Switch-Tests und das hat aktuell einen Metascore von 57. Oh. Ist damit das zweitbestbewertetste Switch-Spiel auf Nach Metacritic von insgesamt 2. Also auf Metacritic hat aktuell nur 2 Switch-Titel schon? Tatsächlich. Ja, bei Metacritic, wie gesagt, nur die beiden. Ah, okay. Weil es ja auch quasi heute rausgekommen. Genau. Und wo wir gerade bei Metacritic sind. Zelda hat ganz komische Punkte erreicht. Dreistellig? Ja, ja, nee, dreistellig nicht. Aber wir sind mittlerweile bei 63 Bewertungen bei Metacritic und bei einer Durchschnittswertung von 98. Immer noch, ja. Was? Nicht mehr geändert viel. Sehr vieles. Das ist krass viel, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz schön stark. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Also, wenn wir uns anschauen, was die bestbewertetsten Spiele bei Metacritic aller Zeiten sind, dann hast du halt auf Platz 1 Legend of Zelda Ocarina of Time. Das war das N64 Zelda. Jetzt muss man allerdings dazu bedenken, dass dieses Spiel nur 22 Kritiken hatte, 22, und viele davon sogar nicht aus der Zeit stammen, wo das Spiel erschienen ist, sondern im Nachhinein geschrieben wurden, wo schon mit so einer leichten Nostalgie-Sicht so ein bisschen auf dieses Spiel geschaut wurde. Gleiches gilt übrigens auch für Tony Hawk's Pro Skater 2, was halt auf Platz 2 der bestbewertetsten Spiele aller Zeiten ist. Das war aber auch geil. Mit einer Metacritic auch schon, da sind wir nämlich schon bei den 98, 19 Kritiken hat's und auch da sind nicht alle aus der Zeit, wo es erschienen ist. Auf Platz 3 haben wir dann GTA 4, auch mit einer Metascore von 48, mit 64 Kritiken. Und das ist vergleichbar so ein bisschen, würde ich jetzt mal tippen, die meisten schon aus der Zeit. Und es sind auch 64, das ist durchaus mit Zelda vergleichbar. Und dann auf Platz 4, der bestbewerteten Spieler aller Zeiten, also wirklich aller Zeiten, ist halt Legend of Zelda Breath of the Wild. Mit 63 Kritiken, die logischerweise alle jetzt
aus der Zeit sind, wo es rausgekommen ist, denn es kommt heute raus. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Gut. Also wir haben ja wirklich Game of the Century, könnte man so sagen. Also zwischen 2010 und 2020 würde ich jetzt mal tippen, wird es kein Spiel mehr geben, das besser bewertet ist als The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Ist jetzt so mein Tipp in die Zukunft, weil wir haben ja immerhin schon 7 Jahre dieses Jahrzehnts geschafft und in den letzten 7 Jahren gab es das halt nicht. Da ist GTA 5 noch nah dran gekommen, aber nicht ganz dran gekommen. Und ich weiß nicht, ob es in den nächsten, also in diesem Jahr und den nächsten 2 nochmal sowas geben wird. Ich finde sowieso, das Jahr ist halt super stark schon gestartet. Wir haben unglaublich, ja. Richtig krasse Titel. Also wir haben jetzt Anfang März, wir haben jetzt quasi 2 Monate rum und wir haben im Endeffekt, Resident Evil ist ein Titel, ist eigentlich ein Pflichttitel, der mega geil war. Musste durchspielen. Ja, Nioh ist eigentlich auch ein super geiler Titel, musste eigentlich auch durchspielen. Hast du nochmal 50 Stunden oder 60 Stunden. Resident Evil hat, glaube ich, bei mir, wie lange habe ich gespielt? 20 oder 15? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal nachgucken. Horizon ist rausgekommen letzte Woche. Oder Anfang der Woche. Hat auch eine 88 gekriegt. Jetzt kommt noch Zelda raus. Da kommt bald noch Mass Effect raus. Alter Vater, ey. Da musst du dich echt ranhalten, wenn du da alles. Halo Wars 2 ist ja theoretisch Halo auch ein ganz gutes Spiel, ist beispielsweise. Auch ein genauso wie Spiel. Sniper Elite 4, aber das sind so Spiele, die hätten halt mehr Publicity auch bekommen, wenn die zu einem Zeitpunkt rausgekommen wären, wo halt nicht noch 3 andere 90er, sag ich jetzt mal, rauskommen. So. Das ist echt krass, ey. Oder hier Torment, Tides of Numeria, aber das sagt nicht so vielen Leuten was. Aber ja, gut. Zelda, jetzt wo das NDA gefallen ist. Darf Peter auch sagen. Kann ich theoretisch sagen. Ja, das Scheiße, Problem ist, ne? Ich weiß. Auch gehört. Das Problem ist, dass es unfassbar schwierig ist zu erklären, was Zelda denn so gut macht. Also eine amerikanische Kritik, die ich zu dem Spiel gelesen habe, die hat es tatsächlich ganz gut zusammengefasst. Das ist dieses Sense of Wonder. Dieses Gefühl, also ich weiß nicht genau, wie ich es auf Deutsch übersetzen würde, aber könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr damals als Kind, wo ihr nicht schon jedes Spiel 1000 Mal gespielt habt sozusagen und jedes Genre schon quasi in- und auswendig kennt und wisst, okay, in einem Shooter muss ich das machen und dann passiert immer das und da beträgt mich der Böse und so weiter und so fort, sondern wo noch alles neu für euch war und ihr so mit immer so weit aufgerissenen Augen sozusagen durch so eine offene Spielwelt gelaufen seid, ohne zu erwarten zu können, was nach der nächsten Ecke auf euch wartet und ihr immer mal wieder überrascht wurdet durch Dinge, die ihr einfach überhaupt nicht erwartet habt, weil ihr halt einfach nicht wusstet, wie dieses Spiel einfach so funktioniert von sich aus. Glaub, so dieses kindliche, mal bei Skyrim so ein bisschen. Dieses kindliche Entdeckungstrieb, Überraschungsding. So. Ja. Und das ist halt etwas, was Zelda perfekt macht, weil du halt dieses Spiel deswegen habe ich gestern noch getwittert, googelt nichts. Aber das ist so, du weißt super wenig und also keine Ahnung, jeden Schritt, den du tätigst, siehst du irgendwann, okay, da könnte was Interessantes sein und dann kommt etwas, was dich komplett überrascht und du sagst, holy shit, das ist ja mega cool. Das ist auch so, wenn du, also das ist ein bisschen bescheuert so, aber wenn du hast halt eine offene Welt und wenn du halt bestimmte Türme hochkletterst, dann wird ein Teil der Karte aufgedeckt, so total Ubisoft-Style, sag ich jetzt mal. Ja, Far Cry. Nur, dass dann halt nicht deine Karte irgendwie voller Collectibles dann auch ist oder sowas, sondern halt leer. Also da sind halt auf der Karte Namen verzeichnet der Gebiete. Beispielsweise ist das dann halt die Hochlandebene. Und das ist halt die Stadt, die heißt so. Aber ansonsten siehst du halt nichts auf der Map. Du musst dann halt mal gucken, was da so ist. Mhm. Und wenn du dann so Tempel findest, also du musst dann halt dir die Markierung sozusagen selber machen. Du bist dann, kletterst dann auf den Turm und siehst du in der Ferne, siehst du so einen Tempel. Und dann machst du dir auf deiner Map halt so eine Tempelmarkierung, weil du kannst halt unterschiedliche Markierungen machen. Und da siehst du in der Ferne irgendwie so ein komisches Haus. Das sieht ein bisschen abgebrannt aus. Dann denkst du, was ist das? Was könnte das denn sein? Dann markierst du da mal das Haus. Das ist so Point of Interest. Dann gehst du mal dahin. Dann hast du dir dieses Haus markiert, kletterst den Turm wieder runter oder springst runter, wie auch immer, und beginnst so dich in Richtung dieses Hauses zu bewegen. Und dann gehst an so einem Hügel vorbei und rechts hinter dem Hügel ist so ein Wald, wo du so ganz leicht eine Ruine erkennen kannst und denkst so, oh, das ist aber auch interessant. Und dann gehst du in diesen Wald rein und dann findest du, dann kämpfst du natürlich Gegner und so weiter und so fort und dann findest du auf einmal einen NPC in dieser Ruine, der dir einen Song vorspielt. Dieser Song ist ein Rätsel.
Der sagt dann irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, ich will jetzt nicht spoilern, oder, aber der singt halt von lang überlieferten Ding. Und dann denkst du dir so, okay, der singt gerade irgendwas über Elefanten. Da war doch gerade dieser Fels, der so ein bisschen so aussah wie so ein Elefantenkopf. Gehst du doch mal dahin. Und dann siehst du so irgendwie so eine Windhose oder sowas. Ach, der hat doch irgendwas über... Ja, und dann versuchst du quasi diesen Song umzusetzen und schaffst dann, dieses Rätsel zu lösen und findest dann noch was Verstecktes, was dir aber tatsächlich auch wieder was bringt im Spielverlauf. Und hast dieses Haus, wo du ursprünglich hin wolltest, schon wieder komplett vergessen. Und so geht das die ganze Zeit. Und das ist einfach nur awesome. Das ist cool. Es ist dann eine Open World quasi einfach mal mit Content gefüllt. Das ist komplett, aber so der Trick. Aber ohne dich auch an die Hand zu nehmen. Und das ist halt noch der zweite Trick, dass du halt einfach, naja, also dir wird halt nicht viel erklärt. Du musst dir alles selber irgendwie zusammenarbeiten. Also wenn du jetzt eine Quest annimmst. In den allerseltensten Fällen, also erstmal gibt es relativ wenig Quests. Und dann wird dir halt auch nicht, dann kriegst du keinen Marker auf der Map. Beispielsweise der Song. Dir wird einfach nur der Song gedroppt. Und dann wird da nicht gesagt, ja, geh da und dahin, um das Rätsel zu lösen, sondern du musst das selber alles kombinieren. Und wenn du diesen komischen Felsen, der so aussieht wie ein Elefant in meiner Geschichte, wenn du den jetzt nicht gesehen hättest, ja, dann weißt du halt nicht, was du mit dem Song machen sollst. Also ich habe halt teilweise offene Tagebucheinträge, wo ich einfach noch gar keinen Plan habe, was damit überhaupt los ist. Und das ist, glaube ich, sogar ganz wichtig, dass ein Spiel halt nicht, okay, der hat ein Ausrufezeichen gibt es halt sogar tatsächlich ganz klein, aber der hat ein Ausrufezeichen, da gehe ich hin, okay, dann habe ich dann auf der Map den Marker, dann mache ich das, dann gehe ich wieder zurück, dann kriege ich meine Rubine und dann ab nächstes, sondern du musst dir halt super viel selber zusammenarbeiten und teilweise werden Leute wahrscheinlich dieses Spiel durchspielen und nicht nur ganze Map-Teile, sondern auch ganze Mechaniken einfach nicht wissen. Was ich beispielsweise erst in einem Test gelesen habe, wenn du Pfeile mit deinem Schild abblockst und danach dein Schild wegsteckst, bekommst du die Pfeile ins Inventar. Cool. Wusste ich nicht. Oder dass du ich wusste jetzt, dass man auf seinem Schild reiten kann, beispielsweise. Also so Berge runter sliden kann. Ja, genau. Aber es gibt halt relativ viele Mechaniken. So die Kochmechanik ist ganz interessant. Und wenn du halt in so einem Lavagebiet bist, habe ich, oder halt im sehr, sehr heißen Gebiet, habe ich dann halt mal einen Apfel auf den Boden fallen lassen. Und dann ist der halt geröstet worden, sodass ich danach einen Röstapfel hatte, der mir mehr Herzen gibt. Das war halt Zufall. Und ich denke so, what the fuck, wie fucking awesome ist das? Und solche Kleinigkeiten hast du da überall, dass das alles irgendwie schon Sinn ergibt, aber das gibt es in keinem anderen Spiel. So auf die Idee ist halt vorher noch niemand gekommen. Okay, du bist hier in einem heißen Bereich, wenn du Sachen auf den Boden fallen lässt, dann fangen die an zu brennen. Jedes andere Spiel hat halt, will halt dir den Aufwand, der dahinter steckt, auch immer vermitteln und beibringen. Es bringt dir irgendwann im Spiel immer bei, hey, und du kannst eigentlich das und das noch sehr cool machen. Einfach damit die Entwickler im Zweifel nicht was umsonst gemacht haben und der 0815-Spieler halt alles erlebt und nicht nachher sagt, oh, das war eigentlich voll lame. Ich war nach 3 Stunden durch, weil ich habe nur die Hauptquest gemacht. Oder habe halt das alles gar nicht gesehen, was im Trailer angekündigt wurde. Hey, man kann gar nicht auf dem Schild reiten oder zaubern oder so. Wenn du es nicht peilst, dann halt nicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Das macht es anspruchsvoll, das Spiel. Und vor allem diesen Explorer-Effekt und dieses Erkunden und sowas, das ist halt eigentlich, was super geile Spiele halt ausmacht. Was du bei Skyrim zum Beispiel hattest, da hatte ich es ganz extrem. Bei Horizon habe ich es auch noch. Da machen sie es so ähnlich. Und bei Zelda scheint es dann ja noch weiter perfektioniert zu sein. Finde ich eigentlich ganz geil. Einer der Gründe, warum ich Metal Gear Solid ja auch immer ganz geil fand, war halt dieser unwahrscheinliche Entwicklungsaufwand, der damit betrieben wurde, dass halt so kleine Kleinigkeiten, die wahrscheinlich wirklich nur 2% der Spieler checken werden, aber die halt einfach da sind. Metal Gear Solid 3 beispielsweise konntest du halt den Alligatoren, die konntest du halt mit Granaten quasi bewerfen und dann haben die gegessen und dann sind die halt von innen explodiert. Das hätte man nicht einbauen müssen. Ja. Aber das ist halt ein perfektes Beispiel für so eine Kleinigkeit, die das Ganze irgendwie in sich schlüssiger und in sich besser macht. Und davon ist Zelda halt einfach komplett voll. Also du merkst halt, warum die so lange für diese Entwicklung gebraucht haben. Und die Map ist riesig. Unfassbar riesig. Ja, aber trotzdem nicht leer. Ich bin sehr gespannt drauf, falls ich es heute spielen darf. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Mega fett. Freue ich mich. Ja.
ich mich auch. Ich will's, also ich werde dann auch irgendwann weiterspielen. Ich bin gerade gestern war ich dann irgendwann so müde, dass ich es weglegen musste. Weil Reisen, keine Ahnung, Reisen ist ja eigentlich nur rumsitzen, wenn man ehrlich ist. Ja, ja. Aber trotzdem macht das irgendwie einen müde. Vor allem war der Tag ja halt dann irgendwann auch, also ich habe es auch im Flugzeug gemerkt, ich war danach richtig schön platt. Ja, genau. War halt auch anstrengend, wa? Ja, rumhampeln und so. Theoretisch eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Hallo, wir haben voll die anstrengenden Sachen gemacht, ey. Baseball spielen und sowas. Ich finde tatsächlich Reisen super anstrengend. Wie gesagt, also ich bin gestern 6,5 Stunden, reine Reisezeit hatte ich, finde ich super anstrengend. War halt nicht viel passiert, ne? Und dann ist auch noch so warm im Flugzeug. Ah ja, egal. So, aber nur mal ganz kurz zu Schwitz im Allgemeinen. Mhm. Denn was ich halt ein bisschen strange war, es gab halt am Mittwoch ist das NDA für Reviews zur Konsole gefallen. Und manche Leute haben tatsächlich Testbewertungen mit Punkten der Konsole gegeben, was ich sowieso schon mal ein bisschen strange finde, ehrlich gesagt. Man konnte halt Testberichte schreiben. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch keinerlei Online-Funktionalität. Das musste nämlich erst mit einem quasi Patch nachgeliefert werden. Und man konnte selbst sowas wie eine Micro-SD-Karte mit seiner Switch nicht benutzen, ohne das erste Update zu installieren. Das heißt, im Endeffekt haben halt alle Leute Tests rein über die Hardware geschrieben, ohne jetzt irgendwelche inhaltlichen Sachen. Und jetzt gibt es tatsächlich dieses Update und ich habe es auch gestern Nacht sogar noch installiert, sodass du jetzt auch beispielsweise Freunde hinzufügen kannst. Mhm. Und das Geilste an der Sache ist halt tatsächlich, dass du immer noch diesen scheiß Code eingeben musst. Das ist halt so Brainfuck einfach nur. Du musst halt wirklich diesen Freundescode da eintippen, um Leute hinzuzufügen. Ja, da gab es dann keine Ressourcen mehr für, um dann auch vernünftig zu programmieren. Also die haben halt angekündigt, dass es in Zukunft auch andere Funktionen geben soll. Also dass man bestimmt dann irgendwann auch sowas wie mit dem Accountnamen, hoffe ich zumindest, suchen kann. Aber diese Tatsache, dass eine Konsole im Jahr 2017 auf den Markt kommt, wo du irgendwie, keine Ahnung, 12-stellige Zahlen- und Buchstabenkombinationen eingeben musst, um jemanden als Freund hinzuzufügen, ist schon traurig. Ehrlich gesagt, unabhängig davon, ob die es jetzt im Nachhinein noch reinpatchen oder nicht. Wobei du natürlich, du kannst theoretisch auch lokal nach Leuten suchen, also die in deiner Ernährung sind. In deinem Haus oder was? Oder Leute, die mit dir gespielt haben, online, die kannst du dann halt in so einer Liste auswählen. Mhm. Aber die einzige andere Variante ist halt tatsächlich über Freundescode hinzufügen. Also, Nintendo, really, das ist schon echt ein bisschen traurig. Und genau. Ansonsten gibt es halt, was Online-Funktionalität angeht, halt nur zwei Segmente, nämlich einerseits Neuigkeiten, wo Nintendo halt per News-System neue Produkte ankündigt oder halt Features der Switch erklärt, oder den eShop. Also wie gesagt, sowas wie Apps gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit, Filme auf seiner Switch zu schauen oder Spotify. Generell Netflix, Spotify, all diese ganzen Sachen, die halt die anderen Konsolen haben, damit das halt mehr als nur eine Gaming-Konsole ist und ein bisschen Multimedia unterstützt, gibt's alles nicht. Es gibt halt rein den eShop noch, wo es halt Spiele gibt. Ja, das ist Spotify oder so, wäre ganz geil. Dann könntest du, während du unterwegs bist und zockst, halt auch Musik hören oder sowas. Tatsächlich, bei Zelda beispielsweise höre ich gerne Podcasts, weil Zelda ist so ein Spiel, wo der Sound halt so Grundrauschen ist, ne? Genau, weil also du hast halt nicht viele Gespräche oder sowas, sondern du verbringst halt die meiste Zeit damit, durch die Welt zu reisen und halt zu kämpfen und dann halt zu erforschen. Und dafür, da bietet sich halt super an, dann entweder sich noch mit Leuten zu unterhalten oder halt einen Podcast zu hören. Und das war im Zug dann schon wieder blöd. Weil Podcast musste ich dann über mein Handy hören, aber dann hatte ich gar keinen Sound vom Spiel. Was auch wieder doof ist, weil ein bisschen Sound brauchst du schon. Für so, keine Ahnung, im richtigen Moment ausweichen und solche Kleinigkeiten. Naja, aber gut, das sind echt echte First World Problems. Da ist der Christian gerade gekommen. Hallo. Christian, geht's dir gut? Hallo, ich Christian. Bin frei! War das der letzte Termin? Das war der letzte Zahnarzttermin. Hey. Als nächstes steht wieder die jährliche Kontrolle an, aber die ist irgendwie erst in einem halben Jahr, von daher. Jetzt muss ich nur noch den Status quo erhalten. Ausgezeichnet. Dafür bin ich jetzt zuständig. Wo ist denn Jay? Ist der schon am Wochenende? Jay ist schon am Wochenende, ja. Achso, ja, stimmt, ist ja Freitag. Ja. Ich hab's vergessen. Ja, es ist 11.30 Uhr, das ist vorbei. Weißt du, das ist alles schon. Ich hab schon gesehen, ihr wart heute Morgen fleißig irgendwie in Läden gucken, was unterwegs, da so abgeht. Ja. Ich war auch in Duisburg. Ich hätte es mir eigentlich sparen können, weil ich hätte auch ganz gechillt am Mittag fahren, aber ich hatte ja mein Ladekabel fürs Handy vergessen in Berlin. Dementsprechend ist heute Nacht mein Handy leer gegangen und ich habe mir ein Handy-Ladekabel geholt.
Also im Mediamarkt in Duisburg war ich, da war ganz entspannt. Also ich sag mal, wenn du so zwischen 10 und 11 Uhr da warst, hast du auch deine Konsole gekriegt. Ist denn bei dir schon die Post gewesen? Ja. Oh, du warst nicht da. Weggebracht. Das ist nicht so schlimm. Kann ich um 15 Uhr abholen, das passt ja eigentlich ganz gut. Ich hätte lieber mein Handy gehabt, wo Sepp dann geschrieben hat, dass da was dabei war, ist. Was ich natürlich jetzt gekauft habe. Oh, scheiße. Aber dann fahre ich morgen nochmal hin, gebe das wieder zurück. Oh Mann, ja, okay, alles klar. Da gibt's schon was. Ja, wir sind tatsächlich auch gerade bei der Switch. Ich erzähle gerade über den eShop, weil mittlerweile gibt's den ja. Ja. Und da gibt es folgende Spiele. Also einmal klar, Zelda für 70 Euro, Logo. Dann im Laden doch nur, viel das kostet doch nur 57. Ja. Achso, im Laden 57. Ja, oh, sorry, ja, Laden 57. Also es ist 13 Euro günstiger. Warum ist das bitte zum Downloaden teurer? Weil die Herstellungskosten größer sind, oder wie? Ich glaube, 69,99 ist aber auch die unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Dann entscheidet einfach nur Mediamarkt, dass sie es günstiger verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass das UVP ist. Echt jetzt? Okay, ja. Krass. Amazon 59,99. Ich habe auch 57 bezahlt. Amazon ist 69,99. Entschuldigung. Ja, genau. Das ist ja das, was im E-Shop auch ist. Aber wahrscheinlich will der Handel dann ein bisschen die Leute halt in den Handel locken und nicht auf Amazon. Ja, würde ich auch machen, eiskalt, ne? Also wenn es da 10 Euro günstiger ist, würde ich ja auch zum Fachhändler fahren. Wenn du eh schon dahin musst, um die Konsole zu kaufen. Ja, genau. Ich fand nur witzig, manche Leute standen halt mit der Konsole vor diesem Spieleregal und da war ja auch irgendwie, war natürlich auch geil, also hier Bomberman, ne, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch direkt eins mitgenommen, habe ich natürlich auch nicht. Wie teuer ist Bomberman überhaupt? Ja, auch, denke ich mal, ne. Ich hab auch nicht drauf geguckt. Aber ich denk, scheiße, weil ich habe den Code schon eingelöst und ich kann es im E-Shop auch nicht sagen, wie teuer Bomberman ist. Dann kannst du es, also selbst im Nachhinein kannst du es nicht sagen? Nee, ich kann, also da bei mir steht da nur gekauft. Da steht kein Preis mehr. Ja. War nur lustig, da stehen die Leute mit der Konsole vor diesem Spielregal und denken so, welches Spiel kaufe ich denn jetzt? Weißt du, und du guckst da drauf und denkst dir so, okay, es gibt drei. Switch, Zelda und Bomberman. So groß kann die Entscheidung jetzt nicht sein. Und Just Dance gibt's ja auch noch. Ja, stimmt. Wow. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Es gibt ja noch One-to-Switch halt für 50 Euro im E-Shop, was ich halt krass überteuert finde, aber darüber haben wir schon geredet. Dann gibt es Shovel Knight Treasure Trove. Sagt euch das? Shovel Knight was? Ja, Shovel Knight gibt es auch schon ewig für Steam. Also das ist ja, das ist cooles, dieses NES-Optik Jump-and-Run-Spiel, 2D. Das soll arschwer sein doch, oder? Ja, habe ich auch schon gehört. Was kostet One to Switch, hattest du gesagt? 50 Euro. Ja, Amazon Prime 34,99. Ja, das hatten wir vorhin auch schon behandelt. Das finde ich auch halt irgendwie ein bisschen witzig. Warte mal, lass mal kurz gucken, was Shovel Knight bei Steam kostet. Bomberman kostet bei Amazon 47 Euro. Ach, unglaublich. Ja. Oh, okay, ach, das Lösungsbuch, genau, das hätte man auch noch kaufen können, aber habe ich nicht gemacht. Zu Zelda oder was? Ja. Ah, würde ich nicht tun. Shovel Knight kostet bei Steam tatsächlich 23 Euro, hätte ich nicht gedacht. Und kostet bei Switch 25 Euro. Also, wie gesagt, das ist so ein 2D-Spiel, was ich eigentlich sogar ganz cool finde dann für On The Go, aber ich glaube, das hat es auch schon bei der Vita gegeben. Mhm. Ansonsten gibt es hier New Frontier Days Founding Pioneers. Das ist ein 9,99 Euro Minispiel, wenn ich das richtig sehe. Und das sieht zumindest von den Screenshots aus, ohne das jetzt groß gespielt zu haben, wie so ein Handy-Aufbauspiel. Weißt du, ich baue mir quasi mein Städtchen zusammen. Ja, ja. Aber da musst du dann wahrscheinlich nicht warten. Ich gehe mal auch davon aus, wobei, soweit weiß ich nicht. Du musst ja irgendeine Spielmechanik drin haben. Ich weiß, vielleicht halt Ressourcen sammeln, keine Ahnung. Also es sieht, keine Ahnung, habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Hatte ich schon gesagt, dass die Switch wieder lieferbar ist? Also Amazon listet die wieder lieferbar ab 9. März, also ab nächsten Donnerstag. Ich sehe gerade, dass bei diesem New Frontier verfügbare Sprachen: Japanisch, Englisch, Koreanisch und Chinesisch. Würde ich Chinesisch nehmen. Also wenn du dann Deutsch willst, dann bist du leider am Arsch. Das gibt's ja nicht. Ja, aber wir brauchen Deutsch. Ja, stimmt. Ansonsten gibt's noch Othello. Das ist ebenfalls ein sehr japanisch anmutendes das Spiel. Das kenne ich auch irgendwo, ja. Das sieht aus wie ein... Boah, was ist denn das? Was ist denn das? Also das ist irgendein Rätselspiel, wo du halt so Punkte auf ein Hexerfeld legen musst oder auf ein quadratisches Feld legen musst. Das ist ein bisschen wie Dame, sag ich jetzt mal. Also nur von den Screenshots gesehen her.
Ich weiß halt nicht, was die tatsächliche Spielmechanik ist. Die Beschreibung ist: The well-acclaimed board game for all ages, Othello is now on Nintendo Switch. Es ist ein Brettspiel, gibt aber auch als Sprache nur Japanisch und Englisch. Und die Beschreibung ist auch im deutschen Store Englisch. Interessant. Da gibt's noch Voez. Das ist dieses Spiel, V-O-E-Z, das ist dieses Spiel, was ausschließlich Touch-Steuerung bedient. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich glaube, es ist eine Art Geschicklichkeitsspiel. Ein Rhythm-Game. Gibt's auch nicht auf Deutsch. Ein Rhythm-Game, wo du halt im Takt dann wahrscheinlich den Bildschirm berühren musst. Dann gibt's Room in the Night Sky. Was ist das denn? Das ist irgendein, keine Ahnung, was das ist. Das sind im Endeffekt alles so Minigames, die jetzt halt nur im eShop dann verfügbar sind. Genau, ne? Das gibt's auch nur auf Japanisch und Englisch. Die Beschreibung ist: Magical Girl Flies in the Sky with Bike. Realistic Response bei HD Rumble. Das hört sich mega geil an. E.T. Verstehe ich nicht, das Spiel. E.T. Just Dance 2017 gibt's noch für 60 Euro. Habe ich ja sogar tatsächlich einmal schon in meine Switch geworfen. Kannst du halt einerseits hinstellen oder auf den PC dann halt spielen. Nicht auf dem PC, auf dem Bildschirm spielen. Und dann entweder als Controller die Switches benutzen. Und wenn ihr mehr Leute seid, kann man auch Handys verknüpfen. Und dann halt, kann man halt dancen. Das Spielprinzip dürfte relativ bekannt sein. Kostet 60 Euro im eShop. Dann gibt es Fast RMX. Das ist so ein Wipeout-Ding. Das sieht sogar auf Screenshots echt cool aus. Das gibt's nur im eShop? Weiß ich nicht. Also ich sehe es halt nur gerade im eShop. Ich hab's jetzt so irgendwie gar nicht vor Augen, dass es im Regal gestanden hat. Was kostet das? Das ist doch ein Dings. 19 Euro. Ach krass. Ja, Fast ist so RMX. F-Zero, beziehungsweise, genau. Wie hieß denn das noch? Für PlayStation Wipeout. Spiel, ja. Oh, genau, Wipeout, sagt sie. Das ist scheinbar nur so ein kleiner Titel. Oh. Hat halt 30 Tracks, Hypersonic Speed, steht ja auch irgendwas mit Multiplayer. HD Rumble, Motion, oh Gott, Motion Controls, da kann sie mich direkt schon wieder. Spieleranzahl online 2 bis 8. Ja, okay. Das sieht sogar gar nicht so scheiße aus. Es gibt auch, sehe ich gerade, die Möglichkeit, sich nicht nur Screenshots dieser Spiele anzugucken, sondern auch Trailer. Das mache ich gerade zum ersten Mal. Und hey, das funktioniert sogar sehr gut. Sieht sogar echt nicht so scheiße aus. Naja. Dann gibt es noch Snipperclips. Mein persönliches Highlight. Werde ich mir auch noch kaufen, um es dann mit meiner Freundin zu spielen. Das einzige Spiel im eShop, wozu es eine Demo-Version gibt. Und das unterstützt tatsächlich auch die deutsche Sprache. Ja, Snipperclips. Ach so. Dieses Spiel, wo du kooperativ zu zweit dann halt zwei Figuren steuerst, wo man sich gegenseitig Teile seiner Figur abschneidet, um in vorgefertigte Formen zu passen. Das ist ja witzig. Klingt brutaler, als es ist. Das ist halt, ihr müsst euch ja so vorstellen, dass ihr so Papierfiguren seid und deswegen ist das mit dem Abschneiden auch nicht so schlimm. Ein kleines Denk- und Puzzlespiel, was ich fantastisch fand, als ich es angespielt habe, für zwei Personen ganz super, kostet allerdings auch immerhin 20 Euro. Dann haben wir noch I Am Setsuna. Ein Square Enix-Spiel. Feuer, das kenne ich. Auch schon gelesen. Ganz klassisches JRPG. Leider aber auch nicht auf Deutsch. Ah, das gibt's auch für PC? Soweit ich weiß schon. Das müsste man bei Steam, glaube ich, kriegen. Das können wir ja ganz einfach herausfinden, ne? I Am Setsuna. Jo, das gibt's tatsächlich bei Steam auch, ja. Okay, also nicht so neu. Hat allerdings auch bei Steam kein Deutsch. Also soweit, so fair immerhin. Kostet 40 Euro, genau wie bei Steam. Mhm. Und dann haben wir zu guter Letzt noch 6. Was? Ja, warte mal. Es gibt noch eine weitere Variante von Shovel Knight, die kostet 10 Euro. Weiß ich jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Und dann haben wir noch 5 Neo Geo Spiele. Was ist das denn? Ach, krass. Metal Slug 3. Neo Geo ist eine alte Konsole. Mhm. World Heroes Perfect. The King of Fighters 98. Waku Waku 7. Ah. Und Shock Troopers. Alles Neo Geo-Spiele aus einer längst vergessenen Zeit für jeweils 7 Euro zum Runterladen, diese 5.
Das war's. Ja. Und also es gibt keine, halt, wie gesagt, Virtual Console gibt's nicht. Ja, abgesehen von diesem Neo Geo Spiel, naja, nein. Gibt sonst gar nichts. Eine Demo, wie gesagt, und das war's. So, wir gucken hier bald erhältlich, ob man vorbestellen kann. Nein, man kann nicht vorbestellen. Unter bald erhältlich stehen 4 Spiele. Blaster Master Zero, keine Ahnung. Splatoon 2, ARMS und Mario Kart 8 Deluxe. Oh, das ist doch wohl auch bekannt. Keine Virtual Console zum Launch der Konsole. Ja, also das wusste ich auch. Also generell ist das halt sehr übersichtlich. Du kannst halt suchen, aktuelle Veröffentlichungen, bald erhältlich und Code einlösen. Das war's. Und das ist alles, was die Switch zu bieten hat zum aktuellen Zeitpunkt. Und damit die das Frage, heißt, ist wenn, ihr nur die Konsole, wenn ihr nur die Konsole kauft, könnt ihr immerhin eine Demo von Snipperclip spielen. Aber ich habe tatsächlich mal eine echte Frage. Ja. Ist es für euch überhaupt eine Konsole? Das ist ein Handheld für mich. Klar. Genau, für mich ist es nämlich auch keine Konsole. Für mich ist es ein Handheld mit Fernsehfunktion. Genau. Und, so kein, und keine, nee, das auch nicht. Also für mich ist es kein Hybrid. Für mich ist es ganz klar ein Handheld mit Fernsehfunktion und nicht eine Konsole mit Portable-Funktion. Ja, weil ich auch so. Weil ich finde trotzdem Hybrid. Nee, also es kann weil beides, dadurch ist es ja ein Hybrid. Ja, okay, eben. Kann halt von mir aus irgendwie beides, aber die Docking Station, weißt du, also im Prinzip hätten die an die Stelle, wo sich die Switch mit der Docking Station verbindet, einfach den HDMI-Eingang und den Stromanschluss machen können und dann wäre halt einfach ein Handheld gewesen. Ja, dann hättest du also über die Docking Station hast du noch 3 USB-Steckplätze, ne? Die sind halt nicht zu verachten. Okay, gut, du hast dann von mir aus noch die 3 USB-Steckplätze mit dabei, ja, aber die sind jetzt nicht für die Funktionalität direkt ausschlaggebend. Was steckst du da überhaupt dran? Ein Controller und vielleicht einen LAN-Adapter. Also unnötig. Mir auch nicht an. Weil du könntest, ja, du könntest genauso gut deinen Controller, halt, der ist ja sowieso wireless. Nee, also vor allen Dingen, also die Sache, worauf ich hinaus möchte, ist, ja, ich frage mich immer noch, warum Nintendo das genau gemacht hat. Weil Nintendo ist eigentlich Spitzenreiter und ganz oben auf dem Handheld-Markt mit der 3DS, DS und so weiter. Und was die halt machen, ist halt auf diesem Markt noch neues Produkt schmeißen quasi, was das einzige Produkt, was es vernichten könnte, wäre halt der 3DS in dem Sinne. Also entweder gewinnt halt quasi der 3DS auf dem Handheld-Markt oder vielleicht die Switch, weil alles andere ist ja quasi mehr oder weniger nicht existent. Und ja, also das ist tatsächlich ein ganz klarer Angriff auf sich selbst. Ja, gut, das ist halt eine Weiterentwicklung. Also, ich meine, den 3DS gibt es jetzt seit 2010, 11, irgendwie sowas. Und bevor sich da jetzt irgendwer anders auf irgendwie anfängt, auf dem Handheld-Markt zu etablieren, kannst du ja selber versuchen, dich weiterzuentwickeln. Und auf dem Konsolenmarkt haben die halt einfach keine Chance. Genau, also das muss man halt nur so verstehen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dass man die Switch als, also es wird halt keinen 4DS geben. Die Switch ist der nächste Nintendo-Handheld. Das ist quasi Nintendo 3DS 2. Ja. So. Und nicht Wii U. Also das ist halt so der Ausstieg von Nintendo aus dem klassischen Konsolengeschäft. War halt ganz witzig, heute wird ja nicht nur die Nintendo Switch verkauft, sondern Sony ist natürlich clevererweise hingegangen und heute diverse Bundles rausgehauen. Und ich habe fast genauso viele Leute gesehen, die sich das PS4-Bundle geholt haben. Das ist aber auch so krass, ey. Du kriegst für, was war das, 280 Euro? Teilweise, also je nachdem. 289 war das Bundle, was ich in 289, kriegst du die 2 Controller plus Horizon und die neue, überarbeitete PS3 und noch PS4. PS4. Also nicht die PS4 Pro, sondern einfach nur die überarbeitete. Die Slim, genau. Und du kriegst halt noch die Netzwerkfunktion für drei Monate PlayStation Plus. Umsonst. Das ist ein mega krasses Angebot. Das ist günstiger als die Switch. Ja, genau. Ja, also es ist halt immer noch 60 Euro günstiger als die Switch. So oder du halt holst für 199 nur die Konsole. Ja, das finde ich auch so krass für 199 Euro. Also so viel, billiger noch, hast du noch nie so einen geilen Scheiß bekommen. Ich weiß gar nicht, wann damals der Preissturz von der PS3 auf unter 200 Euro war. Das hat, glaube ich, länger gedauert. Ja, also deutlich länger auf jeden Fall. Das war dann diese Slim-Slim-Slim-Version, weißt du, wo ich schon gar nicht mehr nach PS3 geguckt habe irgendwann. Wo die PS4 dann schon fast rauskam. Also einen besseren Angriff kann man halt auch nicht starten, ne? Ihr wollt Open World spielen und guck mal hier.
Günstiger sogar noch. Ja, und ihr habt das Spiel schon dabei. Und zwar einen Controller. Und mit Freunden spielen. Und, ey, übrigens, unser Online funktioniert tatsächlich auch. und wir haben auch sowas wie Netflix und Amazon dabei. Gar kein Problem. Nehmt, also tatsächlich, die PlayStation 4 ist ja faktisch, wenn du nur eine Konsole haben willst, das bessere Gerät. Wie gesagt, die Switch ist ein Handheld. Und ich finde, da hat auch Nintendo teilweise nicht alles richtig gemacht beim Erklären der Konsole. Weil sie haben es halt wirklich immer... Oder sie haben halt das nie so klar kommuniziert, meiner Meinung nach, dass es sich dabei halt jetzt eigentlich mehr als Handheld. Also die haben ja auch nie gesagt, okay, das ersetzt jetzt den 3DS. Was feige ist, meiner Meinung nach. Wir haben ja auch immer quasi bei unseren ganzen, hey, wir haben jetzt den Trailer gesehen, die Ankündigung und bla, haben wir ja auch immer persönlich selber gesagt, hey, das ist viel schlechter. Wir haben es ja immer mit Konsole verglichen, weil es ja auch so verglichen werden will. Wir haben ja auch immer gedacht, dass die Leistung quasi steigt, wenn das in der Dockingstation drin ist. Genau. Oder ja, das tut sie aber auch. Also... Ja, tatsächlich. Aber nur weil, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Weil du eine bessere Kühlung da hast wohl und genau, weil du halt keinen Akku hast. Ja, aber das macht ja kein, also das macht für mich persönlich halt das Ding zu einem Handheld, weil halt diese Dockingstation. Es ist ja auch ein Handheld. Halt, ja, aber das wussten wir halt vorher alles nicht. Das meine ich ja. Dass wir halt vorher immer davon ausgegangen sind, so wie Bram gesagt hat, hey, das wird dann irgendwie besser und stärker, weil sonst macht das ganze Ding so keinen Sinn als Konsole. Und das ist echt komisch. Genau, aber jetzt, wo wir so ein bisschen checken, okay, das ist ein Handheld, den du halt geil an deinem Fernseher anschließen kannst und es sieht dann immer noch vernünftig aus. Jetzt ist man auch ein bisschen positiver dem Ganzen gegenüber eingestellt. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, dass die Switch ein Erfolg wird. Weil die sich auf einem Markt bewegen, meiner Meinung nach, der auf dem die sich konkurrenzfrei bewegen. Und zwar im Handheld-Bereich. Ja, weil es ihr eigener Markt ist. Genau, weil es halt ihr Hauptmarkt ist. Naja. Und Nintendo, also von mir aus jetzt mit dem PlayStation-Controller noch, oder dieses PlayStation-Bundle, viele haben, glaube ich, auch noch, so wie wir das halt hatten, bevor sie die Switch das erste Mal gesehen haben, das Gefühl, dass es halt eine Konsole ist. Mhm. Ich glaube, auch wenn die Testberichte und so weiter rumgehen, wird vielen relativ schnell klar, dass es eigentlich eher ein Handheld ist als eine Konsole. Und damit ändert sich dann halt auch auf jeden Fall das Konkurrenzfeld direkt. Weil es dann halt nicht mehr ist Switch gegen Xbox und PlayStation, sondern es ist eigentlich Switch gegen 3DS, Vita und wie sie alle heißen. Ja. Vielleicht haben sie es auch so gemacht, um ihre 3DS-Sparte noch nicht ganz abzusägen von einem halben Jahr. Weil es kam ja noch Pokémon raus, ne? Vielleicht hätten sie klar, ich verstehe schon, halt warum sie nicht abgekackt. Öffentlich gesagt haben, ja, ey, das natürlich. Ist jetzt den 3DS, weil sollen ja immer noch Leute 3DS kaufen. Genau, also das wird so im nächsten halben, dreiviertel Jahr, wenn so die ersten Spiele, ich denke mal so nach dem Weihnachtsgeschäft, wenn die dann sehen, okay, wir haben die Switch jetzt so und so im Markt etabliert, dann sägen wir den 3DS ab. Weil ich meine, können wir jetzt das neue Pokémon dafür ankündigen und Wii U so. Und was man halt sagt, auch weiter produziert werden, wo dann nach einem Monat kam, so, ach nee, wir stellen die Produktion jetzt ein. Und was man halt sagen muss, wenn es ein Handheld ist, was es eigentlich ist, ist er mit 380 Euro immerhin 130 Euro teurer als zum Beispiel der New 3DS war zum Release, wa? Ja, wobei also die Technik halt ist schon besser. Alles ist an dieser Konsole ist meiner Meinung nach zu teuer, aber ja. Das wird sich halt eh ändern in den nächsten Monaten. Findest du wirklich, ist es so zu teuer? Weil ich finde, für ein Handheld sind 380 Euro zu teuer. Ja, ich habe heute Morgen überlegt. Wenn es eine Konsole wäre, wäre es auch zu teuer. Genau, auch ich habe heute Morgen überlegt, du hast ja, wenn du ein Handy hast, bezahlst du, nehmen wir einfach das iPhone, bezahlst du 700, 800 Euro. Das ist aber auch ein schlechtes Beispiel. Das iPhone, da zahlst du 400 Euro Marke. Okay, unabhängig dann davon, du das Samsung. Kannst du, guck doch mal, selbst aber das ist egal. Samsung. Du kannst das nicht mit einem Handy vergleichen, du musst das mit den anderen Konsolen vergleichen. Wenn ich habe jetzt nur gedacht, auch wenn du auf Leistung aus bist, dann, Bram, was hast du nochmal für ein Handy, wie heißt das? Ein OnePlus 3. Genau. Das ist ja leistungstechnisch nicht viel schlechter und das kostet, keine Ahnung, 300 Euro? 287 Dollar. Ja. Ich finde halt, also du musst halt, du kannst es nicht so direkt halt mit einer Konsole vergleichen, weil du von der Technologie viel kleiner gebaut bist. Deshalb ist ja auch ein Laptop viel teurer als ein Rechner, weil die Technologie. Dann geh auf ein Tablet. Ja, du müsstest eigentlich auf ein Tablet gehen, da gebe ich dir recht. Du müsstest eigentlich ein leistungsstark ähnliches. Ich meine, sei mir ganz ehrlich, wenn das Ding kostet 380 Euro und das ist eigentlich genauso groß wie von der Wii U das Pad, ja? Also der Bildschirmcontroller. Die Größe passt ungefähr. Ich glaube, es ist sogar fast. Das ist exakt die gleiche Größe. Als mein Tablet. Ja, ist ein bisschen dünner. Achso, ich meine, nur von der Bildschirm her ist es die gleiche Größe. Was mir aber bei Peters Bildschirm gestern aufgefallen ist, du hast leichte schwarze Ränder, oder?
Also nicht das ganze Bildschirmding ist Bildschirm. Ach so, ja. Also leicht würde ich die Ränder gar nicht nennen, sondern die sind sogar ziemlich dick. Das fand ich ganz schön schade. Ja, wenn du das Bild dazu sehen willst, hier kannst du ziemlich gut sehen. Rechts oben. Das fand ich schade. Also ich glaube auch, es ist zu teuer, aber ich glaube, es macht halt, diese Controller machen es teurer. Weil die halt innovativ sind, die haben die selber entwickelt und verkaufen die dadurch dann auch teurer, weil die müssen ihre Entwicklungskosten dafür reinkriegen. Aber so rein vom Gerät müsste man es, wie ihr schon richtig sagt, es eigentlich mit einem Tablet und zwei Controllern vergleichen, so vom Preis. Und dann, ja, dann hätten es 300 Euro wäre wahrscheinlich der faire Preis gewesen oder halt das Spiel dabei legen. Kommt immer so auf die Auffassung der Leute irgendwie so ein bisschen an. Also die vielfach liest man, die Switch wäre ja gar nicht so teuer. Ist ja gerade eine Konsole, die neu rauskommt, 300 Euro ist ja nicht so teuer. Beim Release hat zum Beispiel ja die PS4 400 Euro gekostet. Und bei anderen Sachen ist das dann, also da sieht man halt einfach diesen Zeitvorteil nicht. Also natürlich, jetzt kommt die Konsole raus und ist schwächer von der Leistung, kostet aber weniger als irgendwie der Release von der PS4. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es dann so Sachen wie hier die Prozessoren hier, gerade den AMD Ryzen. Die sind Intel, viel günstiger geworden. Wo dann die Hände zusammengeklatscht werden, wo dann gesagt wird, ja, AMD hat ungefähr die gleiche Leistung, kostet aber nicht ganz die Hälfte. Also ist viel krasser. Dass die aber irgendwie anderthalb Jahre Vorsprung dann irgendwie in der Produktion haben, da ist das dann scheißegal. Naja. Also ist schon relativ happig, der Preis. Aber ja, ich meinte also nur, dass man das Funktionsumfang auch mit dem halt vergleichbaren Produkten dann, dass ich es mittlerweile halt nicht mehr mit der PS4 oder mit der Xbox vergleiche, weil es halt auch nicht vergleichbar ist, weil es halt wirklich ein Handheld ist und dann musst du es eigentlich auch mit anderen Dingen wie Handys und Tablets vergleichen. War einfach nur die Erkenntnis. Ja, wenn der Funktionsumfang wenigstens gleich wäre, aber dann, ich finde immer noch, dass du es halt mehr mit einem 3DS vergleichen musst. Die Software ist halt dafür zu schlecht. Ja, aber beim 3DS bist du von der Grafik und von der Leistung her ganz anders unterwegs. Ja, aber vom Funktionsumfang exakt gleich. Das stimmt. Kannst halt Spiele abspielen, fertig. Das stimmt. Das Problem ist, dass aber die 3DS-Spiele sehr, sehr langsamer altern werden als die Switch-Spiele. Switch-Spiele sind auf 3D ausgelegt. Die 3DS-Spiele habe ich immer noch so ein bisschen 2D, so Pseudo-3D dann höchstens mit im Kopf. Ja, kommt auch, wenn es eine 3D-Konsole ist, weißt du? Aber die meisten Spiele, die ich irgendwie für 3DS gespielt habe, sind irgendwie so 2D-Spiele. 3D, klar, gibt es halt auch, aber ich bin ganz ehrlich, nicht überwiegend. Was der Nintendo Switch mega gut tun würde, wäre irgendwie eine Art Android- oder iOS-Betriebssystem noch mit drauf. Ja, zusätzlich. Das wird ganz gut tun. Und eine Telefonfunktion. Eine Telefonfunktion. Hallo? Nur Idiot. Das gab's doch mal von Nokia, N-Gage oder so hieß das doch. Das hat doch super funktioniert. Mega geil. Nee, okay, das jetzt nicht, aber ganz ehrlich, ich meine, die Nintendo Switch wäre dann ein Handy mit Spielefunktion. Nein, du würdest die Switch niemals. Also, das ist meiner Meinung nach Quatsch. Das würde kein Konsumer würde das als Handy benutzen. Das hält 3 Stunden lang. Da musst du ja überall. Das ist ja noch schlimmer als heutzutage mit dem Handy, wo du jeden Tag laden musst oder jeden halben Tag teilweise schon. Du müsstest eher den Tablet-Markt angreifen. Keine Handyfunktion, aber das, was Tablets können. Ich find guter Browser, gute Apps, das ist das, was. Ich finde auch, was fehlt, ist, jedes Tablet sollte für mich eine Handyfunktion haben. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Tatsächlich, wenn ich halt, ich habe mir ganz oft schon gedacht, wenn ich zum Beispiel, es fängt damit an, dass viele Tablets, die haben dann keine SIM-Karten, ist kein SIM-Karten-Slot automatisch mit drin, um dich immer da auch zum Internet zu verbinden, ja? Ja. Moment, nee, falsch, weil das haben die meisten ja eben schon. Ja, genau, und dann denke ich mir, wenn du das schon hast, ja, dann kannst du auch noch kurz den Lautsprecher, der Lautsprecher für das Sprechen ist ja eh drin und dir führt dann auch, da kannst du auch noch gleichzeitig sagen, dass du damit telefonieren kannst im Zweifel. Das ist nur noch ein Software-Ding hinzufügen. Nee, das ist ja, glaube ich, nicht nur noch ein Software-Ding. Nee, die Hardware ist ja schon da. Ja, aber du brauchst doch eine Antenne. Ich weiß nicht, Alter, ob du beispielsweise fürs Telefonieren, das weißt du ja auch nicht, ob die Technik exakt die gleiche ist, wie über mobile Daten ins Internet gehen. Nee, aber du hast doch schon die SIM-Karte, wie die für Telefonieren ist, die hast du doch schon auch schon drin. Ja, aber, ja, aber wer weiß, was da noch für ein Chip das funktionieren doch, muss. Das ist doch gerade das Riesending zum Beispiel beim iPhone gewesen. Ja gut, aber die Antenne brauchst du ja im Zweifel auch für mobile Daten. Aber das wissen wir ja nicht, ob das exakt die gleichen Technologien sind oder ob dann hardwaretechnisch nicht dann noch irgendein Chip für die Telefon... Keine Ahnung. Dann soll sie den einen Chip noch mit reinbauen. Ja, und dann hast du auf einmal wieder erhöhte Produktionskosten. Ja, aber 60 Cent Selbst du würdest wahrscheinlich nicht über ein Tablet telefonieren. Genau, nee, wahrscheinlich nicht, aber wenn das halt könnte. Dann?
wäre das ist unnötig. Das besser, als wenn man das nicht hat. Ich verstehe das irgendwie nicht. Hier wird sich aufgeregt, dass das Ding halt so teuer ist, aber erstmal mit noch mehr Features, die nicht so wirklich relevant sind. Nein, okay, aber was ich für die Switch tatsächlich finden würde, wäre halt irgendwie ein Android- oder iOS-Betriebssystem, damit man halt die oder ähnliches von Nintendo, whatever, damit man auf jeden Fall die ganzen Apps noch mit benutzen kann, wie Netflix, ein Browser und so weiter und so fort. Vielleicht kommt das alles. Das wird irgendwann kommt das wahrscheinlich noch. Kommen. Ja, aber das finde ich, das hätte man direkt zum Start mit rausbringen. Das wäre so ein Must-Have-Ding, ohne das veröffentliche ich das nicht. Ja, also es weil ich gibt einige halt, Zeichen, die darauf zeigen, dass diese Konsole halt verfrüht in den Läden, in die Laden kommt. Nimm mir zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja, eine Sache, wofür ich das wirklich benutzen würde, ist, ich bin Peter, ja, ich fahre von Berlin nach Osnabrück, spiel halt eine Runde Zelda. Boah, kein Bock mehr auf Zelda, aber ich würde jetzt gerne mit meiner Amazon Prime App, die ich ja auf all meinen mobilen Geräten habe, ich zum Beispiel, ja, einen Film gucken, den ich mir vorher runtergeladen habe offline, was ja geht mit der App. So, die App ist nicht für Nintendo Switch verfügbar und unmöglich darauf zu spielen. Das heißt, ich muss da wieder meine Switch wegpacken und mein Handy im Zweifel rausholen oder mein anderes Tablet oder was ich auch immer dafür benutze. Genau, und da stimme ich dir 100% zu. Und dann denke ich mir halt so, das wäre voll klug, wenn einfach die Switch das auch könnte. Weil die hat ja den Bildschirm. Die kann ja nicht so schwer sein, ein Video abzuspielen. Versteht sich die Switch denn als Multimedia? Das wird alles kommen, die Zeit war einfach zu knapp. Ich glaube auch, das wird alles kommen. Die Software ist einfach nur noch nicht so weit. Das kam bei der Wii U und bei der Wii kam das auch alles viel später. Wobei ich dann immer mich frage, wieso, wenn man Sachen bei vergangenen Konsolen schon hat, ja, und ich mache eine neue, wieso bringe ich die raus, obwohl meine neue Konsole noch nicht das alles kann und mehr wie meine alten? Weil ich weiß ich halt eben nicht. Eine neue Konsole muss immer alles können, was die alte kann und mehr. Vielleicht ist das der Plan von den Japanern. Vielleicht ticken die da hinten einfach anders. Vielleicht wollen die einfach sich weiterentwickeln und mitentwickeln mit der Konsole und nicht eine perfekte Konsole kaufen und 5 Jahre, 6 Jahre lang Geld verdienen und sich feiern lassen. Keinen Fortschritt mehr sehen. Weil so siehst du ja an der Konsole auch Fortschritt, dass was gemacht wird. Ja, aber was heißt Fortschritt? Du siehst ja keinen echten. Ja, keine Ahnung. Du siehst zwar das, was daran gemacht wird, aber das ist ja kein echter Fortschritt. Wenn auf einmal die Switch jetzt doch Amazon abspielen kann. Klar ist das Fortschritt. Ja, nee. Das ist ja, weil es vorher nicht konnte. Ja, okay, für die Konsole an sich, ja natürlich. Aber nicht generell. Ist das kein Fortschritt? Aber für die Konsole selber, dann siehst du halt als Konsument, hey, die arbeiten dran und für mein Geld wird auch noch im Nachhinein gearbeitet. Keine Ahnung, vielleicht denken die da drüben so, ich weiß es nicht. Vielleicht war Zelda einfach fertig und die hatten keinen Bock mehr zu warten. Ja, wahrscheinlich. Haben Geld. Hey Leute, Zelda muss jetzt raus. Nachdem Pokémon Go nicht mehr läuft, mussten sie halt schnell die Switch rausballern, damit sie nicht pleite gehen. Pokémon läuft doch wieder. Ja, aber nicht so stark. Also ihre Aktie ist ja nicht wieder in die Höhe geschnellt, oder? Das stimmt. Aber die machen damit halt unfassbar viel Geld immer noch. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Das wird alles bestimmt kommen. Warum sie es machen, also, kann es ist halt alles ein bisschen sagen. Verfrüht. Es gibt ja auch Hardware-Probleme dann irgendwie, die dann auch irgendwie noch weggepatcht werden müssen. So der linke Joy-Con macht irgendwie häufiger mal Probleme bei den Leuten. Und keine Ahnung. Gibt da unterschiedliche Schwierigkeiten, die ich schon im Internet gelesen habe. Also, naja, die Konsole ist früh dran. Hätte auch noch ein paar Monate warten können, aber wollten sie nicht. Aber keiner weiß so ganz, warum sie nicht warten wollten. Ja, aber es gibt doch jetzt gerade auch keine Konkurrenz, die dazu rauskommen würde aktuell, oder? Nicht, dass ich wüsste, ne. Klar, das Galaxy S8. Nee. Terz. Sehe ich, ja, okay. Also, nee, ich weiß, also ich kann es dir wirklich nicht sagen, warum sie nicht gewartet haben. Vielleicht wissen die mehr als wir. Die E3 kommt noch, Peter. Das ist sogar wahrscheinlich. Aber wenn dann die ganzen 4K-Konsolen nächstes Jahr kommen, dann mussten sie relativ nächstes Jahr kommt Sony, hat seine schon raus. Dieses kommt Jahr die kommt Scorpio, die von Microsoft, mehr ist nicht mehr drin. Ja. E3 wird Scorpio-Time. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Ich glaube ja jetzt nicht, dass irgendeiner der großen, also ich glaube nicht, dass Sony hingeht und sagt, so, jetzt kommt hier die Vita 2, Freunde. Nee, das glaube ich auch nicht. Warum? Keine Ahnung. Wäre aber krass, weißt du, so wenn Nintendo irgendwie rausgefunden hat, verdammte Scheiße, Sony bringt jetzt die Vita 2, jetzt müsste vor einen raushauen. Also, wer weiß. Das werden wir dann alles auf der E3 sehen. Also, die werden sicher irgendwelche nicht. Gründe haben, aber ich habe halt irgendwie ganz oft das Gefühl, gerade bei Nintendo, dass selbst wir ganz oft was bei denen zu mäkeln haben in deren Veröffentlichungspolitik und die irgendwie gefühlt dumm sind. Was?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, halt, zum Beispiel, die bringen halt nicht nachvollziehbar, was genau, die sind halt einfach nicht nachvollziehbar, warum die Sachen machen. Zum Beispiel ist nicht nachvollziehbar, warum die Switch keine Apps abspielt, wie Netflix oder Amazon. Das ist halt einfach Firmenentscheidung. Die sind halt auch nicht nachvollziehbar. Ja, aber doch, Firmenentscheidungen halt so. Sollten nachvollziehbar sein, ja, irgendwo. Ja, vielleicht war es einfach halt eine andere Kultur. Wir erzählen ja auch nicht alles, was wir machen, in die Öffentlichkeit. Nee, natürlich nicht. Aber deswegen würde mich halt einfach mal interessieren, warum die sich dafür entschieden haben, das so zu machen. Ich meine, irgendjemand wird das ja entschieden haben. Genau, deswegen. Irgendwer wird das schon entschieden haben und der wird sich auch nicht gesagt haben, boah, ich würfel mal, ob wir die jetzt so in einem halben Jahr rausbringen. Manchmal geben sie einem das Gefühl, das meinte Bram nur mit seiner krassen These, dass sie dumm sind. Aber ganz ehrlich, die Vergangenheit, zumindest im Konsolenmarkt, hat gezeigt, dass Nintendo da in der letzten Zeit nicht so das glückliche Händchen hatte. Ja, zumindest bei der Wii U nicht. Alles andere funktioniert ja ganz gut, was die machen. Aber die Wii U war tatsächlich ziemlich kacke. Die hatte ein gutes Spiel für uns. Ja. Ne, zwei. Ich fand Universe noch ganz cool, aber das war's dann auch. Okay, wir gehen in die Pause und kommen gleich wieder. Bis gleich. Oh, Josef, du mieser Esel! Ich hab dich vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß doch mal! Ich hab keine Zeit, den scheiß Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe, ey. Hier, nimm. Der Neffe hat doch hier letztes Buch dagelassen. Hier, nimm das doch. Ja, was ist das denn für Scheiße? Ist mir egal, brauchst du so keine Sau. So, ach, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr. Hast du gut gemacht, Josef. Ja, aber kochen muss er auch noch lernen. Na, fick dich doch. Total verzockt. Tisch stabilisieren. Nutzlos. Jetzt auf bits.me/buch. Wir sind zurück. Ein ganz kurzer kleiner Hinweis noch bezüglich der Switch. Ich habe jetzt auf Twitter mehrfach gelesen, dass man sich einfach einen amerikanischen und einen japanischen Account machen kann, zwischen denen hin und her switchen kann und dann beispielsweise auch auf den japanischen eShop zugreifen kann, wo es deutlich mehr Spiele und Demos geben soll. Aber das konnte ich alles noch nicht überprüfen. Das ist aktuell nur Twitter-Flurfunk, sage ich jetzt mal. Im Zweifel also, bist du doch sogar switchen. Gebannt, oder? Also weiß ich, warum ist es nicht bei anderen Konsolen so, dass wenn du da sehr häufige Aktivität hast, also Standortwechsel so gesehen hast von deinem Account auf einer PlayZ zum Beispiel, dass du dann dein Account gesperrt wird? Weil es eine Frage. Haben die genau das mit dem Bannen und Ausschließen in der Europäischen Union nicht vor kurzem verboten? Also dass Geoblocking verboten ist? Das habe ich doch irgendwo gelesen, oder? Jetzt auf jeden Fall wird da aktuell heiß drüber diskutiert und wenn es jetzt noch nicht verboten ist, wird es wahrscheinlich sehr bald verboten. Okay. Also kann man es machen. Wahrscheinlich. Also, ja, ich glaube schon. Aber bezieht euch nicht auf uns. Das war jetzt auch nur eine Frage. Keine Wie oft Aussage. Sind dafür aber in der Vergangenheit wirklich schon Leute gebannt worden, wo man das nachvollziehen kann? Ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute schreiben in Social Media, ey, mach das mal nicht, davon werdet ihr gebannt und das so. Das war doch bei Pokémon Go auch so. Da haben doch alle gesagt, boah, wenn du das vorher runterlädst, dann wird dein Account gebannt. Ja, genau, weißt du? Genau, aber auch vollkommen. Ja, wie wurde da? Kennst du irgendeinen? Bei mir nicht. Kennst du irgendeinen bestätigten auch Fall? Nicht. Nur weil man selber keinen kennt, heißt ja nicht, dass die das gar nicht gemacht haben. Also im Internet haben sich ja schon ja, aber nur viele weil man beschwert. Ja, aber wie viele viel davon ist auch so dieses Social-Media-Feuer, was dahinter steht? Weil ich denke mir halt immer so, okay, was ist mit dem Durchschnittsspieler? Ja, wenn meine Mom zum Beispiel auf ihr Handy Pokémon Go zieht, weil die sich mal irgendwie im Shop ein bisschen umgesehen hat, meinte, oh, was ist das denn, ja? Die wird gebannt. Das runter. Genau, die wird... Genau, aber der Großteil der Leute ist ja nicht der Social-Media-mäßig alle Informationen und so, ey, krass, wenn ich das mache, werde ich gebannt oder so. Sondern die meisten Leute ist einfach, ey, ich habe das, ey, cool, das finde ich hier, das mache ich jetzt einfach. Und dann, ich glaube nicht so, ey, ich habe hier meine Switch, ey, cool, ich kann auch einen Japan-Account machen. Ich bin direkt gebannt, nur weil ich das mache, was mir die Konsole zur Verfügung stellt. Im Zweifel kommt dann die Meldung, tut mir leid, das ist nicht möglich. Ja, denke ich auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo ankommt und sagt, ey, wow, du hast das gemacht, was ich Konsole kann. Bann. Ja, du musst halt dir einen Fake-Account machen, ne? Das ist das Problem. Deswegen kann das durchaus gebannt werden. Also der Fake-Account kann vielleicht dann geschlossen werden, wenn du da. Ich weiß halt, ich weiß nicht genau, wie das ist, ob du da irgendeine komische, nicht existente AGB. Straße eingibst oder wie auch immer. Du gibst dir quasi auf jeden Fall eine Identität, die so nicht existiert. Und das ist natürlich ein Grund, theoretisch, von Nintendo, dich von deren Services auszuschließen, wenn sie denn wollen würden. Aber ich glaube, denen ist das scheißegal. Hauptsache, du gibst Geld aus in dem überteuerten Shop. Ja, ich weiß auch noch nicht gar nicht, wie das funktioniert. Das haben die bei Twitter nämlich nicht geschrieben, wie dich denn dann überhaupt Sachen kaufen könnte da. Kreditkarte. Eine deutsche Kreditkarte dann einfach. Also das geht bei Apple ja beispielsweise nicht. Du brauchst eine amerikanische Kreditkarte, um einen amerikanischen Store zu kaufen. PayPal? Geht das? Weiß ich nicht. Bei Apple muss ich immer tatsächlich den Umweg gehen und mir
bei eBay amerikanische Gutscheinkarten holen, um meinen amerikanischen Account aufzuladen. Die unterstützen auch kein PayPal? Nee. Wow. Ja, wobei, bei Apple kann ich das halt verstehen, weil die wollen natürlich nicht, dass du als Europäer die amerikanischen Preise im Zweifel auch ziehst. Ja, vor allen Dingen wollen die nicht, dass du die amerikanischen Filme dann schon guckst oder Serien, obwohl die gar nicht Deutschen sind. Quasi gar nicht, also du darfst das hier gar nicht gucken, weil der Lizenzinhaber in Deutschland ist ja ein anderer. Und deswegen ist das für die halt auch eine Gefahr, dass die verklagt werden können, wenn die dafür sorgen, wenn sie keine dass hier Produkte gesehen werden können über deren Services, die hier eigentlich gar nicht gesehen werden dürften. Das ist ja mit jedem Anbieter so. Bei Netflix in Deutschland bzw. Netflix Europa gibt es ja auch viel weniger an Auswahl eigentlich als Netflix Amerika. Und da haben die halt ja einfach. Das verstehe ich absolut. Und die werden natürlich auch eine gewisse Art von Sicherungsvorkehrungen machen, um dieses Lizenz, also im Rahmen dessen, dass die quasi nicht angreifbar sind. Wie zum Beispiel Apple halt, keine Ahnung, dieses Geoblocking drauf, ja. Aber wenn du dann halt wiederum klug genug bist, wie zum Beispiel Peter, ja, der sich ja bei eBay diese Karten holt, um in Amerika das Ding zu holen. Ja, ich meine, das ist ja schon ein gewisser Aufwand, den man da hat. Das ist ja nicht, absolut. Das ist ja nicht wie sonst so Klick gekauft. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das sind dann solche Sachen, die sind dann so, die sind dann so ja, ausgefuchst in dem Sinne schon, dass Apple dann sagt, okay, komm, das Geld nehmen wir dann halt mit, aber dagegen die muss man jetzt nicht mehr vorgehen, weil das sind so wenige. Draufgeschissen. Ja, denke ich auch mal. Ja, ich glaube auch nicht, dass Apple dann noch überhaupt rechtlich belangbar ist dafür. Ne, weil die haben ja quasi alles im Rahmen getan, um das zu verhindern. Genau. Und irgendwann ändert es ja auch, mal ganz ehrlich, stell mal vor, weißt du so, ne, tut mir leid, sie sind aus Deutschland eingereist in die USA, ne, tut mir leid, leider müssen wir ihr Handy an der Grenze konfiszieren, weil sie dürfen sie hier nicht iTunes benutzen so lange. Bitte löschen sie die App. Sobald sie ausreißen, dürfen sie es wieder installieren. Weißt du? Hey, bei Trump ist alles möglich. Ja, das stimmt, bei Trump ist echt alles möglich. Man sollte nicht zu viele Witze machen. Trump hört nachher zu und macht. Amerikanische Wirtschaft schützen, mein Freund. Bald darfst du dein Handy abgeben, wenn er einreist. Kriegst halt wieder, wenn du wieder nach Hause fliegst. Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Und der ist Webvideopreis. Peter. Ja, was denn? Gestern hat der Webvideopreis offiziell die Nominierten. Wir sind nominiert. Woo! Alter. Die Nominierten für den Webvideopreis 2017 veröffentlicht. Der Webvideopreis 2017 wird am 1. Juni 2017 im ISS Dome vergeben. Ja, im ISS. Ach, echt jetzt? Oh, der ist ganz groß, Dome, ja. Alter, verdammt. Alter, mein Facebook geht gerade mega ab und lädt einfach sich zu Tode. Wie lange fahre ich denn da hin? Okay, ich kenne die Nominierten nicht. Also stimmt, ich weiß tatsächlich nur zu zwei Kategorien was zu sagen. Ja, was Gaming denn? Und Social, hätte ich was. Ja, lass uns die Kategorien wenigstens trotzdem durchgehen, oder? Echt? Willst du jetzt alle durchgehen? Alle? Das wird mich nicht geschiss, Alter. Also okay, gib mir die Kategorie Donner 60 Grad. Kannst du mal kurz den Link schicken? Ja. Ja, bei mir funktioniert das alles nicht. Hier gerade Facebook will nicht funktionieren. Ja. Alter! Aber, achso, warum geht es nicht einfach auf webvideopreis.de? Ja, weil die das gestern halt bei Facebook veröffentlicht haben. Aber gut, umso besser. Okay. Was, gibt einfach so Kategorien, die interessieren mich halt gerade gar nicht. Oder Animation. Werke, die vornehmlich auf Animationen beruhen. Aber wir müssen uns jetzt auf eine Seite einigen, damit die Reihenfolge. Wir nehmen die Webvideopreisseite, weil Facebook funktioniert bei mir gerade nicht. Ja, oder dann Kategorie Arthouse, ja? Wenn wir jetzt unterhalten uns über Oh, Space, Diaspora, ja? Ja, gut, okay. Was sag ich dazu? Okay, ist ja gut. Ja, deswegen ist mir alles wurscht. Wichtig ist Gaming und Social. Was, Heidi Klum ist nominiert? Heidi Klum ist nominiert. Wie kommt die denn da hin? Das verstehe ich aber auch nicht. Das ist doch frag mich, welche Webvideosachen dann bei Heidi Klum beispielsweise überhaupt nominiert wurden. Ja, wahrscheinlich ihre Internetseite, wo du die Folge nochmal angucken kannst. Warte mal. Keine Person bewegt das deutsche Beautys, die deutsche Beauty-Szene, so wie Heidi Klum, bla bla bla, gehört zu den ganz großen, in den sozialen Medien ist sie präsent. Ja, wow, in den sozialen Medien ist sie präsent, jawohl. Das ist ein Twitter-Kanal. Instagram. Oder, wow. Okay. Best Video of the Year finde ich ziemlich cool. 1080 Nerdscope Video war echt geil. Das war richtig cool. War richtig nice gemacht. Die anderen habe ich gar nicht gesehen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne das. Aber das war richtig cool. Wobei sollte das dann nicht schon fast relevant sein? Wobei, nee, nur weil man es nicht kennt, kannst du nicht. Nee, das kann nicht sein. Also Tube, Alter, was ist denn mit meinem Internet los? Comedy Community. Brand Campaign. Das überhaupt
das überhaupt Brand, sowas wie Brand Campaign genau. Und nachher kommt noch Influencer Marketing. Also generell, ja, nur mal so allgemein, der Videopreis schlägt ja aktuell so ein bisschen Wellen, ja, also so ein David Hein beispielsweise und hat ja schon, also viele haben ja schon angekündigt, bitte votet nicht für mich und ich habe jetzt auf Twitter schon durchsickern, hören, lesen, dass irgendwie nur 17 von 144 Academy-Mitgliedern überhaupt für die Nominierten verantwortlich sind, weil da irgendwie Leute ausgeschlossen wurden und das alles nicht mit den rechten Dingen zugeht und dann irgendwie beschlossen wurden, Kategorien wegfallen zu lassen und Kategorien einzunehmen, wo irgendwie die ganz viele nicht mit einverstanden waren. Also, was dafür schon mal spricht, ist zumindest, dass Jay, nicht wie die letzten Jahre immer, wo er immer großartig auch im Podcast dann gequatscht hat, abgestimmt hat. Ja. Stimmt, also, weil er gar nicht mehr informiert wurde. Genau, weil er gar nicht, obwohl Pete's Meat Academy Mitglied ist. Richtig. Ja. Comedy-Jag würde ich jetzt die Rocket Beans vorschlagen. Aber die sind da nicht bei. Ja. Aber Neo Magazin Royale. Ist nominiert. Ist nominiert. Genauso wie Worldwide Wohnzimmer, Mimimi. Community, Julian Bam, Mr. Trashback, Alexi Bexi. Ja. BM. Ja. Find ich auch okay. Also, okay, ich kenne bei Food Sallys Welt tatsächlich. Das guckt meine Freundin immer und das ist echt ganz cool. Bei was? Wieso ist eigentlich Terra X nominiert? Terra X ist mega nice. Ich finde total. Wo seid ihr gerade? Nein, weiter nur. Ich finde da falsch bei Education and Science, dass der Kanal bei Animation in a Nutshell nicht bei Education and Science mit dabei ist. Weil in a Nutshell ist der beste Wissenskanal on fucking YouTube. Ja, das stimmt. Das In a Nutshell ist doch dieses deutsche Ding, was im Endeffekt doch... In Englisch, aber halt Wissen vermittelt. Ja, genau. Und das ist der beste Wissenskanal, den es auf YouTube gibt. Ja, ich finde, das können wir auch gerne wieder ans ZDF abgeben. Ich verstehe nicht. Also das macht doch... Also so Fernsehsendungen, so wie Heidi Klum und ZDF... Ne, du bist ja halt überlegen, sind gute Sachen, aber das Problem, was ich dabei ganz ehrlich teilweise sehe, ist halt einfach auch das Budget. Also so ein ZDF, die Sendung wird ja nicht schlechter sein als andere oder nicht wissensvermittelnd oder so. Aber das ZDF wird zum Beispiel halt über die GEZ bezahlt. Ein Mr. Wissen to go wahrscheinlich eher nicht. Nee. Aber also, das ZDF Nerdscope-Video beispielsweise wurde auch von der GEZ bezahlt. Ja, also... Das ist irgendwie, also da mischt sich halt. Also ich glaube, danach darfst du schon fast nicht gehen, wo jetzt die Kohle herkommt mich, und den Scheiß mich, so. Für mich geht's viel mehr. Doch, da würde ich auf jeden Fall nachgehen, weil das ist für mich ein Riesenunterschied, ob da ein YouTuber hingeht und selbst wenn er es irgendwie noch mit einer Firma zusammen macht, da irgendwie was hinstellt oder ein Konzern ankommt, der da irgendwie, keine Ahnung, seine 4 Milliarden Euro kriegt und daraus dann mit weiß ich wie viel Budget, mit weiß ich wieder, Terra X wird wahrscheinlich auch wieder mit 10 Kameraleuten und 5 Lichtmenschen das und 4 Regiemenschen. Aber finanzierst du mit, Christian. Und aber das heißt einfach darüber rege ich mich auch gar nicht auf, dass ich das so tue, aber das ist für mich trotzdem noch was anderes, als wenn jemand irgendwie da irgendwie meint, er macht jetzt YouTube und macht diese ganze Scheiße selber oder da kommt jetzt halt irgendwie Konzern X, der da einfach keine Ahnung wie viel Geld reinballert und dann ist gut. Ja, aber das beides ist für mich ein Webvideo. Ja, natürlich. Das ist für mich ein Unterschied. Ist es denn Webvideo, wenn es also hauptsächlich wie würdest du das denn dann aufteilen, Christian? Würdest du dann ich würde es halt aufteilen, also ich für Terra X und nicht, teuer wissen? Ich würde für Terra X einfach nicht voten. Ja, okay, aber einfach nur deswegen, weil die mehr Geld zur Verfügung haben als andere. Du kannst es nicht unterscheiden. Finde ich beispielsweise Fernseh schon wieder komplett falsch. Weil dann werden die abgestraft, obwohl die im Zweifel vielleicht das bessere Programm machen. Nur weil sie GEZ-Gebühren finanziert sind. Wenn's halt ja wenn das halt qualitativ besser ist als der Rest, warum sollte man dann nicht für die abstimmen? Ja, das stimmt schon. Okay, fick mich halt hart. Okay, aber warum dürfen denn bei dem Webvideopreis Fernsehsendungen nominiert sein? Das ist keine Fernsehsendung, es ist Webvideo. Weil die halt Webvideo machen. Ich meine, die ARD Terra X macht mit hier diesem Harald Lesch zusammen so Webvideokram noch. Machen die ach, doch relativ viel, dieses ganze Fokus. Du musst da draufklicken und dann wird er dann auch erklärt. Du musst nicht einfach nur die Überschrift klicken. Ja, das ganze die ganzen Funksendungen müssten doch auch dazu gehören, oder? Das ist doch auch alles Websachen. Ja, wie gesagt, also 1089 war ja eine Funksendung beispielsweise. Was ist denn eigentlich überhaupt die Vorgabe von Webvideo? Weil eigentlich kommt doch gerade von den Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile alles in der Mediathek. Genau, deshalb frage ich. Also da müsste ja dann, könnte man dann auch hingehen und sagen, ich nehme jetzt die Sportschau. Ja, ich habe unter Education and Science habe ich das Dschungelcamp mit eingereicht. Ja.
Ich weiß es nicht. Das steht bestimmt irgendwo in den Statuten. Das müssten wir einfach nur nachlesen. Ja, oder vielleicht wisst halt auch einfach nur 17 Leute und sonst weiß halt keiner. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, also das muss ich auch mal dazu sagen, ich mag diesen ganzen Preis nicht. Weil das ist ein Abstimmpreis und ich mag keine Abstimmpreise. Weil abgestimmt haben die Zuschauer schon, beispielsweise mit Views oder Daumen oder sowas. Da müssen die nicht nochmal bei so einem Preis abstimmen. Ich finde, ein Preis sollte von der Jury entschieden werden und dann halt sollten die halt, okay, wir machen uns Punkte, für uns ist wichtig das und danach vergeben wir jetzt einen Preis. Fertig. Abstimmen finde ich kacke. Wird das komplett abgestimmt? Nee, war wahrscheinlich das nicht mal 50-50? Selbst das finde ich kacke. Du kannst halt Jurypreis machen und dann von mir aus noch einen Zuschauerpreis, wo die Leute dann für einen Preis abstimmen können oder sowas, ja. So wie halt bei den meisten. Aber dass du halt für jeden, fast jeden Preis, dass die Abstimmung wichtig ist, finde ich blöd. Weil beispielsweise jetzt Charity, wo wir nominiert sind, ich werde mit Sicherheit jetzt Charity nicht hinstellen. Charity finde ich nochmal eine ganz andere Geschichte. Also warum es da überhaupt, also warum man da für unterschiedliche Kanäle voten kann, ist ja sowieso noch so eine Geschichte. Also da jetzt irgendwie zu sagen, also hier das Projekt von Jodie und Kelly war jetzt nicht so gut wie Loot für die Welt. Also das ist bescheuert. Ja. Aber ist ja auch allgemein bescheuert, wenn du jetzt Food hast, ne, da können die Leute für abstimmen. Und von mir aus hat Sallys Welt die meisten Zuschauer. Generell immer. Und sagt dann halt, ey cool, ich wurde nominiert, stimmt für mich ab. Dann hat halt die gewonnen. Ja, und? Weil die halt die meisten Zuschauer hat. Aber die meisten Zuschauer kann ja genauso gut heißen, die ist dann schlechter? Nur weil die mehr Zuschauer hat? Nein, aber was hat das für eine Aussage? Für den Preis. Also was sagt der Preis? Der Preis ist dann einfach nur nochmal so ein Spiegel. Ich meine, ich kann nachgucken, wer die meisten Zuschauer hat. Wofür brauche ich dann denn nochmal den Preis? Damit sich das Webvideo selber feiern kann. Ja, könnten sie ja auch so. Ihr könnt ja auch einfach sagen, wenn ich über Social Blade gucken. So, Sallys Welt, Grillshow, Datteltäter, wer hat die meisten Views? Alles klar, Sallys Welt hat gewonnen. Ja. Dankeschön. Oder die könnten sich den ganzen Scheiß mal angucken und im Gremium dann bestimmen, ey, die machen hier richtig geilen Scheiß. Könnten vielleicht hingehen. Die sollten wir mal auszeichnen. 30. Nee, weg mit Abstimmung. Das ist bei einem Preis kompletter Quatsch. Ich finde nicht nur die Abstimmung schlecht, ich finde zum Beispiel auch, dass das Kategorien-Setting wieder mega komisch ist. So, wie gesagt, zum Beispiel, nehmen wir in der Nutshell, ja? Ist jetzt für die beste Animation gesetzt, wo ich mir denke, okay, das heißt, in der Kategorie muss ja die Animation der Werke dann logischerweise der Mittelpunkt sein. Ja, so wie, wenn ich beste Kostüme habe beim Oscar, ja, dann ist egal, wie geil die Story ist, es geht um die Kostüme. Beim Bewerten der Kategorie, ja. Genau. So, was ich dann halt finde, beim Zuschauerpreis hast du natürlich schon ein Problem. In der Nutshell würde ich zum Beispiel nicht aufgrund der Animation nur bewerten, wenn ich die cool finde, sondern aufgrund natürlich des Gesamtkonzepts von mir, weil ich den Kanal geil finde. Aber ich selber als Zuschauer, deswegen bin ich auch da bei Peter, eher für den Jurypreis, bin halt so immer vom Gesamtbild beeinträchtigt und kann halt nicht nur sagen, okay, in der Nutshell macht halt vielleicht mega geil Science-Geschichte und so, ja. Aber die Animationen sind halt an den und dem Punkt nochmal richtig geil. Und deswegen ist er in der Kategorie Animation nominiert. Das spricht schon mal für mich für den Zuschauerpreis, weil ich finde halt, die Gesamtmasse ist da nicht so differenziert. Und dann finde ich wiederum vom Webvideopreis aber falsch, wenn mich mit zum Beispiel die Kategorie Animation angucke, stand nominiert für den Kanal als Gesamtwerk. Wo ich mir denke, nein, weil die Sprüche müssen raus. Alles muss raus, außer die Animation. Weil das ist die Kategorie Animation. Es ist scheißegal, was besprochen wird in dem Sinne. Es geht nur darum, wie es aussieht. Oder wie es animiert wurde in dem Fall. Und das finde ich nicht vernünftig gemacht. Wie kann halt sowas für das Gesamtwerk nominiert sein, wenn es in der Kategorie Animation ist? Vielleicht meinen die mit Gesamtwerk einfach nur gesamte Animationen und nicht halt ein spezielles Video. Ja, aber das ist halt nicht definiert. Weiß ich nicht, müssen wir mal draufklicken. Da steht nur Werke, die vornehmlich auf Animationen beruhen. Das stimmt, die Information bringt jetzt auch nicht so viel tatsächlich. Nee, und ja, ich verstehe deinen speziellen Kritikpunkt. So, deswegen bin ich halt auch durchaus. Deswegen bin ich da auch eher für eine Jury, weil, wie gesagt, wenn ich Kategorie habe, bester Sound, dann spielt halt keine Rolle, wie es aussieht. Dann mache ich halt das Bild quasi aus und höre mir nur an. Und das ist dann das Bewertungskriterium. Und wenn das dann trotzdem noch mega geil aussieht, spielt das halt für die Kategorie bester Sound meiner Meinung nach auch keine Rolle. Aber das gibt hier eine Vermischung. Aber bester Sound ist doch jetzt, du brauchst doch für Sound auch immer Bild. Nein. Doch. Ganz wichtig, hundertprozentig, genauso wie beim Film. Also beim Film wird es ja genauso ausgezeichnet. Also Sound und Musik ist so wichtig fürs Bild und umgekehrt.
Das was, ist ein Zusammenspiel. Ja, also das Bram, muss was Bram zusammen. Damit meint, dass das halt aber im Zweifel bester Sound sind drei Kanäle nominiert und den Leuten ist erstmal egal, welcher tatsächlich davon jetzt den besten Sound hat, sondern die voten halt den sie am besten finden insgesamt. Ja. Genau. Okay. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht cool. Ist ja. Halt für mich zumindest eine große Problematik, was halt die Aussage gehabt ist. Was die Aussagekraft des Webvideopreises wiederum dann irgendwie mindert, meiner Meinung nach. Ja. Ist halt ein Publikumspreis zu großen Teilen so. Und das muss man halt bedenken. Deswegen habe ich halt kein großes Interesse an dem Preis allgemein, weil es halt nur ein Publikumpreis ist. Ich weiß, dass viele Leute Friendly Fire ganz geil fanden. Ob jetzt die Leute nochmal extra abstimmen dafür oder nicht. Und genauso wie die anderen halt auch geil waren. Wenn jetzt eine Jury komplett unabhängig entscheiden würde, ey Leute, das habt ihr richtig geil gemacht, dann würde ich mich da mehr drüber freuen, als die Leute, die sowieso schon gesagt haben, das ist cool, dann nochmal abstimmen einfach nur. Ja, und dann halt im Vergleich zu anderen Projekten, die vielleicht auch mindestens genauso geil waren, aber halt weniger Reichweite hatten einfach. Ja, gut, Charity ist, wie Christian schon sagte, sowieso nochmal eine ganz eigene Nummer, weil da finde ich sowieso blöd, wenn man eine Sache über anderen wählt. Ja, genau. Aber das ist halt generell, das Konzept bei Preisen ist halt so, du musst halt immer irgendwie einen speziellen raussuchen und beispielsweise bei sowas wie Gaming und Food so allgemein kann man da ja sicherlich Leute auszeichnen, die Ausgezeichnetes geschafft haben im letzten Jahr. Ja. Da stimme ich dir wiederum, wie gesagt, absolut zu, aber ich glaube halt, dass die Community dafür nicht, zum Beispiel nehmen wir die Kategorie Gaming, ja? Aufgrund der Reichweiten, die dahinter steht, hat Paluten zumindest die größte Chance, das Ganze zu gewinnen. Ja. Einfach weil Paluten der ist einfach viel, viel größer als Tenendo oder Sturmwaffe. Das ist halt einfach so. Ja. Guck mal, wie traurig. Also ich sehe das hier gerade. Tenendo ist halt nominiert für sein Video, wo er den Landwirtschaftssimulator gespielt geil, hat und auch gleichzeitig halt auf dem Bauernhof war. Das war so geil. Während Sturmwaffel nominiert für seine Person. Ja. Wie erniedrigend wäre das, wenn die ganze Person Sturmwaffel in all seiner Existenz gegen ein Landwirtschaftsvideo verlieren würde. Da würde ich mir auch denken, boah, das ist aber ganz schön zackig jetzt. Das verstehe ich auch echt nicht. Also, das sind halt so Sachen, die ich halt da einfach nicht gut finde. Wieso ist der denn für seine Person nominiert? Das verstehe ich auch nicht. Der müsste doch dann bei Mail of the Year oder so sein und nicht bei Gaming. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie bei Mail of the Year einfach keinen Platz mehr gehabt, bei Gaming haben sie keinen mehr gefunden. Also haben wir gesagt, ah, guck mal, Sturmwaffel, der macht doch mal Minecraft-Videos, weißt du, dann stecken wir den einfach da rein. Weißt du, das ist Quatsch. Bei Padde ist halt ein Projekt nominiert, also quasi auch ein einziges Video. Ja, aber Tenendo ja auch. Videoreihe. Also das kann ich absolut nachvollziehen, 100%. Das verstehe ich auch nicht so ganz, da hast du recht. Wie geil ist das denn? Weil wir sind doch auch eine mega krasse Gaming-Person. Weil wir haben 18.000 Videos, ey. Soll mal erstmal einer nachmachen hier für Gaming. Für unsere Person nominiert. Nee, das ist ja nicht eine Person. Für unsere Person nominiert. Ja, deswegen, also das ist für mich alles ein bisschen wischiwaschi und ich finde gerade auch ein Preis hat für mich die Pflicht, transparent zu sein, wie etwas gewählt wurde. Kann man das bei den Oscars auch nachsehen? Ja. Im Nachhinein kannst du, glaube ich, also nicht, wer im Einzelnen für wen gestimmt hat. Weil ja, das ist geheim. Ich meine, das ist doch okay. Wie viele für den gestimmt haben, glaube ich. Dass jetzt nicht gesagt wird, okay, aus der Academy haben jetzt 14 für Sturmwaffe gestimmt und 33 für Paluten, das finde ich ja auch okay. Aber ich finde halt irgendwie, ich finde halt bei den Oscars ist halt immer ziemlich klar in den Kategorien, wie die da halt irgendwie reingerutscht sind. Weil die Kategorien auch irgendwie viel klarer definiert sind. Ich glaube, den Fehler, den die hier auch machen, ist, sich unbedingt einfach nur drei zu nehmen. Ist das bei den beispielsweise den anderen bei den anderen Verleihungen nicht auch so, naja, wenn die halt Kategorie X haben und da meinen die halt, dass zwei dafür in Frage kommen, dann nehmen die halt zwei und füllen nicht mit drei auf. Wenn die meinen, da kommen fünf für in Frage, nehmen die halt fünf. Ja. Kann ich auch verstehen, aber da kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Da kann man halt auch sagen, nee, wir wollen schon ein einheitliches Konzept haben, wie auch immer. Dass du halt dann nicht, also mit gutem Menschenverstand daran gehst und jetzt nicht sagst, alles klar, wir schlagen einfach mal 20 vor, ja, okay. Ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass manche hier visuell nochmal klarer rausgearbeitet werden. Ja, die haben eine ganze Videosammlung und Quellen und manche haben einfach nur einen Text.
Nee, ja. Wenn ihr da durchscrollt, sind bei mir halt manche Sachen rot, manche gelb, manche. Ah, ja, stimmt. Ach, das hat auch. Das ist einfach so, weißt nur. Du, wenn ich mir dann gucke, also der Videopreis hat zum Beispiel auch eine Erklärung der Kategorien, ja? Wo dann tatsächlich steht, ich nehme jetzt mal an die Wiederanimation, da steht dann wirklich auch hier wieder Werke, die vornehmlich auf Animation berühren. Während der Oscar zum Beispiel für jede Kategorie eine Erklärung hat, was getan werden muss, damit du in dieser Kategorie auftreten darfst. Zum Beispiel hier in der Kategorie Bester Film, mit dem Oscar für den Film werden die Produzenten eines Films ausgezeichnet. Ja, und dann gibt es halt so ganz viele, gibt es halt so eine Liste von Kriterien. So, bester Hauptdarsteller. Okay, da steht tatsächlich nur, ne, Moment, da steht hier noch mehr. Besonderheiten, genau, Besonderheiten. Also, das ist irgendwie klarer definiert. Ich verstehe das halt nicht ganz. Ja, das meinte Peter ja vorhin. Transparenz ist eigentlich bei so einem Preis ganz wichtig. Finde ich ein bisschen schade. Also das mit den Farben wechselt sich halt ab, das ist halt einfach der Stil. Ich finde das aber trotzdem irgendwie strange, dass halt dadurch manche Projekte, also mir fallen sie halt klarer ins Auge dadurch, dass manche Sachen eine klarere Farbe haben als andere Sachen. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Finde ich trotzdem komisch. Was gibt's hier noch irgendwelche Nominierungen, die uns eher so negativ aufschlagen? Oder positiv? Mir nur so Heidi Klum finde ich mega komisch. Ja, okay, aber da kann man dann genauso argumentieren. Also warum ist Heidi Klum dann, kann auch genauso gut dabei sein wie ZDF oder whatever. Also wie jeder. Ja, ich bist nur so ein persönliches Ding, finde ich. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, ob in der Kategorie, also einfach aus Interesse, und das kann man leider aber auch nirgendwo nachgucken, ob in der Kategorie zum Beispiel Livestream Friendly Fire zum Beispiel mit aufgeführt worden wäre. Ich meine jetzt nicht, weil ich finde, dass Friendly Fire da in der Kategorie gewinnen muss, sondern einfach mal so für das Hintergrundwissen, wie Kategorie Livestream schon irgendwie stehen. Weil da steht halt nur Werk oder Kanal, in denen der Austausch in Echtzeit im Vordergrund steht. Ja. So, und als Werk wäre Friendly Fire zum Beispiel mit dabei. Würde Friendly Fire überhaupt, oder auch Loot für die Welt, überhaupt für die Kategorie Livestream in Frage kommen? Das weiß ich nicht. Das, also weißt du, das ist halt, der das ungespielt Stream ist halt ähnlich. Genau, das ist halt super intransparent. Also, ich sag jetzt nicht, dass A oder B, also über Gewinner kann man sich ja eh immer streiten, aber ich finde allein schon, ist es super intransparent, wer in welcher Kategorie überhaupt zulässig ist. Mhm. Weil, wie gesagt, hätte rein theoretisch Loot für die Welt oder Friendly Fire in Livestream mit auftauchen können oder nicht? Keine Ahnung, weiß keiner, kann man nicht beantworten. Ich persönlich würde jetzt sagen, ja, hätte vielleicht auch, vielleicht aber auch nicht, weil, keine Ahnung, weiß man einfach nicht. Naja. So, es gibt dann ja noch die Königskategorien. So Person of the Year Female beispielsweise. Oder Person of the Year Male. Person of the Year Male finde ich halt super witzig. Das ist halt wirklich, das gibt es auch wirklich nur beim Videopreis, wo in einer Kategorie halt einerseits Jan Böhmermann, die Lochis und Felix von der Laden nominiert sind. Das finde ich halt so eine geile Kombi. Eine geile Zusammenstellung einfach nur von unterschiedlichen Werken. Und ich drücke halt mit beiden Daumen ganz fest, Felix, die Daumen. Ja. Person of the Year Female ist halt Lisa und Lena von Musical.ly. Kenne ich halt persönlich nicht so gut. Lena Meyer-Landrut und Caroline Kebekus nominiert. Wieso haben die Lena Meyer-Landrut jetzt wegen den... Keine Ahnung, die macht halt super viel Instagram-Stories und Snapchat. Ich glaube auch, hat die nicht auch einen eigenen YouTube-Channel sogar? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. Also, ich verstehe halt bei vielen Künstlern nicht, warum die das nicht haben, aber ja. Macht halt Sinn. Er hat 371.000 Abos. Dann haben wir noch Charity. Da ist halt Loot für die Welt 3. Die Aktion von Jody Calussi und Kelly Mrs. Vlog beim WWF Hashtag Save Salou, oder wie man das ausspricht, nominiert. Und halt Friendly Fire 2. Danke da nochmal für die Nominierung auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, komisch. Dann eine der geilsten Kategorien. Social Influencer Campaign. Erfolgreiche Kampagne mit einem Social Influencer. Nominiert sind Babys Beauty Palace für ihre Kampagne zu ihrem eigenen Produkt Bilou. Sammy Slimani nominiert für die Kampagne für seine eigene Modeline. Und Julian Bam nominiert für die Snapchat-Kampagne für Fanta. Und da finde ich zum Beispiel, dass nur Julian Bam in die Kategorie passt. Ja. Weil es ist eine erfolgreiche Kampagne mit einem Social Influencer, ja? Das heißt für mich, eine Firma kommt hin, holt sich einen Social Influencer und die machen zusammen eine Kampagne. Wenn ich selber ein Produkt auf die Beine stelle, also für einen Pizmin-Rechner zum Beispiel, dann ist das für mich Eigenwerbung und nicht eine Social Influencer-Kampagne.
Ja, kann man. Also ich finde diese ganze Kategorie so super witzig, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die Social Influencer Campaign kommt ablauftechnisch nach der Brand Campaign. Ja, wir haben jetzt also auf jeden Fall schon mal zwei Marketingpreise. Oder Werbepreise, sage ich jetzt mal. Social Influencer Campaign, da sieht man halt schon, wie sich die Welt der YouTuber und Webvideo-Creator so entwickelt hat, dass sowas jetzt dann mittlerweile Teil eines Preises ist. Finde ich, keine Ahnung, das ist irgendwie interessant so. Ich finde das auch interessant, aber tatsächlich im positiven Sinne, weil dann da hoffentlich Sachen ausgezeichnet werden, die die Sache halt cool machen. Genau. Zeigen, so nach dem Motto, so kann das halt funktionieren. Ich kenne halt dummerweise alle drei nicht. Ich weiß nur von Bibi, dass sie, glaube ich, Halbwissen hier, dass sie nur einfach nur ein Video gemacht hat, so von wegen, hey, ich habe jetzt Nee. Nicht? Also die hat das sich da schon mit ihrem Management wahnsinnig Gedanken gemacht. Okay. Allein auf der Übersichtsseite dieser Nominierung quasi sind 4 YouTube-Videos verlinkt, wo sie eine ganz klare Story aufbaut, die sie ihren Zuschauern erzählt. Mein Geheimnis über wir haben euch was zu verkünden, über es gibt da was ihr wissen solltet. Alter, krasse Titel auch. Und dann Bilou Neuheiten, neue Produkte, das gab es noch nie. Also die auch mit ihrem Zusammenschluss von Instagram und Snapchat und wie auch immer, ist sie da schon eine richtige, ganz professionelle Werbekampagne gefahren für ihr Produkt. Ja. Also, und ich denke mal, dass wir Sami Slimani auch gemacht haben. Deswegen kann ich durchaus zumindest schon mal im Grundsätzlichen nachvollziehen, warum die da auftauchen. Man kann natürlich auch sagen, das sollte man nicht, eigene Produkte sollten nicht nominierbar sein, ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Ich finde einfach nur die Tatsache, dass halt diese Art von professionellen Werbekampagnen, dass die halt für den Videopreis nominiert sind, finde ich halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich kann es gar nicht bewerten. Ich kann es weder positiv noch negativ bewerten. Ich finde es einerseits natürlich ganz cool, weil wir ja auch durchaus PPs und so machen und das dafür sorgt, dass da allgemeine Akzeptanz für steigt. Andererseits finde ich es auch schwierig. Ich müsste die jetzt gesehen haben, aber gerade bei der Bilou-Sache hört man ja schon, habe ich ja schon häufiger den Vorwurf der klaren Manipulation gehört. Das wäre natürlich ganz fatal, wenn sowas wie offensichtlich manipulative Werbekampagnen dann auch noch ausgezeichnet werden. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, ob dieser Vorwurf überhaupt berechtigt ist. Ich glaube, da richt sich die Welt auch wieder mehr drüber auf, als da eigentlich ist. Das kannst du auch genauso wenig einschätzen wie ich eigentlich, oder? Hast du die Videos gesehen? Nö, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Na gut. Haben wir noch Sports? Da kenne ich jetzt zumindest. Also Free Kickers ist ja der Free Kickers kenne ich. Der erfolgreichste YouTube-Kanal Deutschlands, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ist halt ein internationaler Kanal eigentlich, halt aus Deutschland, der auch internationale Zuschauer hat und die halt in sehr hohen Millionenhöhen. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Kategorie Vlog. Gut, dass die existiert auf jeden Fall, ist eine eigene Kunst. Meiner Meinung nach auch zu Recht Felix nominiert, der meiner Meinung nach die optisch einer besten, der besten Vlogs Deutschen YouTube macht. Auf jeden Fall macht. Die ich kenne zumindest. Ja. Jody macht auch echt coole Vlogs. Und Oscar kenne ich nicht. Ich finde das bei Jody voll geil, dass sie nominiert ist. Ich gönne es halt ihr als Person. Hauptsächlich Vlogs. Beiden, weil auch sehr gut. Genau, also ich kenne Oscar jetzt nicht, deswegen, also ich gönne es ihm ein bisschen weniger vielleicht als den anderen beiden. Aber ich finde es bei Jody echt cool, weil, weiß ich nicht, früher Gaming gemacht, dann so ein bisschen auf Vlog geswitcht und ich habe tatsächlich noch einen Kritikpunkt. Und dann so ganz angefangen. Was denn? Minimal hat es da nur. Aber bei Felix haben die, also Julian ist auch in mehreren Kategorien nominiert, ja. Mhm. Dann haben die sich gemacht, wenigstens die Mühe gemacht, jedes Mal ein anderes Bild zu nehmen. Bei Felix haben die immer das gleiche Bild genommen. Und immer das alte Bild quasi. Ja, okay. Das ist ja schon super alt. Ist das nicht eins der Profilbilder? Ja, ist eins der Profilbilder. Ich würde so sagen. Ja, also da wird auch noch einiges kommen. Ich glaube, da werden auch noch einige Videos kommen von Leuten, die auch in der Academy sind und sich darüber aufregen werden. So die Klassiker halt. Aber manchmal finde ich das halt auch ganz gut, wenn Leute halt mehr meckern, als manchmal notwendig ist. Vor allen Dingen, wenn ich nicht derjenige bin, der bemeckert wird. Weil wenn halt niemand was sagt, ist halt auch schlecht. Deswegen haut da draußen mal schön raus, eure Insider, und prangert alles an. Dieses Jahr wird eine ganz interessante Veranstaltung, glaube ich. So mit allem drumherum und Drama und was weiß ich nicht alles. Oh yeah.
So wie jedes Jahr im Endeffekt. Unser Bier dazugegeben. Nee, das war... Letztes Jahr war auch Drama. Ah, bei uns intern war vielleicht ein bisschen Drama, aber ansonsten ist ja jetzt nicht so, als wenn das groß an der Öffentlichkeit, da sich die Leute an die Gurgel gegangen wären. Nee, das meint, nein, so meine ich das gar nicht. Aber von. Aber von das wird jetzt passieren, glaube ich. Also, davor. Echt? Weißt du, außer da wird jetzt hier. Ja, ja, also der eine hat schon angekündigt, öffentliches Klarstellvideo und so weiter und so fort. Also da wird es schon, glaube ich, noch rund gehen. Ja, wer Videopreis-Account halt wird, reagiert auch schon ziemlich genervt so auf Twitter. Also da wird auch schon gesagt, bitte provozier mich hier nicht, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Du willst nicht wissen, was dann passiert und so. Also da geht noch einiges ab, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, das wird auch auf Video festgehalten. Ja, ja, klar. Also das wäre natürlich ganz wichtig. Prügelei beim Webvideopreis wäre auch noch ein Preis, oder? Auch geil. Boah, das wäre mega geil. Ja, also nice. Nachdem ich war zwar letztes Jahr nicht da, nur auf der Aftershow-Party, muss ich jetzt zugeben. Vorletztes Jahr kann ich mich noch dran erinnern, da war diese Hose nach unten Geschichte und ich schmeiß mein Bierglas durch die Gegend, während ich auf die Bühne gehe. Aber Prügelei gab's, weiß ich nicht. Vielleicht gab's letztes Jahr eine und ich hab. Wobei, das hätte man mitbekommen. Aber das wäre dieses Jahr wahrscheinlich was Neues. Ja, wahrscheinlich. Generell eine ganz erquickende Nummer. Das ist natürlich auch dann die Frage, ob sowas da auch noch abgesprochen funktionieren kann. Also ich meine, das wäre natürlich der Skandal. Prügelei auf dem Webvideopreis. Also wenn du darüber dann ein Video auch noch machst, das wird wahrscheinlich wieder richtig gut geklickt werden. Das stimmt. Ich glaube, wir sollten auch im Videopreis mal ein paar Leute anpöbeln. Machen. Und dann sagen wir nachher, it's a prank. Ja, eben, dem Booty wollte ich schon immer mal auf die Fresse hauen. Junge. Gut, ansonsten haben wir begrüßen ein neues Auto in der Pizmeet-Familie. Noch nicht. Noch ja, nicht aber da. Unterschrieben noch, hast du wahrscheinlich schon, es oder? Es wird noch geboren, ja, es wurde gerade gezeugt. Es wurde gerade gezeugt. Ja, hau mal raus, was hast du denn jetzt, wofür hast du dich denn jetzt entschieden? Vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte. Ich habe ja, mein A3 läuft jetzt von der Finanzierung aus. Nach 4 Jahren habe ich ihn dann abbezahlt, diesen Monat, und habe mich dann umgeschaut, ob ich nicht mehr ein neues Gefährt leisten soll oder halt nicht. Und habe mir gedacht, ach komm, schaust du mal, gehst du mal so durch die Lande und guckst dir einfach mal an, weil gucken kostet ja nichts. Und bin dann so zu den größeren Marken, die mir dann auch gefallen, so wie ein Audi A5 oder Mercedes C-Klasse oder auch BMW 3er GT, fand ich eigentlich auch ganz geil, den Jay hat. Und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen angeguckt, Probe gefahren, Angebote eingeholt und verglichen einfach. Und dann habe ich, da ich ja in London war letztes Jahr im September und da ein sehr cooles Auto gesehen habe, bei der Transformers Set Visit, wo ich mich leider sehr schnell rein verliebt habe, alleine vom Sound her und von der Optik, wo dann doch mein Herz etwas geblutet hat und ich dann noch einen Chevrolet-Händler aufgesucht habe. In Düsseldorf sitzt der nächste und dort dann einfach auch mal geguckt habe, was so ein Camaro kann, was er kostet, wie er halt aussieht und wie er sich halt fährt. Weil am Set durften wir den ja nicht fahren, da haben wir den nur gesehen. Und da war der auch ganz, also der war ja für einen Film ganz anders nochmal überarbeitet. Ja, und dann habe ich ein bisschen verglichen, ganz viel mit mir selbst gerangelt, ob ich mir überhaupt ein Auto holen soll oder nicht, weil eigentlich macht das auch nicht so viel Sinn. Und dann, was holst du dir, ein Vernunftsauto oder einfach nur ein billiges Auto oder bleibst du bei deinem oder holst du dir was voll dämliches eigentlich, also ein Spaßauto, was halt nicht mehr viel mit Vernunft zu tun hat. Und was machst du und ja, keine Ahnung, was willst du für dein Leben nach dem Sinn des Lebens, habe ich mich gefragt, für diese Autoentscheidung und habe mich letztendlich nach all dem für den Camaro entschieden, letzte Woche und habe dann dort unterschrieben und mir den dann bestellt, sodass er dann in 4 Monaten dann wahrscheinlich kommen wird. Wo wird denn der überhaupt produziert eigentlich? Ich glaube in Amerika. Und dann rüber geschifft. Da wird extra, also die Edition ist extra für Europa angepasst. Also der Camaro in Amerika ist nochmal ganz anders.
Wobei nicht ganz anders, aber halt hat schon deutliche Unterschiede. Beim europäischen Markt hast du dann die Abgasnorm, wo dann halt noch einiges angepasst werden muss, dass du die einhältst. Und auch optisch sind ein paar Unterschiede zu erkennen. Zum Beispiel hat der Camaro so eine Supersportline, halt die sehr sportlich nochmal aussieht und ausgestattet ist. Und die haben halt das Logo SS. Und das steht ja, halt das überall. Früher, ey. Ja. Das steht halt überall am Auto dran. Also wenn du nach dem Camaro, warte mal, ich kann mal gucken. Der Camaro das ist hat jetzt dann der, halt, den auch Sepp sich geholt hat. Hat dann halt überall diese SS-Zeichen, diese roten SS-Zeichen halt dran. Und das ist schon mal nicht schlecht, ey. Ja. Ich direkt ein schwarz-weißes Auto genommen. Ein bisschen lustig. Das ist dann, braunes das ist dann Auto. Halt auf dem Lenkrad und vorne am Spoiler, vorne am Sepp kauft sich eine Nazi-Karre, alles klar. Und dann haben die halt von der Marketingabteilung haben die sich gedacht, vielleicht machen wir in Europa das mal weg. Und sonst kommen da irgendwelche Leute auf dumme Gedanken, weil es heißt halt super Sport, aber das schnallt halt nicht jeder. Das schnallt man schon, aber es ist trotzdem halt einfach schlechter Geschmack, sowas zu machen in Europa. Ja, genau. Und mit der Vorgeschichte halt hier in Europa haben sie es dann halt weggelassen. Das sind so Unterschiede. Oder auch vorne der Frontspoiler, der ist halt nicht ganz so krass hier in Europa wie in Amerika, weil du in Deutschland oder in Europa musst du noch auf Fußgänger, wenn du Fußgänger umfährst, dass du denen nicht komplett die Beine auseinanderstückelst. Ich erinnere mich daran, wo das umgeändert wurde. Ja, da mussten die auch noch ein bisschen was nachtunen. Weil da wurden auch die Kuhfänger abgeschafft, ne? Genau. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen angepasst für den europäischen Markt, dass der hier verkauft werden kann. Und in Europa, ich glaube, in ganz Europa werden sogar nur 1000 Stück pro Jahr davon verkauft. Also so ein bisschen auch Limited Edition hier in Europa. Und da habe ich mich dann noch entschieden für die Limited Edition 50 Jahre. Gibt es jetzt den Camaro und da gibt es nochmal eine extra Edition für, der sehr sexy aussieht. Ich habe erst gehadert. Finde ich wahnsinnig hübsch. Der ist echt mega hübsch, also oder? Hübsch ist falsch. Er ist halt echt geil. Also ja, doch, hübsch kann man schon. Hübsch klingt so nett. So süß. Aber das ist ja genau, klingt so süß, aber er ist halt nicht süß. Er sieht halt unfassbar brutal aus. Ja. Zeigt durch seine Optik alleine schon wirklich Brutalität und Stärke. Und das hört mich auch an. Also ich finde den Wagen richtig geil. Ja, das ist echt also cool. Von der Optik. Ja, sexy, ja. Und das ist optisch echt schön. Also Muscle Car stehe ich sehr ziemlich drauf. Gibt es den in anderen Farben? Die 50-Jahre-Edition ist extra, also ist eine Special-Edition, der verkaufen die so. Also mit diesen Akzenten. Also nein. Der hat, nein, den gibt es nicht anders. Den normalen Camaro, den kriegst du in Gelb, Rot, ja, das ist Schwarz schon klar. Und Weiß. Ich habe halt auch gehadert, ob ich mir nicht einen gelben machen lassen soll. Aber das Gelb sieht in Deutschland aber scheiße aus. Ja, das Gelb vom Werk ist eher so ein Zitronengelb und nicht so, wie ich am Transformers-Set gesehen habe, sondern so ein Goldgelb. Das sähe schon geiler aus. Die haben da einen speziellen Lack auch noch drauf gehabt beim Filmwagen, der richtig nice aussah, aber das geht halt vom Werk aus. Das sieht auch cool aus. Das Problem ist halt einfach nur, es gibt halt diverse Farben, die ich an einem Auto echt geil finde, die jetzt nicht für jedermann so ein Neon-Teil, also weiß nicht, so ein Blau. Dieses Jaguar XKS, den gibt's in so einem richtig Knallblau. Das ist richtig krass. Das sieht halt mega geil aus, wenn du den ganzen Tag durch die Gegend fährst, wo halt nur die Sonne scheint. Ja. Aber wenn du halt in Grau-Deutschland, wo es halt auch gerne mal regnet, dann damit fährst, sieht das einfach kacke aus. Genau, das ist nämlich das mit dem Licht, weil dann haben wir beim Händler in Düsseldorf, der hat mich dann halt ziemlich gut beraten und auch mit dem Gelb halt sehr gut beraten, weil er hatte nämlich von dem Vorjahresmodell oder von dem Vorgängermodell auch ein paar Gelbe verkauft und davon Fotos und das sah einfach, auf jedem Foto sieht das Gelb einfach anders aus. Dann ist halt mal so ein Zitronengelb, dann so ein schön Orange-Gelb, wo du einfach nur, je nachdem wie das Licht ist, was Christian halt sagt und die Optik ist und deine Kamera und dein alles ist, sieht das einfach unterschiedlich aus. Und das ist echt, fand ich ein bisschen abschreckend, fand ich nicht so geil.
Und der 50 Jahre, der Graue, der sieht halt mega fesch aus. So wie halt Peter schon sagt. Das ich fand die Farbe echt nicht so gut. Aber was ich ganz geil finde, sind die Akzente, die gesetzt haben. Ja. Und dass die auch hingegangen sind und sogar die Bremsbeläge dann in den gleichen Akzentfarben gemacht haben. Ja, auch das Interieur ist genau so halt nochmal mit den Akzenten gesetzt. Und das finde ich einfach besser. Ich habe mir nachher, meine Entscheidung war nachher auch so ein bisschen, hey, das Interieur ist bei diesem 50 Jahre Special Edition einfach hübscher, weil die kompletten Nähte und die Akzente da drin besser gesetzt sind als wie in dem normalen. In dem normalen sieht der etwas langweilig aus, weil alles schwarz ist oder halt schwarz-rot, je nachdem, was du da wählst. Passt aber dann halt im Zweifel nicht zu meinem gelben Auto. Und das fand ich einfach bei dem stimmt einfach das Gesamtpaket. Das fand ich einfach mega nice. Und da man ja die meiste Zeit sowieso innen drin sitzt, muss es natürlich vom Interieur auch noch gut aussehen und passen. Und das war einfach so ein bisschen so die Entscheidung. Und einfach, es gab die Frage halt, hey, kaufe ich mir irgendwie eins von den deutschen Autos oder halt dieses amerikanische Auto? Und ich habe keinen Grund gefunden. Das hat mich sehr verwirrt. Also dieses amerikanische Auto ist halt so vergleichbar mit den deutschen Autos, weil es so viel europäische Technologie und Feeling drin hat. Es fühlt sich halt nicht wie ein amerikanisches. Wenn du es hinstellen würdest, du würdest das Logo abmachen und du würdest sagen, so, jetzt fahr mal, könnte das genauso gut auch ein AMG sein. Oder ein Audi RS. So Peter, rein vom Feeling her. Natürlich nicht, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe noch nie in einem Camaro gesessen. Ich vertraue jetzt einfach mal, was Sepp da sagt. Die alten Camaros sind halt echt von der Lenkung so schwammig, von allem, von der Verarbeitung so nicht so geil, vom Fahrwerk halt nicht so geil. Aber was jetzt auch, was der Verkäufer auch meinte, er hat kaum Besteller von den alten Muscle-Car-Leuten, die halt auf amerikanische Autos stehen, die haben sich da reingesetzt und gesagt, das ist scheiße. Das ist ein Scheißauto. Und er hat, wenn dann, total viele Neukunden, die halt eher sowas wie ein 3er BMW fahren oder A5 oder A3 RS, also sportlich da unterwegs sind, weil es einfach ein europäisches Sportauto ist, was echt einen guten Preis hat. Und das ist halt ziemlich geil. Und das hat mich einfach, ich war einfach verblüfft, wie viel Grundausstattung da schon drin ist, wo du dich halt, keine Ahnung, als ich bei Mercedes da mein Auto konfiguriert habe, habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht, bis ich da durch war beim Konfigurieren, habe nachher am Ende ganz komisch geguckt, weil halt durch die ganzen Extras, die du dir einbaust, addiert sich das ja relativ stark. Und ja, da steht auf einmal ein ganz anderer Preis drunter. Und beim Camaro kannst du wählen, hey, möchte ich ein Vierzylinder oder ein Achtzylinder? Kannst du auch Automatik und Getriebe, die Farbe auswählen und dann kannst du noch auswählen, ob du einen Sportauspuff möchtest oder nicht. Das war's. Also bist du halt in 3 Sekunden bist du im Endeffekt. Ich habe das nämlich gerade auch mal testweise spaßig so konfiguriert und ich habe gerade die Optionen gesucht. So. Wo kann ich denn die ganzen Optionen einstellen? Da ist aber einfach gibt's gar nicht. Alles drin. Also du hast einfach von dem, was du halt dir wünschst für ein Auto, hat es einfach alles drin. Und das ist halt mega krass. Für den Preis ist es echt stark. Ja, ist echt erstaunlich günstig. Und dabei, ich weiß nicht, wie sie es machen, also gerade mit dem Motor auch, also wenn das Auto angeht und du sitzt drin oder du stehst draußen und dann fällt dir einfach die Kinnlade runter, wenn du dieses Auto anmachst. Oder wenn du aufs Gaspedal, ja, das ist einfach. Also der rührt wahrscheinlich schon ganz gut, ey. Das glaube ich, glaube ich, glaube ich. Aber ich freue mich auch darauf, ne? Wenn du den hast und wir uns dann mal wieder sehen, ey. Dann, ja, das, also da freue ich mich schon echt drauf. Also ich habe mich bei Peter mega aufs Auto gefreut und ich weiß, wie es mir in Peters Auto ging, als ich damit gefahren bin und ich weiß, wie viel Spaß ich da hatte. Und ich habe einfach genau die gleiche Entscheidung getroffen wie Peter. Ich hole mir jetzt ein Spaßauto, weil keine Ahnung, in meinem Leben, dann wenn Kinder da sind oder so, dann holst du dir dieses Auto nicht, weil hinten auf der Rückbank, da können wirklich nur. Ach, da sind Sitze? Das sind Sitze. Da können aber nur, keine Ahnung, 12-Jährige sitzen. Und auch, ja, guck mal, das sind doch Kinder. Ja. Ja, stimmt. Guck mal, kannst du immer die ersten 10 Jahre. Familienauto. Ja, dann kannst du halt dann so einkaufen oder so. Einen Kinderwagen kriegst du dann. Also, ich weiß nicht, ob du einen Kinderwagen da reinkriegst.
Also, boah. Aber der hat doch schon einen Kofferraum. Also ich meine, ja, der Muscle-Car, der ist halt ja, der ist ja, keine Ahnung, 20 Meter lang. Ich meine, okay, 15 Meter davon sind Motorhaube. Aber also ich würde frech sagen, der ist sogar kleiner als Jason 3er GT. Ja gut, der 3er GT ist aber auch lang, ne? Also ein Riesenteil. Der ist länger als Kombi. Ja, also nur von den. Aber ein Muscle Car ist ja generell also ein recht langes Auto. Normalerweise vergleichst du es ja mit einem Sportcoupé zum Beispiel. Ja, du hast ja allein, wenn du die Motorhaube aufmachst, dann, genau, dann guckst du diesen Motor an und du denkst einfach, Alter, what the fuck, das ist das halbe Auto, ey. Genau, du hast ja eine riesig lange Motorhaube, also lange Motorhaube, kurzes Heck. Aber generell ist der Wagen ja sehr lang, verglichen mit einem Sportcoupé. Ja. Also musst du ja doch eigentlich, weiß ich nicht, hast du Kofferraum? Ich habe einen Kofferraum, ja. Und der also sieht eigentlich so aus wie Peter seiner, so ein bisschen. Weißt du, die Einstiegs-, okay, also die Luke ist halt, weiß ich nicht, die sieht aus, als wenn sie mit der Schere reingeschnitten haben. Also wenn du hinten den Kofferraum aufmachst, ist der halt relativ klein. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum alle über meinen Kofferraum lachen. Ich finde den sowas von ausreichend. Ich lache da überhaupt nicht drüber. Ja, das also ist er ist ausreichend, aber er ist halt ist im Kombi. Vergleich zu meinem A3, wo du halt die Heckklappe aufmachst, da hast du einen riesen, da kannst du reinlaufen fast, ne? Und okay, da musst du halt reinklettern. Ja, aber das sind ja auch Sportautos. Genau, also von unter dem Aspekt darf man das ja gar nicht sehen. Deinen Umzug mitplanen kannst. Ja. Das stimmt allerdings. Deshalb, also von daher, das ist halt ein reines, es ist halt auch ein reines Sport, also ein sportliches Auto und nicht. Würde ich jetzt schon sagen, ja. allein das hat so ein mega geiles Fahrwerk einfach schon. Das ist einfach, macht so viel Spaß, du kannst dieses Auto halt super gemütlich fahren. Das fand ich bei dem 3er GT von Jay eigentlich sehr geil, dass du so viel Komfort in diesem Auto hast, dass du entweder dich entscheiden kannst, hey, ich möchte das halt als Familienauto quasi fahren, also gemütlich, über keine Ahnung, die Autobahn, machst du deine Geschwindigkeitsbegrenzung rein und dann lässt du einfach mal laufen und machst dann einen schönen Ausflug. Und dann verändert sich das Fahrwerk, deine Lenkung verändert sich. Du kannst mit dem Daumen lenken. Wenn du auf Touring stellst, kannst du quasi mit dem Daumen lenken. Und wenn du auf Sport stellst, musst du halt richtig anpacken. Dann merkst du direkt, die Lenkung wird anders, das Fahrwerk wird anders. Und dann wird das richtig bissig, das Ding. Und dein Gaspedal, wenn du da antippst, ey, dann fliegst du schon beim Antippen schon fast weg. das ganze Auto verwandelt sich einfach. Also es transformiert sich quasi wirklich vom Miezekätzchen zur wilden Katze. Und das ist halt echt, das finde ich sehr sexy. Finde ich auch cool, dass es dieses Auto halt sehr komfortabel fahren kannst oder halt auch sehr sportlich. Das finde ich noch sehr geil. Weil ich glaube, ein reines Sportauto, die hatten auch die Corvette stehen oder so Lotus, gerade bei den Lotus-Autos, die sind halt so unbequem, aber die sind halt nur auf Sport ausgelegt. Und da kannst du halt im Alltag nicht mal sagen, so, ich fahre jetzt, keine Ahnung, eine lange Reise und da möchte ich mal nicht halt bretthart auf dem Boden liegen und jedes Schlagloch spüren. Das ist nämlich auch richtig scheiße. War ganz cool. Ja, und dann müssen wir es halt noch ein bisschen warten. Ich habe schon ein paar Transformers-Symbole gekauft, die ich so ein bisschen da nachrüsten werde, das Auto ein bisschen den Style kriegt, den ich da noch gerne hätte. So Akzente. Alles klar. Dann kriegen wir noch schwarze Scheiben, kriege ich noch. Und vorne, ja. Windschutzscheibe. Ja, damit keiner reingucken kann. Und ich auch nicht mehr rausgucken kann. Aber die Übersichtlichkeit in dem Auto ist halt, glaube ich, das einzige Manko, wo man sagen könnte, hey, das ist nicht so gut. Aber es reicht noch locker aus, um halt. Hast du denn Ich glaube aber auch, dass das ein Gewohnheitsding ist, weil ja, du bist auch bis jetzt halt ein Kompaktfahrzeug gefahren, ja, und jetzt fährst du halt dann einen Sportwagen, der natürlich dementsprechend deutlich länger ist. Ich glaube, die Übersichtlichkeit wäre auch deutlich verringert, wenn du auf einmal in Touring gefahren wärst. Ja. Einfach, ja, weil du halt einfach also bei mir Jahre beispielsweise habe ich auch schlechte Übersicht. Also ich kann super schlecht nach hinten gucken, genau. Aber dafür ist halt die Rückfahrkamera. Hast du eine Rückfahrkamera? Ja, ja, hat er auch. Okay, gut. Weißt du, ohne extra. Keine Ahnung, wie ist das Auto komisch. Ja, also vom, ja, weil es halt vom technischen Standard, du kannst halt nichts auswählen, es hat das einfach. Also in Amerika, glaube ich, kannst du das alles auswählen, aber in Europa haben sie einfach gesagt, so, es gibt dieses Auto so oder gar nicht. So auf die also Anwendung. Quasi so eine Art, okay, entweder ihr verkauft die Vollausstattung oder halt nicht. Genau, genau. Weil sonst lohnt sich das für uns hier alles nicht. Weil in Amerika kriegst du den wahrscheinlich für $30,000 oder sowas. Kriegst du ja hier auch, wenn du den kleinen Motor hast. Ich meine 50 in the recipe. Ach so, selbst den kriegst du auch mit einem kleinen Motor.
wenn du willst, aber es macht und halt dann auch so günstig, oder was? Dann kriegst du ihn, glaube ich, für 35. Ja, ja, weil der Camaro kostet ja in niedrigster Variante 39.900 Dollar. Ja, 45 kostet er hier. Euro, sorry. Ja. Sorry. In Amerika ist der, glaube ich, auch grundsätzlich einen kleinen Ticken günstiger. Ja, das denke ich ja, weil dann haben die ja logischerweise auch nicht die Transportkosten, beispielsweise. Ja. Ist ja dann direkt in Amerika produziert. Ja, und ich glaube halt übrigens Detroit. Ich habe das vorhin gegoogelt, aber ich habe es halt nicht richtig hinbekommen irgendwie. Ich meine auch. Ich habe letztens noch eine Doku gesehen, wo die den produziert haben. Ich habe mir aber nicht gemerkt, wo die den produziert haben. Auch in eine so Stadt mit ganz viel Autohistorie. Ja, Detroit auf jeden Fall. Ja, auf jeden. Schön, wir haben einen glücklichen Sebastian. Ah, in ja, vier Monaten wird er noch glücklicher sein. Ich sagen, dann richtig. Ja. Mega geil. Und wir gehen, glaube ich, nochmal in die Werbung und sind dann gleich wieder da mit E-Mails. Also wieder. Bis gleich. Hi, ich bin Anna. Hi Anna, ich bin Christian Grey. Hättest du Bock, dich von mir stalken und sexuell erniedrigen zu lassen? Ja, aber nur, wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Ende! War euch diese Zusammenfassung von 50 Shades of Grey nicht professionell und sexy genug? Dann geht auf audibletrial.com/peatcast und meldet euch für einen kostenlosen Probemonat an. Dann könnt ihr euch das richtige Hörbuch von 50 Shades of Grey besorgen und mit offenen Schenkeln die erotische Stimme der Sprecherin genießen. Wenn ihr euch über audibletrial.com/peatcast anmeldet, bekommt ihr ein Hörbuch komplett umsonst und könnt auf all euren Geräten gespannt lauschen. Und das Beste ist, dass ihr den Probemonat ohne Probleme mit ein paar Klicks kündigen könnt, wenn es euch nicht gefällt. Ich hab's selbst ausprobiert. Also meldet euch unter audibletrial.com/peatcast an und unterstützt den Peatcast. Und es geht weiter mit den E-Mails. Wenn ihr uns E-Mails schreibt, dann schreibt diese E-Mails bitte an peatcast@peatsmeet.de. Wir freuen uns über die E-Mails und diese Woche waren auch wieder meiner Meinung nach ein paar echt coole dabei. Und wir beginnen mit jemandem namens Harald. Anonymous. Lukas. Cool. Hallo, liebes Peatcast-Team. Da Sepp ja vor ein paar Wochen bei der ESA in Köln zu Besuch war, dachte ich, ich schreibe euch mal. Meine Geschichte ist folgende. Ich habe mit 18 Jahren nach dem Abi gegründet und bin dabei, eine neue App für junge Leute im Bereich Social Media zu entwickeln. Über Kontakte wurde ich zu den ersten Startup-Contest eingeladen und habe dort mit meinem Konzept ganz gut abgeschnitten. Danach ist eine Person auf mich zugekommen und meinte, solche jungen Gründer und Konzepte wie dich brauchen wir in unseren Business Incubation Centern, BICs. Somit habe ich den Rat bekommen, mich bei dem ESA BIC in Darmstadt, Hessen zu bewerben. 45 Seiten Businessplan auf Englisch, UG-Anmeldung, englische Präsentation vor einer internationalen Jury, das macht ein 18-Jähriger natürlich mit links. Nicht. Auch wenn ich da nicht damit gerechnet habe, wurde ich im Januar 2017 aufgenommen und erhalte im Zuge des einjährigen Programmes eine Förderung. Der ESA sowie des Europäischen Fonds. Nicht schlecht, GZ. Nun zu meiner Frage. Eigentlich fragt er nur, wie steht ihr zu einer Selbstständigkeit mit 18? Darüber können wir noch zuerst reden eigentlich. Wie stehen wir zu einer Selbstständigkeit mit 18? Erstmal, ich stehe da positiv. Drauf, achte drauf, ob die Förderungen steuerfrei sind oder nicht. Ganz wichtig. Das klingt sinnvoll. Weil wenn die, es könnte sein, also der Europäische Fonds, ich gehe jetzt davon aus, dass die Sachen steuerfrei sind, weil es eine staatliche Förderung ist. Aber du sagst ja, da ist noch dieses andere, dieses Incubation Center Förderungsding gedöns mit dabei. Lass dir das erklären, das kann ich natürlich jetzt nur anhand des Namens nicht sagen, aber es könnte halt sein, dass das nicht als Förderung angesehen wird gegenüber dem Finanzamt, sondern als quasi Umsatz zählt und dann müsstest du es versteuern. Und wenn du es nicht tust, dann hast du halt ein Problem, weil irgendwann kommt die Nachzahlung. Hast du mehr Geld? Ja, hast du jetzt gerade mehr Geld, klar, sicher. Mehr Geld. Aber wenn du hast mehr Geld. Und wenn du nicht kriegst, hast du mehr Geld. Ist ein Problem. Also ich weiß es halt nicht, natürlich. ich bitte dich halt nur, dich da schlau zu machen. jeder Steuerberater wird dir da aber ohne Probleme schnell eine Antwort drauf geben können. Also, aber ganz wichtig, weil ich glaube, ein Problem, gerade in Deutschland, ist, Schülern und Studenten wird in Deutschland nicht gezeigt, wie man sich selbstständig macht. Ich finde, das ist so ein großer Nachteil in der Schule. Es gibt kein Fach, was mache ich eigentlich im Leben oder wie funktioniert das Leben oder so. So, welche Versicherung brauche ich und so Geschichten? Ja, aber komm, also dieses Versicherung, den ersten Teil hätte ich jetzt gerade gesagt, da stimme ich dir voll zu. Aber mit diesem ganzen Versicherungsding haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Nee, nicht nur die Versicherung. Nicht nur, dass die Schule halt nicht alles zeigen kann. Aber auch, kann, aber wie gründe ich oder ähnliche die Geschichten. Die Menschen, also wir sind ja jetzt auch nicht verreckt. Oder unser Leben läuft ja auch weiter. Und wir haben auch alle eine Versicherung. Und
Nein, das mit der Versicherung war jetzt nur so nebenbei. Was ich halt wichtiger finde, ist, gerade wenn du gründest, sagt dir halt keiner, wie das aussieht mit Steuern, mit Umsatzsteuer, wann kommt die Einkommensteuer, wann wird Gewerbesteuer fällig, wie sind die Fristen und ähnliche Geschichten. Da hatten wir auch Probleme, haben Probleme immer mal wieder. Ja, also es ist halt alles nicht ganz so trivial. Zwischendurch ruft das, ist das Finanzamt manchmal schneller, als du denkst. Ja, und dann stehst du dann da, wenn du nicht vorgeplant hast. Deswegen generell finde ich, wie gesagt, Gründung gut mit 18. Warum nicht? Du bist jung, hast nichts zu verlieren. Und wenn es scheiße war, bewirbst du dich dann halt danach und sagst halt, okay, ich habe das halt probiert. Und ich aus Personalperspektive würde halt sagen, würde das halt positiv ansehen. Weil du hast es halt probiert, du hast halt was Echtes probiert und scheitern kann halt jeder. Aber ich sag halt nur, da sind halt auch viele Fallstricke, die Leute zu Fall gebracht haben im Nachgang, die manchmal ganz trivial sind und die man halt verhindern könnte. Ich finde 18 zu früh. 19 wäre okay. Also 18 ist halt so, da bist du ja gerade mal erwachsen, weißt du. 19 ist so ein Jahr mehr ein Jahr mehr Lebenserfahrung. Kannst du doch saufen, Mensch. Allein die Tatsache, dass er tatsächlich einen 45-Seiten-Businessplan gemacht hat, das ist schon ziemlich zeigt ja, also hat er schon mehr geschafft als die meisten Gründer wahrscheinlich. Ja. Und das auch noch alles auf Englisch, das ist auch nochmal ziemlich nicht so ohne. Ja genau, Business-Englisch ist ja ein bisschen was anderes als das, was man in der Schule lernt. Ja. Auf jeden Fall. Da gibt es eigene Fächer. Wenn du beispielsweise, also ich weiß das von meiner Freundin, wenn du halt BWL studierst, dann hast du ja auch teilweise Business-Englisch und das musst du ja auch erstmal wieder lernen. Das beim Maschinenbau auch. Du hast immer berufsspezifisch nochmal die ganzen Fachwörter. Mhm. Lernst ja alles in der Schule nicht. Also das ist schon nice. Das hat er echt was auf die Beine gestellt. Was geleistet, das ist schon geil. Ich finde das auch cool. Auf jeden Fall lass dich da nicht unterkriegen. Mach das weiter. Wie gesagt, lass dich da aber auch beraten. Das kostet auch im Zweifel nicht viel Geld. Er ja, oder wenn du über Studentenwerk noch, oder sowas gehst, dann halt auch im Zweifel gar keinen. Sucht noch einen Partner. Er sucht tatsächlich noch dringend Entwickler/Mitgründer. Ui. Ach, das heißt, er so, aber hey, Mitgründer, also keine reinen Investoren, sondern Leute, die beides, also auch ja, Arbeit weiß ich nicht, sagt er hier. Also man kann sich wohl bei Facebook beispielsweise melden, unter Spotlock, Spotlock. Mache ich jetzt. Tue ich tatsächlich ja, gerade. Also mitgründen. Die Frage ist, generell können solche Geschichten echt interessant sein. Also ich bin auch der Meinung, ich finde sowas auch immer ganz cool, wenn so ein Zuschauer sein Leben in die Hand nimmt und dann erstmal so seinen Traum durchsetzt und macht, was er machen will. Ich bin interessiert, sagen wir mal so. Guck mal, der macht sogar auf Facebook Videos, wie die Entwicklung der App voranschreitet. Geil. Kannst du mir nochmal buchstabieren, Peter? Spotlock. Okay, danke. Hat auch Snapchat und Instagram und Twitter. Ich weiß allerdings nicht, was die App überhaupt macht. Funktion. Das hat er auch in der E-Mail nicht gesagt. Mache das Telefonieren überflüssig, verpasse keinen Moment mehr mit deinen Freunden, erstelle Events. Mache das. Das tat sich mega interessant. Auf der anderen Seite wage ich es gerade nicht im Podcast weiter nachzufragen, weil ich jetzt nicht 100.000 E-Mails haben will über irgendwelche Ideen, die hier ankommen. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Auch wenn ich da jetzt gerade für interessiert bin. Ich finde es auf jeden Fall, also wir finden das alle cool, dass du das machst und wünschen dir natürlich weiterhin viel Glück. Auf jeden Fall, viel Erfolg. Mit deiner Gründung und deiner eigenen kleinen Firma. Möge sie wachsen und dich zu Reichtum führen. Kommen wir zur nächsten E-Mail, jetzt ein bisschen quatschiger. Grüß euch Jungs, ich habe letztens im Netz, von Alexander übrigens, ich habe letztens im Netz ein paar Bilder mit Es gibt nur zwei Arten von Menschen gesehen. Da waren echt lustige und teilweise auch echt verstörende Dinge bei. Sucht euch was aus, was ihr beantworten wollt. Also es gibt nur zwei versteht ihr das? Also nur A oder B. Genau, A oder B, genau richtig. Soße aufs Essen oder Soße neben das Essen? Aufs Essen. Aufs Essen. Aufs Essen. Boah, ich weiß jetzt nicht mal wieder von der Mühe. Jetzt komm, du bist doch alles getrennt. Du bist doch alles getrennt. Ja, genau. Ich wollte gerade tatsächlich sagen, also eigentlich, also wenn Kartoffeln, über die Kartoffeln ja, über den Rest daneben. Also ich sag mal, über die ballaststoffreichen, also Nudeln, Reis, Kartoffeln, Soße drüber, bei dem Rest daneben. Okay, bei Pommes würde ich beispielsweise auch daneben bevorzugen, sage ich jetzt mal. Was ist, wenn auch wenn es nicht nur normale Soße, also beispielsweise Currywurstsoße, die würde sich halt voll aufsaugen. Aber selbst wenn es Mayonnaise ist, mag ich halt lieber daneben, wenn möglich, weil ansonsten hast du nachher in so einer Schachtel Pommes dann immer noch so diese zwei, drei Pommes, die halt schon so komplett voll sind mit Mayo und das finde ich abartig.
Ich will halt immer nur so ein bisschen Mayo auf die Pommes. Ja. Aber ansonsten eigentlich sowas, Soße aufs Essen. Ja. Soße ist ja meistens auch das Geilste. Soße ist beispielsweise auch bei den Subs von Subway das Ungesündeste an den ganzen Subs. Habe ich letztens nur im Fernsehen gesehen, fällt mir gerade ein. Was habe ich letztens Stimmt, gehört im auch. Radio, dass jetzt bei Subway ja in dem Chicken nur 40% Chicken drin sind, der Rest ist irgendwie Tofu. Haben sie jetzt ja, geklagt. Das habe ich gerade eben gelesen. Das habe ich gestern okay. gehört im Radio. Ja, dass das Chicken halt nicht Chicken ist, was prinzipiell nicht schlimm wäre, dass da Tofu drin ist, aber es ist halt falsch gekennzeichnet, weil es wird halt als Chicken verkauft und nicht als Chicken mit der Hälfte. Es macht halt einen Unterschied, ob du sagst, es ist mit 100% Hühnchenfleisch gemacht oder es ist zu 100% aus Hühnchenfleisch gemacht. Weil wenn du halt dann auch nur ein bisschen Prozent Hühnchenfleisch drin hast, aber dieses Hühnchen ist zu 100% Hühnchenfleisch, hast du mit der ersten Aussage ja trotzdem noch recht. Ja, genau. Aber genau das ist wohl gerade die Frage, weil der Zitat ist, das Hühnchenfleisch besteht zu 100% aus weißem Fleisch und Gewürzen. Das ist die offizielle, also deswegen mal gucken, was das so wird. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, dass da Tofu drin ist, aber wenn es halt falsch gekennt, die werden höchstens einen auf den Sack kriegen wegen der Kennzeichnung. Ja, genau. Ich mag Subway eh nicht. Okay, A, 10 Jahre lang duschen oder B, nur ganz kurz? Ich bin da A, ich dusche mal lang. Ich dusche mal kurz. Ja, ich bin auch ganz kurz. Ja. Tja, keine Genießer hier. Ich finde tatsächlich Duschen nicht Das ist wie Zähneputzen. Das ist eben genau, das ist wie Zähneputzen. Wenn ich baden gehe, dann gehe ich bewusst baden, um halt mich zu entspannen. Und ja, Duschen irgendwie nicht. Interessant. Ich finde halt Duschen unfassbar entspannt. Ja, es entspannt sich so halt Gedanken auch, aber ich Schweifen lassen. Mir Dinge vorstellen, wie ich König der Welt bin und so. Immer schön. Meine kleine eigene Machtfantasie immer unter der Dusche ausleben. Ja, hast auch so wasserfesten Erding und malst immer die Fliesen der Schlachtpläne. Ja, genau. Wärst du das Wasser über mich drauf, dann stell ich mir so vor, wie gerade wir da schlachtmäßig stehen und es regnet. Ja, wie das okay, Blut über dich Text. Drüberfliegen. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. A, nach dem Duschen keine Unterhose, B, safe eine Unterhose. Das verstehe ich nicht. Okay. Vielleicht rennt er dann immer nackt durch die Gegend oder zieht sich eine Jogginghose ohne Unterhose drüber. Ich bin safe nach dem Duschen eine Boxershorts. Ich ziehe auf jeden Fall auch eine Boxershorts an. Also, wenn das wirklich also ich ziehe mich nach dem Duschen an. Ja. Ja, wobei ich kenne tatsächlich auch einige Leute, die präferieren es, nach dem Duschen erst nochmal irgendwie in einem Handtuch oder Bademantel abzuschütteln. Stimmt, kenne ich auch. Ah, da, dann irgendwie, keine Ahnung, weißt du, du gehst halt duschen und zum Entspannungsfaktor des Duschens zählt dann irgendwie nochmal 20, 30 Minuten lang nur ein Handtuch zu haben oder nur einen Bademantel und dann ziehen die sich quasi erst an. Ja, stimmt. Kenne ich auch. Habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich bin A. Nee, Moment, B. Safe eine Unterhose. Mhm. Sind wir dann alle offensichtlich. Einen Wecker zum Aufstehen oder viele Wecker fürs Aufstehen? Ich hab also wahrscheinlich mehrere Alarme, war. Mehrere Alarme, genau. Ja. Also ich drücke, glaube ich, ein oder zweimal drücke ich auf weiter. Dann einen halben Wecker. Was heißt denn einen halben Wecker? Ja, normalerweise brauche also gerade wenn also so rhythmisch, wie wir aktuell sind, brauche ich morgens zum Beispiel eigentlich gar keinen Wecker zum Aufstehen. Also ich hab zwar einen gestellt, aber ich wache eigentlich immer jeden Morgen um 9.30 Uhr auf. Krass, ich werd nie vergessen, wo ich dich wecken wollte, wo ich dachte, du bist tot. wo ich in deinem Zimmer gestanden habe und dich angeschrien habe und du mich wach geworden bist. Okay, also verschlafen kann natürlich jeder schon mal, klar. Nee, das war ja nicht verschlafen, ich weiß gar nicht mehr, worum da ging. Ich weiß noch, worum es da ging. Das war morgens um 6, ja, wir haben 2 Stunden geschlafen. Nee, nicht die Geschichte. Das war, als wir zusammen gewohnt haben. Da musste ich dich wegen irgendwas wecken und dann lagst du im Bett und da wusste ich dann, also dann, weißt du, ging halt erst so los mit Klopfen an der Tür. Ja, keine Reaktion. Tür aufgemacht und nochmal gefragt, so, ey, Dennis. Und dann, wenn dann halt immer noch keine Reaktion kommt, ist so der erste Moment schon so, was machst du denn jetzt? Hingehen, berühren. Nee, auch nicht. Und dann war Schreien. Und irgendwann bin ich wieder raus und dachte mir so, ey, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und da bin ich aber immer wieder rein. War das nicht noch zu der Zeit, wo wir eigentlich immer erst um 12 angefangen haben? Ja, das ist schon lange. Ja, wenn du mal morgens um 10 bei mir stehst, dann bin ich ja noch im Tiefschlaf. Aber das war krass. Da hab ich echt gedacht so, boah, Alter, was ist denn jetzt los, ey? Nee, aber tatsächlich, aktuell ist es halt so, ich wach morgens eigentlich immer um 9.30 Uhr wach. Okay.
Ich brauche einen Wecker. Der klingelt um 8 und dann stehe ich auf. Ja. Um 7. Nicht so kompliziert. 7 oder halb 8. A, ordentlich. B, unordentlich. Alter, C, chaotisch. Auf was? Auf was bezogen? Mein Leben. Boah, ey, das ist okay, stimmt, wir können das auf unterschiedliche Sachen beziehen. Beziehen wir es erstmal auf die eigenen Zimmer. Boah, kommt doch Arbeitszimmer oder Schlafzimmer? Das kommt wirklich Arbeitszimmer ordentlich. Ja, das, was du nur alleine, also was du mit niemandem teilst. Mein eigenes. Dann unordentlich. Ich auch unordentlich. Also ich glaube im Vergleich zu Bram und Peter eher ordentlich, aber noch nicht so perfektioniert. Ich würde auch eher ordentlich sagen. Also ich räume relativ häufig meinen Quatsch weg. Ja, Schlafzimmer chaotisch. Wenn es nämlich jetzt um Räume geht, die ich mit anderen teile, dann ordentlich her. Aber nicht aus eigener Überzeugung. Eigentlich bin ich ein unfassbar unordentlicher Mensch, wenn es um die Wohnung geht. Aber man muss sich dann ja anpassen. Genau. Also die anderen Räume sind halt ordentlicher, weil Also wenn ich mir das wieder angucke, mein Wohnzimmer, das ging eigentlich klar. Ja, das ist auch ordentlich, ja. Ja, mein Büro? Naja. Andere Frage. Naja. Also echt so, also man merkt halt tatsächlich so, in welchem Raum ich halt auch viel Zeit verbringe, ja. So Wohnzimmer, ja, da sitzt halt mal vorm Ding und so, und da steht vielleicht mal ein paar Sachen auf dem Tisch. Und die kannst du auch relativ schnell wegräumen, weil da passiert nicht so viel. Ein Büro, ja, guck mal, hier wird mal kurz was gegessen, da wird was hingelegt und so weiter. Und die Sachen stapeln sich links, rechts, überall. Und irgendwann läufst du einfach nur noch durch so einen Kartontunnel mit einem Weg bis zum Schreibtisch. Dann hast du genau die Fläche, wo der Sitz passt und so. Jedes halbe Jahr kriegt er mal einen Raffel, dann wird das so in einmal weggeräumt. Und ich bin so, ah, guck mal, jetzt ist er richtig ordentlich. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Es ist so wie mit Reaper bei Mass Effect. Es gibt so Züge. Alle 50.000 Jahre wird der arme Müll leider zerstört und genau, dann geht's wieder von vorne. Alle 50.000 Jahre wird ja einmal die absolute Grundreinigung gemacht, danach kannst du hier vom Boden essen, ja. Dann dann wird hier direkt neu gestrichen und alles drauf und dran und dann ja, beginnt das wieder so langsam von vorne. Der Zerfall beginnt. Kenne ich aber auch diese Art und Weise, mit sowas umzugehen. Habe ich ganz genauso. Aber jetzt könnte man das beispielsweise auch noch auf den Computer beziehen. Und da muss ich sagen, immer noch unordentlich. Was? Das ist tatsächlich bei mir wiederum anders. Ich meine, mein Desktop zum Beispiel auch, mega sortiert. Ja, und meine Ordnerstruktur auch. Ich finde das total schlimm. So Leute, die 50 Milliarden Verknüpfungen auf dem Desktop haben, da kriegst du Unbehagen. Die habe ich aber auch, aber die sind halt bei mir nach Themen sortiert. Ja, genau. Aber so, weißt du, einfach den ganzen Desktop voll, da krieg ich, So wie bei mir. So krass. Aber ich glaube, wenn ich den Desktop benutzen würde, dann würde das bei mir genauso gehen, aber ich sehe den Desktop nie. Ich benutze halt nur die Schnellleiste unten. Irgendwas habe ich halt immer maximiert. Ich sehe halt den Desktop einfach nicht. Wenn wir Podcast-Aufnahmen machen, habe ich ganz oft einfach nur den Desktop. Na, da bin ich immer halt im Browser. Und guck halt Sachen nach oder sowas. Ich sehe das doch nicht. Deswegen muss der für mich auch nicht ordentlich sein. Wo ich halt gucke, dass es ein bisschen, dass es Ordnung hat, beispielsweise die Let's Plays, die wir aufgenommen haben oder die Aufnahmen oder wo ich halt meine Sachen, die man halt so braucht, sowas wie Intros und neue Binden und so, das ist halt alles zum Schneiden und Rohdateien und so, da habe ich ein ganz klares System und das ist alles ordentlich. Und wo die Spiele hinkommen und klare Partitionen, klar. Aber dann ist auch vorbei. Also Arbeit muss halt schnell gehen, aber um alles andere kann ich mich nicht kümmern. Die Suchenfunktion ist halt super. Ich benutze super viel die Suchenfunktion einfach. Immer die ersten zwei Buchstaben eingeben, starten, zack. Das mache ich nur bei ganz bestimmten Sachen, so wie Druck. Ja, oder halt die Schnellleiste unten. Die ist halt immer da und da habe ich alle wichtigen Programme. Genau. Aber Rest eher ordentlich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Eher ordentlich, ja. Okay, Buchzeichen oder Eselsohr? Eselsohr. Buchzeichen. Buchzeichen heißt das doch gar nicht, oder? Lesezeichen. Lesezeichen heißt es, genau. Ja. Also ganz klar Seite umknicken. Weil ich sagen muss, in letzter Zeit lese ich eigentlich mehr digital, von daher geht Eselsohr gar nicht. Aber krass, früher, ist ja genau umgekehrt. Ich habe also in diesem Jahr habe ich bestimmt schon. Also eine zweistellige Anzahl von Büchern habe ich schon komplett gelesen. Ja, okay, aber ich lese die halt trotzdem digital. Ja, nee, also ich meine auch tatsächlich analog. Also wenn ich überlege, letztes Jahr, ich bin dieses Jahr irgendwie wieder komplett irgendwie auf analoge Bücher umgestellt. Dann so Romane oder?
Nee, tatsächlich habe ich gar keinen Roman gelesen. Ich habe viele Sachbücher, worüber ich halt zum Beispiel aktuell habe. Ich habe zwei neue Bücher jetzt schon wieder, die ich gerade lese. Und die heißen, das kann ich dir sofort sagen, die heißen einmal Intelligent investieren. Der Bestseller über die richtige Anlagestrategie. Also ich sage jetzt nicht, dass das das beste Buch ist, aber das ist halt eine Meinung wieder, die ich mir dazu geholt habe. Und dann habe ich noch von Gerald Hör an, das ist ein Österreicher, der im Investmentbanking tätig ist, der heißt Warum ihr schuftet und wir reich werden. Ah ja, okay, also mehr so solche Art Bücher, ich verstehe. Genau, und da geht es halt dann darum, dass so große Fehler, die halt viele Leute machen, worum sich halt Leute keine Gedanken machen, die aber katastrophal eigentlich sind, für die eigene Freiheit dahinter. Um halt nicht vom System aufgefressen zu werden. Zum Beispiel machen die Konsumschulden oder so Geschichten. Jay startet erstmal Heinz Zeit eins. Der ist durch seine umstrittenen Thesen zur Vermögensplanung bekannt geworden. Ja, genau, ist er auch. Also das ist halt auch wirklich wieder so eine Meinung, die ich mir dann dazu hole, um meine eigene Meinung zu bilden halt. Hast du auch das Geistensbuch? Ne, das kenne ich gar nicht. Was ist das Geistensbuch? Ich glaube, die haben auch so ein Geistensbuch, wie man reich wird. Aber machen das nicht jeder, der irgendwie, hat das nicht Trump auch beispielsweise? Ja. Ja, bestimmt. Aber das ist halt auch teilweise hast du aber echt. Auch nicht. Okay. Nee, habe ich auch nicht, aber es ist halt teilweise interessant zu lesen, muss man sagen. Und da steht auch immer, also natürlich darfst du nie ein Buch für voll nehmen. Ja, aber das ist halt das so. Ist wahrscheinlich wie, ganz wichtig. Das ist halt so wie mit Artikeln, weißt du, wenn du dich versuchst, differenziert zu einem Thema zu informieren, dann sagst du ja auch nicht, okay, der Games-Artikel ist jetzt das Gold, sondern du nimmst halt den Games-Artikel und dann kann er vor Players und whatever. Und dann hast du nachher 10 Artikel gelesen und dann hast du dich darüber halt über ein Spiel informiert. Ja. Ich bin übrigens gerade ein bisschen unabhängig vom Thema, ehrlich gesagt, aber ich habe jetzt, während wir hier geredet haben, einen japanischen Account angelegt und bin im East-Shop von der Switch in Alles Japan. Klar. Bitte mal alle Peter reporten, damit der gebannt wird. Ich weiß ja gar nicht, wie mein japanischer Account heißt. Egal, einfach alle japanischen Accounts reporten. Ja, einfach das wäre der chinesische, verdammt. Der ist Kawaii, Peter. Und ich konnte jetzt tatsächlich 2 Demos runterladen, aber bezahlen kann man wohl nicht mit Kreditkarten. Man muss da irgendwie, weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Guthaben wahrscheinlich wieder, gleicher Trick. Money. Okay, nächstes A oder B. Handyschutz oder Nope? Also Hülle oder keine Hülle? Nope. Hülle. Nope. Ja, stimmt gar nicht. Nachdem ich da Erfahrung gemacht habe, dass es sinnvoll ist. Moment, also Hülle? Also Hülle ja. Ich habe ja immer diesen Ledereinband, aber nicht dieses Displayschutz. Ich habe die Pizza mit Hülle. Die sieht mittlerweile ganz schön aus wie Drecksau. Ja, das glaube ich. Keine Ahnung, wie viele Jahren. Ich hatte früher die Pizza mit Hülle auch, aber jetzt habe ich irgendwie, ich glaube, für meine Größe gibt es auch gar keine Pizza mit Hülle, weiß ich gar nicht. Ne, wir haben ja irgendwann aufgehört, die zu verkaufen. Ja, ich habe keine Hülle. Okay, wisst ihr das auch? Wisst ihr da auch Bescheid? Falsche Geburtstagsangaben oder 100% true bei Internetregistrierungen beispielsweise? Ich mache die mal true. Witzigerweise true. Sogar, wenn du auf so eine Seite kommst, keine Ahnung, von dem neuen Resident Evil Spiel, ja, und dann musst du dir da auch das Geburtsdatum angeben. Lustigerweise gebe ich sogar da meinen richtigen Tag an, obwohl es ja reichen würde, einfach nur das Jahr anzugeben. Ja, mache ich aber auch witzigerweise immer ja. Richtig. Das aber ist, aber im Gegenwart von anderen sage ich immer, ich bin eigentlich erst 24. Was? So als Gag. Also wenn ich neue Leute kennenlerne, dann sage ich immer erst, ich bin jünger, um dann zu testen, ob sie mich älter einschätzen. Eigentlich heißt ja, es aber du siehst ja eh aus. What? Das ist ja, was ist das denn für eine Verhaltensstörung? Wieso sagst du denn, du bist jünger, als du bist? Um dann zu gucken. Um eine psychologisches Experiment. Um eine Konversation aufzubauen. Du bist mir zu jung. Ich gehe wieder. Ist voll der Trick, um Frauen aufzureißen, weißt du? Ja, hallo, ich bin Fabian, ich bin 24. Und dann, so, und dann lernst du die so kennen und dann so nach einem Monat Dating, so, weißt du eigentlich, weil ich Sebastian heiße. Ja. Witzigerweise war das bei meiner Freundin wirklich so. Da vor der Schwarze getroffen. Da habe ich hab nämlich auch Spaß, weil ich dachte, sie weiß, wie alt ich bin. Hatte ich gesagt, ich bin 3 Jahre jünger, glaube ich, oder 4. Ja, aber ist auch voll der lustige Spaß. Ey, wie alt bist du eigentlich? Ja, guck mal, der andere weiß das bestimmt. Der fuck nur just for the lols, weißt du? Ja, ich hab halt gedacht, dass sie weiß ist, ne? Ich war dann, ganz ehrlich, ja. Und dann hat sie das halt, dann habe ich das nachher aufgeklärt. Das hat sie aber wohl nicht so richtig zugehört oder das als Spaß interpretiert, ja, dass ich dann doch älter bin. Und irgendwann kam dann so raus, dass sie ja von 88er Jahr bekannt bin und dass ich ja eigentlich doch viel älter bin. Wobei das halt keinen Unterschied gemacht hat. Boah, mega, mega Joke. Ich schwör, hab ich voll kaputt gelacht. Richtig krasser. Ja, ja. Richtig krasser Prank.
Richtig krasser Klau von drei Lebensjahren. Richtig krasser Klau, ey. Schon ein bisschen freaky, ehrlich gesagt. Jetzt mach ich mir Sorgen. Okay, ich bin eigentlich schon 30, was? Sepp, kannst du mal bitte eine Kopie vom Ausweis schicken? Danke. Haben wir sogar, meine ich sogar. Weil das hat ja schon mal gemacht für irgendwas. Ja. Okay, A, Pudding einfach löffeln oder B, vorher umrühren? Vorher umrühren, immer. Niemals, einfach löffeln, ey. Was umrühren? Pudding einfach löffeln oder dann vorher umrühren? Der Pudding ist kommt aber drauf an, ob Sahne drauf ist. Kommt drauf an, wie alt er ist. Also wenn du schon dieses Molkewasser oben drauf hast, also auch bei Joghurt, dann rühren, ansonsten nicht. Ja gut, aber okay, wenn Sahne oben drauf ist, auch nicht rühren, Christian? Manchmal mache ich das, manchmal nicht tatsächlich. Oh, Freak, ey. Ja, das ist wirklich so. Also hin und wieder. Ja, das bin ich auch Anarchist. Also ist auch so. Es gibt so manche Puddings, da denke ich mir so heute so, oh, geil, jetzt die Sahne lecker löffeln, weißt du, dann nach dem Pudding voll nice. Aber manchmal denke ich mir, das sind die Allerschlimmsten, die erst die Sahne löffeln und dann den Pudding. Und ja, wenn die Sahne halt oben ist, was soll ich denn machen? Soll ich die Sahne erst runter so machen? Weißt du, wie beim Ei essen, wenn du ein bisschen Eigelb nimmst und ein bisschen Eiweiß, halt immer so an den Seiten reinstechen und dann hast du halt immer ein bisschen Sahne. Das ist ja beim Ei wird erst das Eiweiß gegessen, danach das Eigelb. Was? Oh Gott. Bei einem hartgekochten Außer. Ja, hartgekochte Eier. Ist das einfach von oben nach unten? Nee, Quatsch. Das ist von außen nach innen. Außer du schneidest halt in Scheiben, um auf ein Brötchen zu legen. Achso, dann isst du beides gleichzeitig. Ja, logischerweise. Du hättest dann ja auch die einzelnen, die quasi die Eiweißröllchen, hättest du ja trennen können von dem Eigelb. Nein, also meinst du so die linke Hälfte vom Brot mit Eigelb belegen, die rechte mit Eigelb? Voll nice, da muss aber unterschiedlich viele Eier kochen, weil Eigelb ist ja immer weniger. Das stimmt, da brauche ich zwei Eier für Eigelb und nur eins für Eiweiß. Boah, Gott, das ist ja bisschen freaky, Junge. Ne, aber meine Essensgewohnheiten sind ja so. Ja, okay. Da kann man einen Podcast drüber machen. Aber, also, du würdest ja, selbst. Na, beispielsweise, ich kann mich noch an früher erinnern, weißt du, wenn es so Kartoffelpüree mit Möhren gab. Ja? Und dann gab es halt am nächsten Tag, weil Mutti kocht ja immer für zwei Tage, für zwei Tage. Gibt das am nächsten Tag, weißt du, so untereinander gerührt. Und das war nochmal, also ich weiß, das gehört zu den Gerichten, weißt du, die aufgewärmt nochmal irgendwie geiler schmecken als vorher. Und dann war das auch noch gemischt. Und das würdest du das dann wieder entmischen, oder wie? Nee, das nicht. Aber jetzt kommt's halt. Das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es am nächsten Tag Kartoffelpüree mit Möhren nochmal. Separat. Sondern konntest du halt wieder selber dir auf den Teller tun. Da war halt gut. Krass. Ich kenne zum auch Leute, ganz also ganz beliebt ist ja auch Kartoffelstampf mit Sauerkraut, ja. Ist ja auch. Und ich kenne super viele, die den Sauerkraut unter Kartoffelstampf mischen. Und ich habe mir immer gefragt, wer macht denn sowas, Alter? Das ist voll freaky. Ich würde das auch machen. Das ist voll lecker. Natürlich also, ist Sauerkraut separat zu Kartoffelstampf. Soße gehört da doch auch bei. Und, weißt du, du mischst das zusammen, dann nimmst du halt auf die Gabel und mit der Spitze von der Gabel stichst du noch ins Kassler rein und dann. Du hast ja alles dran. Alter, du bist so hilarious, Alter. Das geht halt auf jeden Fall. Dann hast du einfach drei Sachen, die. Boah, ich bin einfach so crazy, Junge. Ja, wirklich, ich will die Welt brennen sehen, ey. Seht genau. Nein, du musst. Ich esse mein Kassler auch mit Sauerkraut. Du musst natürlich erst das Sauerkraut essen, dann den Kartoffelstoff, dann das Fleisch. Ja, dann kannst du auch einfach jeden Tag. Dann isst du an dem einen Tag Sauerkraut und dann an dem anderen. Ja, sicher, erst aufessen. Also, du isst wirklich echt, erst jetzt? Den ganzen Haufen Sauerkraut, dann den ganzen. Einen Haufen Kartoffeln das in den Kasten. Das ja, genau so macht er das. Ich will im Mund doch die einzelnen Komponenten schmecken. Ja, aber der, also natürlich macht man das zwischendurch mal, weil du kannst spielen. Genau, aber die Geschmacksexplosion, die gibt's ja erst in der kunstvollen Form des Mischens. Nee, wenn ich die Mischung haben will, esse ich Suppe. Du nimmst ja auch nicht eine Nuss, die Nussschokolade. Da ist alles in einem drin, ja, da trennt man das nicht. Alter, du nimmst doch auch, um eine Nussschokolade zu essen, nimmst doch nicht Nüsse in die eine Hand und Schokolade in die andere, dann isst du erst die Schokolade und schmeißt dann die Nüsse hinterher. Was ist denn Nussschokolade zum Essen? Schokolade mit Nüssen drin. Ja, aber das sind ja schon drin. Also, ja, aber natürlich, das kann ich auch nicht mehr trennen. Nach deinem Prinzip dürftest du die gar nicht kaufen, sondern nur Schokolade und Nüsse einzeln. Quatsch, nach meinem Prinzip natürlich darfst du das kaufen, weil das ist eine Produkt, ja? Das ist genauso wie die Kartoffelstampf, da mache ich auch nicht die Milch wieder raus. Ja. Ja, ich verstehe das. Sehe ich schon. Ich verstehe das schon. Nur wenn du halt im Endeffekt die Sachen kommen ja getrennt auf dem Teller an, dann werden die halt auch getrennt auf dem Teller gegessen. Genau, so sieht das aus.
Das ist mega bescheuert. Das ist mega lustig. Ich find's witzig, dass ihr das so nicht wusstet, weil das macht ja jedes Mal, wenn wir mit Proben essen gehen. Also jedes Mal, wenn wir im Griechen sind oder so, ist da halt erst die Pause. Ja, und dann das ich war. Analysiere ja nicht, wie hab ihr euer Essen in euch reinstopft, Peter. Ja, ich hab's auch erst nach ein paar Jahren gecheckt und ich kenne Bram schon lange. Ja, irgendwann hat Peter dann mal drauf geachtet, hat mich dann gefragt beim Essen so, ist das die Pommes? Ja. So, ja sicher, mach ich immer. Und dann, dann fing er immer drauf zu achten, ob ich das in dem Moment quasi nur so gesagt hätte, weißt du? Ja, das war mir so, das war so, der verarscht mich doch, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ja, aber ist halt so, kann ich auch nichts für. Das schmeckt mein Essen halt besser. Genauso ist ja auch, wenn wir im Steakhouse sind und so weiter, ja, ist das Steak meistens als letztes. Ja, aber das ist aber auch so eine Sache, die ich öfter schon bei mir festgestellt habe, dass wenn ich Sachen etwas getrennter esse, ja, also so an Bram komme ich dann natürlich nicht ran, dann esse ich auch das, was mir am besten schmecken wird, zuletzt. Ja, das mache ich auch. Also ja, damit du danach noch so den Geschmack davon im Mund hast. Genau. Ja, genau. Erst muss der Ranz weg. Und dann kannst du. Also nicht Ranz, aber. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Okay. Dann haben wir das Essensthema auch. Okay, pass auf. A, Schokolade brechen und dann essen oder einfach abbeißen? Brechen. Boah, nee, abbeißen sind abbeißen. Voll widerlich. Das heißt, ich finde abbeißen mega eklig. Warum ist das eklig? Weil du dann, pass auf, ganz einfach. Weil du mit dem, pass auf, stell dir vor, ich hab Bock auf einen Riegel Schokolade, ja? Und ich hab dann, gut, Moment, dann breche ich du mir einen Riegel ab. Dennis, du machst gerade den Transformer. Oh. Also okay, Scheiße, wenn du einen Moment. Riegel essen möchtest, dann breche ich den einen Riegel auch ab, ja. Ja, und beiß ich den ab. Aber ich beiß doch nicht in die ganze Tafel Schokolade rein. Vor allen Dingen, wenn ich die ganze Tafel Schokolade sowieso essen möchte, dann breche ich die mit dem Mund quasi da ab. Nee, weißt du, ich würde nicht mal in den Riegel beißen. Nee, dann mach ich auch nicht. Selbst der wird gebrochen. Wie isst du dann Kinderriegel? Nee, erst so ein Viererreihe abbrechen dann quasi. Ja, und dann jedes einzelne. Ja, genau. Boah, wisst ihr, was ich auch machen würde? Ach so, okay. Ja, gemischt. Was ich von euch gerne wissen würde, ist, wenn ihr Quark oder Joghurt oder sonst irgendwie was esst, ne? Oder Cornflakes, ist ja egal. Mhm. Großer oder kleiner Löffel? Großer Löffel. Kleiner Löffel. Ich nehme kleinen großer Löffel. Großer Löffel, hundertprozentig großer Löffel. Immer kleiner Löffel, lass doch viel mehr davon. Nee, Moment, immer stimmt nicht. Cornflakes immer großer Löffel, Joghurt und sowas ja, genau. Immer kleiner Löffel. Joghurt immer kleiner Löffel, genau, das habe ich auch. Nee, also Cornflakes habe ich auch kleiner Löffel. Weil Cornflakes, da finde ich so mega geil, wenn du so einen ganzen Löffel voll und dann macht mit Milch und Cornflakes machst, und dann packst du diesen ganzen Löffel im Mund und du hast so diese Bäckchen von so Ahörnchen, ja? Und dann wird so, das ist so mega ein geiles geil. Gefühl einfach, wie du das dann alles zerstörst mit deinen Zähnen. Nee, kleiner Löffel. Klein. Ja, ich auch. Da kannst du nämlich, weil dann kannst du im Mund nämlich den Löffel in den Mund schieben mit dem kleinen Löffel. Und dann mache ich sogar Folgendes: Dann sauge ich immer von dem Löffel erst die Milch runter und dann esse ich dann noch die Cornflakes. Wie lange brauchst du denn bitte zum Frühstück? Weil die Milch, wenn die dann halt mit den Cornflakes ist, dann schmeckt die Milch ja nicht mehr nach, nur nach Milch, sondern die hat sich ja mit dem Geschmack der Cornflakes getroffen. Ja? Und das ist voll geil. Ich glaube, Christian hat sich gerade gemutet, weil er tot vom Stuhl gefallen ist. Nee, der hat gesagt, er ist gerade weg. Nee, Gott. Nachbar hat gerade Paket abgeholt. Aber kleinen Löffel nehme ich tatsächlich, weil ich dann irgendwie... Boah, Christian hat das Beste verpasst vom ganzen Podcast, Junge. Hast du es nicht? Oh mein Gott. Pass auf, Bram nimmt immer einen kleinen Löffel und dann legt er dies hier quasi in den Mund, saugt aber erst die Milch vom Löffel und dann... Also, aber jetzt nicht so... Dann esse ich die Cornflakes. Aber jetzt nicht so den Löffel von an den Spitzen ansetzen und dann so schlürfen, ja, weißt du, sondern so quasi Löffel ganz im Mund komplett zu und dann Unterdruck machen. Genau, so Unterdruck machen, damit die Milch quasi zuerst raus, aber mit dem Gaumen hältst du ja quasi Cornflakes doch fest, wo die sind und dann hast du die Milch und den Geschmack voll nice, weil die ja so geiler Cornflakes schmilzt und dann den Cornflakes essen. Das mache ich auch. Kacke. Wie lange frühstückt ihr denn dann? Also sogar bei Joghurt, bei diesem kleinen Löffel gehe ich immer hin und schlürfe den Joghurt manchmal so von dem Löffel. Ja, genau. Weil ja, so ganz kleine Portionen. Bram hat gerade erzählt, wie er von einem Löffel quasi zwei Sachen sind auf dem Löffel und er trinkt erst quasi das eine und isst dann das andere. Genau. Während der Löffel im Mund ist. Ja. Ja, das ist Peter, so weird bin ich gar nicht. Also das kenne ich sogar tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich das immer so esse, aber so. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Alter. Peter kann heute Nacht nicht schlafen, der liegt mit so weit aufgerissenen Augen im Bett. What the fuck, Alter. Oh mein Gott. Vor allem, du brauchst doch dann eine Stunde, um so eine kleine Müsli-Schale dann erst zu machen. Ja, das ist ja das Gute daran. Wie lange saugst du denn mit so einem Löffel, Alter? Ich mach das ja nicht, du machst das ja. Das musst du mir sagen. Das ist genauso wie Leute, die vom Eis abbeißen, ja? Oh, wir haben 13:37, mein Kennzeichen hat sich auch diesmal geändert. Voll nice. Das war endlich frei. Nur so, als weiß mir gerade einfach. Alles klar, wow. Junge. Einfach mal so Kennzeichen. Also Köln SL 1337. Nee, anders. Ja, sehr gut.
A, WhatsApp-Chats immer löschen oder B, niemals löschen? Na, die löschen. Niemals. WhatsApp-Chat löscht man die denn? Ich hab vor kurzem das allererste Mal meine E-Mails ever gelöscht, weil mir Google gesagt hat, nie löschen. Dein Speicher ist voll. Da habe ich die E-Mails irgendwie von 2011 einfach mal ein Jahr gelöscht, in einmal. Also ich habe weder WhatsApp noch E-Mails jemals gelöscht. Wenn Sepp die Zeit jetzt überbrückt, kann ich dir mal meine erste E-Mail, die ich ever erhalten habe, mit meinem ewig Account. Ich glaube, ich lösche immer nur Videos, weil Videos halt Speicherplatz wirklich löschen, also wegnehmen und das halt auch erst später. Da bin ich natürlich jetzt auch wieder vielleicht Freak, aber ich habe einen Ordner bei mir auf dem Rechner, in dem alle WhatsApp-Videos, die wir ever auch verschickt haben, drin sind, weil ich die dann immer, wenn ich mein Handy wechsle, ziehe ich halt mir den WhatsApp-Ordner runter und dann kopiere ich aber den WhatsApp-Ordner aufs neue Handy, damit ich den Chat ja behalte, nur die Videos kopiere ich dann nicht mit. Okay. Ja, guck mal. Mit meiner privaten E-Mail habe ich am 26. März 2003 um 15.25 Uhr krass bei Redpads ein Redpad in schwarz und 4 Slicktapes für meine Maus bestellt. Mega geil. Aufnahme. Das ist witzig. Ich habe bis 2008, aber 2003 ist natürlich schon richtig krass. Und das ist nicht meine erste E-Mail-Adresse. Die hatte ich, glaube ich, bei, keine Ahnung, GMX oder so weiter. Crazy. Okay. Pizza mit Rand essen oder Rand liegen lassen? Niemals liegen lassen, das ist ja voll verschwendet. Verschwendet! Geht ja nicht, das hast du bezahlt. Das geht nicht, ey. Kauft sich ein Camaro, isst aber die Pizza ran, obwohl er nicht schmeckt, das ist weil so, er bezahlt das ist hat. So wie in den Camaro einsteigen, aber nicht mitfahren, ja? Ein Ding hast du komplett bezahlt, auch fürs Fahren. Ich finde tatsächlich, eine gute Pizza macht das aus, dass der Pizzarand halt auch schmeckt. Ja. Also ich esse die sowieso nur so gerne so dünn, diese dicken Dinger da am Ende kann ich eh nicht leiden. Es sei denn, die sind halt, du hast gefüllt. So einen dicken Rand, genau, weil der gefüllt ist. Dann ist okay, aber wenn die nicht gefüllt ist, dann muss der schöne, so Wulste links und rechts finde ich immer scheiße. Ja. Okay. Cool. Aber eine wichtige Frage dazu noch, Pizza mit Messer und Gabel oder mit der Hand? Messer und Gabel. Also komplett? Oder ja, das ist fast das gleiche wie bei mir mit diesem Löffel, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, mit Messer und Gabel irgendwie schmeckt das anders. Besser. Also das ist so komplett, ja, genau. Das ist so ein komplettes Kopfding wieder, aber irgendwie esse ich das lieber. Ich auch auf jeden Fall. Ich habe gerade geguckt, ich habe meine alten E-Mails hier gar nicht in meinem Google-Account drin, sondern die sind noch in irgendeiner komischen Backup- Datei, die ich mal von meinem Outlook gemacht habe vor 7 Jahren oder so. Da sind auch noch E-Mails, die bis ganz zum Anfang zurückreichen, aber das dauert jetzt zu lange. Da habe ich noch ganz viel. Das nächste wäre ein RGB-Kabel für die PS2 gewesen. Boah, weil früher alles gab. Über eBay, 6 Euro. Ja. Mit Versicherung bitte 8 Euro überweisen. Ne, ich habe nur 6 Euro überwiesen. Da kannst du das selber entscheiden über den Betrag. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe das bei eBay halt neu gekauft für 6 Euro und bei dem Anbieter konntest du halt für 8 Euro den Transport oder was weiß ich versichern oder so. Ich habe gar nicht auf Pizzarand geantwortet, fällt mir gerade ein. Ich habe letztens, normalerweise esse ich mit, aber letztens habe ich ihn liegen lassen, weil ich während des Pizzaessens gemerkt habe, dass ich es nicht schaffen werde. Ja, das würde ich dann auch machen. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, musste ich mich entscheiden und dann dachte ich so, okay, mir ist halt, also der Rand ist halt auch geil, weil das halt auch so eine dünne italienische Pizza ist, aber das Belegte ist halt immer noch ein Stückchen geiler. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, weil ich das andere nicht schaffe, dann kann ich verstehen. Den Rand. Ja, würde ich dann. Aber es gibt auch Leute zum Beispiel, die lassen beim Brot pauschal den Rand liegen. Ja, finde ich ganz furchtbar. Kann ich gar nicht verstehen, Alter. Der Rand, ganz ehrlich, also bei uns hieß das immer, ich weiß gar nicht, ob auch kennt, aber Ränftel, also von einem Leibbrot hat Ränftel links und rechts quasi die kleinen Stückchen, wo das Brot anfängt, ja, fand ich mal wieder am geilsten. Ja. Ja, vor allen Dingen, gutes Brot erkennst du ja daran, dass wenn du das brichst, der Rand halt noch so ein bisschen knackt. Mhm. Und dann ist das frisch. Und genauso muss das halt auch im Mund sein. Und nur diese weiche Plörre da essen. Also das ist genau wie bei Brötchen. Zähne. Das ist genau wie bei Brötchen. Gutes Brötchen erkennst du daran, dass du rein, oder wenn du das irgendwie ein bisschen andrückst, da so ein Mosaikmuster drauf entsteht, quasi, weil der Teig so in ganz viele kleine Sachen bricht. Man so ein Geräusch hört, weißt du, nicht dieses weiche, keine Ahnung, zahnlos Brot, was du einfach lutschen kannst. Ich bin da auch bei dir, aber da gibt es halt unterschiedliche Geschmäcker. Manche Leute mögen halt lieber weiche Brötchen. Ja, klar. Aber gutes deutsches Brötchen, das macht knack, wenn du drauf drückst. Knuspert. Ja, genau. Grüner Daumen oder tote Blumen überall?
Also ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Das ist ganz schön schwierig. Also ich habe tatsächlich alle Pflanzen bei mir sind kaputt gegangen, inklusive einem Bambus, den ich mal hatte, der angeblich unter Wasser auskommt. Bambus? Ja, so ein Bambus. Bambusstab von Ikea. Ja. Den hatte ich, das ist die einzige Pflanze, die ich jemals hatte. Genau, also selbst und der ist nie kaputt gegangen. Wie hast du das denn gekriegt? Der ist bei mir kaputt gegangen. Und das Geile ist, das ist mir dann aufgefallen, das ist kein Scherz, nachdem das komplette Glas voller Schimmel war. Oh. Weil der halt einfach verreckt ist im Laufe der Zeit. Aber also der braucht aber tatsächlich ein bisschen was. Ich habe also eine kleine so eine Aloe Vera Pflanze, die steht bei mir im Bad und die habe ich noch nie gegossen, aber die geht einfach dadurch durch den Wasserdampf nach dem Duschen, das reicht ja, um Gewässer zu werden. Und deswegen lebt die schon seit Ewigkeiten. Bram hat im Badezimmer sein eigenes Ökosystem. Ja. Wahrscheinlich verwertet da immer sein Abfall da auch. Nein. Das ist ganz schön witzig. Einfach nur durch das Duschen, weil ich bin ja jemand, während des Duschens Fenster zu, danach Fenster auf. Ja, sonst wäre ja auch kalt, wenn du raus der Dusche genau, rauskommst. Genau, sonst ist es mal zu kalt, wenn ich rauskomme. Ja. Das kann ich aber verstehen. Hab kein Fenster in der Dusche. Das sagt. Ja, Abluft. Ich hab so einen halben grünen Daumen. Eigentlich überleben meine Blumen immer relativ gut, aber irgendwann geben die halt den Löffel ab, keine Ahnung. Entweder weil die Blume wahrscheinlich qualitativ nicht so geil war oder weil ich dann doch vielleicht mal vergesse, sie zu gießen oder so. Aber eigentlich halten die ganz gut. Ja, ich hab das komplette Blumenmanagement outgesourced. ja, ich auch. Ja. An meine Freundin. Das Witzige ist, dass meiner Meinung nach sie keinen grünen Traum hat. Oh, oh. Und zum Beispiel auf unserer Terrasse laufen die Blumen verwelken, die nicht gegossen werden. Und ich mache mich dann immer drüber lustig. Ja, aber ist ja auch nicht deine Aufgabe. Aber ansonsten, so früher, als ich halt nur selber Blumen, doch, also die werden halt schon gegossen und die überleben auch und keine Ahnung. Im Aquarium muss ich ja auch immer gärtnern. Da musst du auch hier nicht Blumen schneiden, aber die ganzen Pflanzen müssen alle geschnitten werden und die brauchen dann auch ihr Dünger und Wasserquali und doch, doch. Das funktioniert schon. Okay. Das war's. Kommen wir zur nächsten E-Mail. Hallo, liebes Team Pietsmeet. Ich habe mal eben eine kleine Frage an euch. Also mein Kumpel war am Wochenende ein bisschen feiern und hat fröhlich Milch getrunken. So ergab es sich, dass er nicht mehr wirklich klar bei Sinnen war und mit einem Mädchen ins Gespräch gekommen ist. Ich war auch auf der Feier und habe das hin und wieder beobachtet. Ja. So ergab es sich, der sagt gerne ergab, so ergab es sich nach circa 2 Stunden, dass sie zusammen in einer Ecke standen und knutschten und fummelten. Das wäre ja alles nicht schlimm, wenn besagtes Mädchen nicht einen Freund zu dem Zeitpunkt gehabt hätte. Sie sind nun aufgrund dessen nach 2 Jahren nicht mehr zusammen. Mein Freund wusste aber nicht, dass sie einen Freund hatte. Nun komme ich auch endlich zu meiner Frage. Wer von den beiden trägt denn jetzt die Schuld an der Trennung? Nur das Mädchen. Hä? Nur das Mädchen. Wie soll denn der Typ das? Das verstehe ich aber auch nicht. Also, ich bin sogar der Meinung. Ich wusste, wie soll das denn gehen? Ich bin sogar der Meinung, selbst wenn der Typ das gewusst hätte, wäre nur das Mädchen. Da würde ich anders sehen, aber in dem Fall, wenn er das nicht wusste, wieso. Ja, wieso sollte er die Schuld tragen? Also, er ist ja davon ausgegangen, dass sie Single ist und sonst würde sie wahrscheinlich nicht darauf eingehen. Keine Ahnung. Also, wahrscheinlich war es ihm sogar egal. Dr. Watson. Case closed. Ich finde Brams Aussage ganz interessant, weil da musste ich, also wenn er es nicht wusste, ist für mich das auch gar keine Frage, ehrlich gesagt. Ja, das ist gar keine Frage. Ich meine, ich verstehe, dass es da vielleicht Diskussionspunkte gibt, so von wegen, ja, der ist auch schuld und seid ein Arsch, aber ich denke mir halt, wenn ich eine Freundin habe und ich lasse mich darauf ein, mit jemandem rumzuknutschen, ist es egal, ob der andere eigentlich das wusste oder nicht, die Schuld liegt bei mir, weil ich hätte mich da gar nicht drauf einlassen dürfen. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also wenn der andere es wusste, ist es durchaus ein Wichser, dass er es dann trotzdem versucht. Ja, aber die ich Schuld hätte trotzdem Nein sagen können. Ja, genau. Das ist halt ein bisschen komplizierter dann. Wenn du sagst, das ist aber ein Wichser, dann ist das doch genauso eine Schuldzuweisung. Nee, das ist einfach kein Fall. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Da ist für mich gibt es da nicht die Schuld, also so der eine oder so, sondern ja, doch, halt also ich finde halt, das finde ich halt nicht. Ich finde halt, ich hätte auf jeden Fall das Ganze blocken müssen. Hätte der andere auch. Nee, wenn der andere das probieren will, ist das halt in dem Sinne sein gutes Recht. Aber gerade scheint der Server abzukacken. Ja, der Server kackt gerade richtig hart ab. Aber nee, nur bei Chris, wa? Ja, stimmt, ich kann Christian nicht mehr verstehen.
der gerade ausgehenden Paketverlust von 50%. Also, ich meine, ich kann das gar nicht verteidigen, Mann. Ich verstehe auch, wenn man dann anders sieht. Ja, was heißt verteidigen? Also seine Position, meine ich. Ja. Stimmt, aber vielleicht kann er noch sofort mal was sagen, vielleicht funktioniert dann wieder. Hallo, nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Aber ich verstehe okay. auch andere Standpunkte. Ich kann auch Christians Perspektive verstehen. Also es ist halt so ein bisschen, also theoretisch hätte halt eine Person die Chance, dann quasi es zu verhindern, dass es soweit kommt. Ja. Aber es ist auch immer situationsbedingt, also wie das Ganze, also was ist, sind die seit 1000 Jahren zusammen, haben 5 Kinder und du machst dann halt so eine komplette Ehe kaputt oder keine Ahnung, sind die seit einer Woche zusammen und sehen sich nie und also was. Das ändert das tatsächlich weiß. Nur an der Art und Weise, wie sehr ich jemanden hassen würde dafür. Ja, genau. Aber es ändert etwas, nichts, daran, aber nichts am Prinzip tatsächlich. Nee, am Prinzip auch nicht, weil es ist scheißegal, wie lange die zusammen sind. Fakt ist, derjenige, der gerade in der Beziehung ist, muss blocken. Egal wie lange der zusammen ist, außer. Nee, gibt kein Außer. Also wenn der Bock auf Knutschen hat, muss der Vorschluss machen. Für mich gilt tatsächlich sogar ganz klar die Grenze. Wenn ich jetzt Schluss mache, ist es, was ich in der nächsten Minute mache, egal. Das ist dann free. Ja, aber du darfst also während deiner Beziehung da musst theoretisch du nicht bezahlen. Wenn ich dann macht Abgang, ich laufe nur noch mit 600 Kilometer runter. Alles klar. Ja, hört man. Aber ja, ich finde halt, während der Beziehung tut man das nicht. Das gehört sich einfach nicht. Genau. Ja. Und, für mich ist Schluss machen aber so, dass der andere gecheckt hat, dass der andere weiß, dass Ende ist. Ja, klar. Also, das ist ja kein von wegen, vielleicht machen wir es doch nochmal. So ganz klar, du, Harald, ich mach Schluss. Wir können uns zumindest darauf einigen, dass diejenigen, die Leute quasi versuchen zu überreden, was anzufangen, obwohl die wissen, dass die bereits in einer Beziehung sind, auch die halt sind diese Penner, sind. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall scheiße. Aber die schuld okay. sich trotzdem bei dem, der mit eingeht. Ich verstehe, also naja, das ist ein bisschen so eine Definitionssache. Die haben halt auch Schuld dann daran, dass die Beziehung nicht mehr weitergeht, weil ohne sie wäre sie ja weitergegangen. Also haben die zumindest eine Teilschuld. Ja, aber das ist wiederum eine Frage, die auch wieder dann erweitert werden müsste, weil, okay, ich habe es vielleicht jetzt mit dem einig rumgeknutscht, aber lasse ich mich überhaupt darauf ein, wenn meine Beziehung eigentlich in Ordnung ist? Ja, genau. Also das ist halt kompliziert. Auf jeden Fall. Also ist das überhaupt der Trennungsgrund? Also vielleicht vordergründig ja, aber war das wirklich so der Grund? Ja. Okay, kommen wir zur nächsten E-Mail von Johannes. Jetzt im Lernstress fällt mir auf, wie sehr YouTube-Videos schauen meine Zeit frisst. Ich habe damals kaum Hausaufgaben gemacht, wenn im Zug, bin damit auch immer gut durchgekommen. Aber wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass ich internetsüchtig bin. Nicht zuletzt durch euch. Ich will euch jetzt hier keinen Vorwurf machen, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Schüler, Kinder oder Jugendliche Schule vernachlässigen, um eure Videos zu schauen oder um zu zocken, weil sie durch euch darauf gekommen sind? Eure Meinung würde ich gerne anhören. Gruß. Kann man doch für alles machen. Also schämt sich das Fernsehen nicht? Er fragt ja gar nicht, ob wir uns schämen. Er fragt nur, ob wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht haben. Nö. Also ja. Also jetzt gerade. Jetzt gerade, aber vorher halt schon. Hat das wahrscheinlich vielleicht schon mal einer gefragt oder irgendwie in die Richtung, aber ich mache mir jetzt nicht Gedanken darum, ob das, was ich tue, um die Leute zu unterhalten, denen eventuell im Endeffekt, dass die dann anfangen, ihr Leben dadurch zu vernachlässigen. Also dafür muss halt einfach jeder selber zuständig sein. Da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, ganz echt, der ist ja nicht so, als wenn sein Leben davon abhängt, so er muss jetzt gucken, sonst sterben seine Eltern, ja? Sondern der ist einfach im Zweifel eine faule Sau und guckt dann lieber Videos, statt Hausaufgaben zu machen. Ich finde es tatsächlich ganz cool, wenn man Sachen macht, die so cool sind, dass Leute dafür Sachen vernachlässigen. So. Ja, das ist natürlich cool und Lob irgendwie für uns, okay, das verstehe ich, aber ich mache mir keinen Vorwurf, wenn derjenige meint, er müsste das halt machen, dann ist er selber schuld. Weil ja, so kann man sich aber auch, weißt du, wenn du jetzt richtig krass im Drogengeschäft bist, kannst du dir das auch so zurechtlegen. Ja, ist selber schuld, dass ich die Drogen. Ja, aber es gibt einen großen Unterschied für mich, ob ich irgendwas im kriminellen Bereich mache oder ob ich halt ja einfach nur etwas vollkommen Legales sende. Also es wäre mir neu, dass YouTube-Videos wirklich körperlich abhängig machen. Genau, weil wenn wir schuldig wären, dann müsste ja auch jeder Bildschirmhersteller, jeder Tastatur-, Maushersteller, jeder Rechnerhersteller schuldig sein, weil der die Technik zur Verfügung stellt, mit der man das machen kann. Das stimmt.
Und der Internetanbieter, jede Telekom, alle schuld. Jeder, der da arbeitet, ist schuld, weil er damit beiträgt, dass Leute im Internet surfen können. Du entscheidest dich ja selber dazu, ob du Fernsehen guckst, YouTube guckst, ob du Computerspiele spielst, ob du rausgehst, dich mit Freunden triffst, dich jeden Tag besäufst oder das entscheidest du ja alles selber. Und genauso habe ich früher auch mich entschieden, voll viel zu zocken und meine Hausaufgaben auch, keine Ahnung, einen Bus zu machen oder während mein Rechner hochfährt. Das ist halt deine eigene Entscheidung. Damals hatte man halt genug Zeit während der Rechnung. Ja, das war echt so. Ich konnte mal kurz die Hausaufgaben. Weißt du, bis dass du dann im Spiel warst, hast du schon Mathe durchgehabt und naja. Okay, kommen wir zum allerletzten, zum Quiz. Quiz? Diesmal haben wir berlinerisch, wo wir halt nicht alles machen können, weil vieles ist halt einfach bekannt. Beispielsweise sowas wie Späti, da wisst ihr, ist ein Kiosk. Genau. Oder Ische, habt ihr auch schon mal gehört. Ja. Mal beste stark. Freundin. Ja. Wort, um die Wertschätzung einer Frau gegenüber auszudrücken. Ja. Nehmen wir mal die Jernterwurst. What? Die Jernterwurst. Jernterwurst. Das ist eine Senfbratwurst. Senfbratwurst, okay. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Wurst. Also, würde ich jetzt auch sagen. Oder irgendwas, was egal ist. Also so im Sinne von Wurst. Eine Jägerwurst, das ist eine Mettwurst. Es kommt von Gärtnerwurst und bedeutet Gurke. Ah, okay, krass. Ah, das heißt Gärtner, okay. Ja, lol, das sagt man ja auch wahrscheinlich im Ruhrpottlerischen, sagst du ja auch Gärtner. Stimmt. Ja, aber dass man vom Gärtner Sachen als Wurst betitelt, habe ich noch nicht gehört. Also irgendwas im Garten. Kahn. Das Schiff. Ja, ist ein Schiff. Nee. Ja. Also ein Bötchen oder so. Nee. Das ist bester Torwart aller Zeiten. der auch schon mal Tore mit den Händen schießt. Psst. Im Berlinerischen steht Kahn für Bett oder Bett? Knast. Ab in Kahn. Ja, ab in Kahn, weiß ich nicht. Guck mal, hier auch ganz interessant. Kommt ihr aber wahrscheinlich nicht drauf. Jodwede. Das kenne ich aber irgendwoher. Ja, gesund werden. Das kenne ich aber irgendwoher. Ja, gesund, nee, nicht gesund. Oder Jodwede. Jodwede. Jodwede gibt's doch, oder nicht? Ja, JWD ist das eher. Das kenne ich irgendwo, ja. Scheißegal. Aber JWD ist doch ein eigenes Wort. Das ist nicht scheißegal. J ist doch Gott, oder? Also, JWD heißt doch, steht doch, ist doch hier ganz weit weg, oder? Also, und, also wirklich nur die drei Buchstaben. JWD, das kenne ich. Aber dann deswegen sage ich jetzt JWD als Wort geschrieben quasi. Was für ganz weit weg, ganz weit draußen, ganz weit weg von, keine Ahnung, irgendwie so. Also bei JWD das ist, heißt das auf jeden Fall ganz halt weit weg. Genau, JWD. Ganz weit draußen, also heißt ja nicht JWW, Bram, heißt ja JWD. Ja, okay, gut, aber ändert nichts daran. Ganz weit draußen entwickelte sich vor circa 400 Jahren und meint alles, was außerhalb von Tiergarten und Alexanderplatz lag, heute Brandenburg. Das kenne ich also aber auch. Also ist das wohl unter Berlinern, ist das wohl ein klarer Begriff, wenn du sagst, ja, das ist JWD. Also, das ist halt einfach am Arsch der Welt. Sozusagen. Genau. Kaschemme kennt ihr. Ja. Jurken kennt ihr. Da müssen wir ein bisschen rumjurken. Ja. Kennst du nicht? Hätte ich jetzt auch nicht gekannt. Aber macht ja nichts. Also durch die Gegend Gurken halt. Ah, okay. Gurken. Ja. Jung sein? J-U-M. Betrunken? J-U-M-M. Die sind doch alle jumm, so nach dem Motto. Betrunken ist sogar schon richtig. Also Sepp hat schon richtig gesagt. Wusste ich tatsächlich vorher nicht. Ja, die sind alle jumm. Habe ich jetzt aber vermutet einfach. Also. Hört sich so an. Kaschemme kennt er. Mattscheibe kennt er. Und dann jetzt zum Schluss einen Knopf machen. Einen Knopf machen? Ja, mach mal halblang. Knopf machen? Knopf machen. Knoten nicht. Machen. Nee, ist halt abschließen. Nicht. Festmachen. Ja, Knopf zumachen. Also, so wie
wie Nägel mit Köpfen sozusagen. Nee, nicht Nägel mit Köpfen. Hier ein Kopf, hier ein kleines Kind, also hier, wie heißt das? Ein Babyzeug. Jung. So. Ach, ein Knopf. Also, Knaben machen. Wie geil ist das denn? Also, keine Ahnung, ob das richtig ist jetzt, aber weil meine Oma sagte immer, guck mal, die haben wieder einen Kopf gemacht. Also, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus. Das ist auch tatsächlich so. Also, ein Knopf machen ist wohl ein Kind zeugen, also ficken. Laut dieser E-Mail zumindest. Und das ist Berlinerisch. Berlinerisch ist nicht so schwer irgendwie. Da wurde fast alles erraten. Man kennt das so aus dem Alltag ein bisschen halt. Ja, das stimmt. Gut, das war's mal wieder mit dem Pete-Cast. Sorry an alle, die nicht vorgekommen sind. Vielleicht nächste Woche dann. Aber diese A- oder B-Sache hat relativ viel Zeit gefressen. War aber cool. Insgesamt wieder ein cooler Pete-Cast, wie ich fand. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und tschüss. Hi. Hallo, wer ist denn da? Hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo und Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin 12 Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, beim Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen. Und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich, ja. Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeet.de, da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja, und da gibt's dann den Peatsmeet Porno PC. Und dann drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen, ja, und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja. Du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja. Schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem. Du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Yay. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.